Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen bei Blaupause TV und zu den neuen Zeitqualitäten Nummer 54, heute am 17.06. Grüße euch und gibt's eine kurze Vorankündigung. Ich möchte mal auf eine kleine Geburtstagsaktion hinweisen. Die wird sozusagen dieses Wochenende, wo ihr das jetzt seht, wird die starten. Diverse Produkte bei mir gibt's ein bisschen mit Rabatt. Darunter Kolzhoff, die vor allen Dingen die 5-Elemente-Platten machen wir, 30 Euro Rabatt. Und auch bei B-Drop wird es 2 Tage lang 15% Rabatt geben. Den Harmony möchte ich hier nochmal empfehlen. Das Ganze nach wie vor mit 20 Euro Preisnachlass für beide Geräte und wer 2 Stück kauft, gibt auch noch ein Headset mit dazu. Dann hatte ich noch die Info für die Homepage. Gibt es eine neue Rubrik bei mir auf der Homepage und zwar Daily News. Dort findet ihr alle Nachrichten. Seid also nicht bei Facebook oder Telegram oder bei Instagram, dann könnt ihr das Ganze auf der Homepage nachlesen. Täglich neue News. Auch die Tagesqualitäten sind letzten Endes auch mit dabei. Das ist neu auf der Homepage. Schaut mal rein. Ist sicherlich ganz interessant für denjenigen. Und es gibt die Rubrik auch Telegram jetzt auf der Homepage. Das heißt, wenn ihr nicht Telegram nutzt, aber mal reinschauen wollt, was da so läuft, dann habe ich den Feed sozusagen auf der Homepage. Könnt ihr auch mal reinschauen. So, Martin, grüße dich erstmal. Herzlich willkommen in der Sendung. Ich habe meinen Kram los. Was gibt's bei dir Neues? Ja, grüß dich, Patrick, und hallo an alle Zuseher. Ja, freut mich wieder. 54. Sendung. Was aktuell los ist, wir sind gerade in der Vorbereitung für unser Jubiläumsfest. Nochmal für alle, die interessiert sind und gerne mal in den Blaubewald kommen möchten. Am 22. und 23. Juli, ist ja Wochenende natürlich, Samstag, Sonntag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, haben wir unsere Jubiläumsfeier, dreifaches Jubiläum. Der Blaubewald wird 75 Jahre alt. Wir sind seit 25 Jahren Hüter und Pfleger dieses wunderschönen Kraftortes. Und unser gemeinnütziger Verein feiert sein 5-jähriges Jubiläum. Also wir haben da allerhand zu feiern, machen das aber natürlich, wie wir sind. Nicht mit riesiger Show, sondern wirklich, wir möchten, dass der Blaubewald, unsere 70 Tiere und einfach die ganze Energie im Vordergrund steht, die wir hier aufgebaut haben, beispielsweise natürlich auch der Blaubewald, die Blaubewald-Deva selber in sich trägt und einfach von uns verstärkt und erweitert wurde. Und das ist so, wir haben natürlich leckeres Essen, wir haben ein bisschen petzige Musik, aber es geht eben eigentlich rund um das Leben und um unsere Philosophie, die wir hier eben seit 25 Jahren leben. Und aber auch unsere Vorgänger tatsächlich auch schon, wenn nicht jetzt in dem Maße, schon als Grundstock gelegt haben, nämlich hier einen wunderschönen Ort zu gründen, wo einfach Mensch, Tier, Pflanze, Stein, die Natur wirklich in einer Harmonie und Liebe und Wertschätzung und Respekt miteinander existieren kann. Und das ist einfach wirklich eine Welt, die nicht mehr normal ist. Also gerade wenn man draußen die Norm anschaut, was da gerade geschieht und wie da in der Zivilisation, in der Künstlichkeit die Qualitäten sich verändern oder was für Qualitäten, dass da eingebracht werden, ist bei uns natürlich eine völlig andere Welt. Und wir kriegen inzwischen, weil wir unsere Tore auch geöffnet haben aufgrund des Vereins, dass viel mehr Menschen in den Blaubewald kommen, aber auch Institutionen, die uns einfach auch ihre Wertschätzung kundtun, was wir hier aufgebaut haben und was für eine Welt wir hier schaffen. Und auch wenn sie nur ein Hektar groß ist und ich sage jetzt mal im Vergleich zur ganzen Erde natürlich auch nur ein Tropfen ausmacht, aber zumindest dieser Tropfen, der hat halt seine Kraft, wie es auch mittlerweile viele anderen Tropfen gibt. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal gerne einen Aufruf starten für Spenden, für Mitglieder, für Patenschaften. Ihr wisst selber, die heutige Situation ist nicht so einfach und auch wir können einfach feststellen, dass die Spendenbereitschaft zurückgegangen ist und wir tragen nach wie vor über 90% der Kosten und die Kosten sind im Jahr über 100.000 Euro. Also ihr könnt euch vorstellen, wir tragen selber sehr viel. Und in dem Sinne möchte ich einfach euch nochmal bitten, wenn euch die Zeitqualitäten gefallen, wenn euch unsere Arbeit unterstützenswert erscheint oder auch unsere Produkte natürlich im Shop, weil alles, was ihr bei uns bestellt, ist automatisch ein Anteil davon, geht in unsere gemeinnützige Arbeit mit den Tieren, mit der Natur, mit unserer Philosophie. Und da könnt ihr auch euch selber was Gutes tun. Natürlich, ihr wisst, wir haben ganz einzigartige Produkte bei uns im Shop und gleichzeitig unterstützt ihr uns auch. Also in dem Sinne, das wäre erstmal mein Start für die heutige Sendung.
Und ja, herzlichen Dank für alle, die uns einfach auch mit ihrer guten Energie unterstützen, die wohlwollend, liebevoll, wertschätzend uns auch ihre Nachrichten schreiben oder auch wenn es nur in Gedanken ist. Es kommt ja an im Feld und herzlichen Dank für eure Unterstützung. Vielleicht auch mal, wer den Besuch wagt zum Blaubeerwald, zum Fest, vielleicht auch mal drüber nachdenken. Vielleicht kann man ja die ein oder andere Patenschaft für das Lieblingstier mal übernehmen. Und wenn es erstmal nur für ein Jahr ist, ne, das hilft einfach auch, die Futterkosten ein bisschen gegen zu federn. Ich werde am Samstag, das ist der 22., schauen, dass ich spätestens Nachmittag bei euch aufschlage. Ich muss noch ein bisschen Planung machen wegen meinem Hund. Den würde ich ungern mitbringen, weil das einfach ein bisschen zu viel Trubel ist, aber den kriege ich schon irgendwie auch noch mal verfrachtet für einen Tag. Die freut sich dann auch mal irgendwo auswärts zu sein. Und dann sehen wir uns sicherlich auch dort. Also ich plane es fest, mit einmal endlich mal mit da zu sein. Freue mich. Gut, dass du es erwähnst. Sorry, aber gut, dass du erwähnst. Bitte keine Hunde mitbringen. Ah. Weil wir haben unser Hunderudel natürlich. Also bei uns im Blaubeerwald leben 7 Hunde. Und die haben natürlich auch ihr eigenes Revier und sind gegenüber fremden Hunden, die jetzt ihr Zuhause betreten, nicht unbedingt so freundlich. Beispielsweise, sie sind jetzt nicht mörderisch aggressiv, aber sie dulden halt, das muss angeführt werden, das muss wirklich, wir haben jetzt einen 8. Hund gekriegt durch einen neuen Mitarbeiter und da mussten wir natürlich auch vergesellschaften, das ist klar. Also bitte lasst eure Hunde zu Hause, gerade auch wenn es heiß ist, die können nicht im Auto bleiben, auch wenn wir im Wald sind. Ganz genau. Naja, dann haben wir das doch schon geklärt. Freue mich auf jeden Fall, den einen oder anderen sicherlich auch dort mal zu begegnen und vor allen Dingen, dass wir beide uns mal wieder sehen. Das wird ja auch mal endlich mal wieder Zeit. Richtig. Lass uns einsteigen in die Zeitqualitäten 54. Ja, wir haben uns Titel gewählt. So kommst du sicher durch den Weltenbrand. Und das kann man ja, wenn man mal da draußen sich umschaut, brennen nicht nur wirklich Wälder. Gab es ja jetzt gerade erst vor kurzem wieder Riesenbrandstiftung, wie es ausschaut. Sondern die Dinge verdichten sich. Aber lass uns mit den Qualitäten wie immer anfangen und mal zu schauen, was erwartet uns denn in den nächsten Wochen und Monaten? Ja, der nächste Mond, also chronologisch natürlich klar, nach dem 12., in dem wir jetzt noch drin sind, kommt jetzt der 13. Und der 13. ist immer eine sehr spannende Zeit, weil es das ganze Jahresgeschehen nochmal zusammenfasst und spiritualisiert. In dem Sinne, dass wir in diesen 28 Tagen, und zwar ab dem 27. Juni bis zum 24. Juli, nochmal die Gelegenheit bekommen, zu schauen, was ist jetzt eigentlich in diesen vorhergehenden 12 Monaten gelaufen seit Ende Juli letzten Jahres? Was haben wir da alles gelernt? Was haben wir erfahren? Welche Informationen sind in unser Leben gekommen? Was haben wir mit diesen Informationen gemacht? Weil es ja immer ganz wichtig ist, wie agieren wir aufgrund dessen, was von außen auf uns einströmt? Was triggert es in uns? Inwieweit sind wir jetzt auch in diesem planenden Jahr? Weil in diesem Jahr ging es darum, uns vorzubereiten, uns unsere mentale Planung zusammenzubringen, zu stellen, zu organisieren, hier die ganzen zukünftigen Taten wirklich auch auf eine ausgereifte Struktur zu bringen, dass wir wirklich auch in unserer Vorstellung das ganze Netzwerk oder die ganzen Handlungen und so weiter jetzt so koordiniert haben, dass es jetzt auch ein guter Plan, wie beim Hausbau, eben das Fundament bilden kann für die nächsten Jahre, wo es um die Umsetzung geht. Und auch nochmal zur Erinnerung, wir befinden uns immer noch in einem 13-jährigen Zyklus, der bis Ende Juni 2032 geht. Das heißt, jetzt gilt es dann eben ab Ende Juli in die Handlungsfähigkeit konkret zu gehen, also wirklich Vollgas zu geben. Wir werden dadurch auch natürlich von den Zeitqualitäten unterstützt. Jetzt in den 28 Tagen wollen wir einfach die Erkenntnisse nochmal sammeln, nochmal da die Perlen und auch die Kräfte für uns destillieren auf eine alchemische Weise, die unser Bewusstsein nochmal erhöht und auch unsere Präsenz in der Gesellschaft nochmal verstärkt, so dass wir noch mehr Impact bekommen auf das, was wir im kollektiven Raum, im öffentlichen Raum auch bewirken können. Natürlich auch in der Vernetzung, aber jetzt geht es einfach darum, für uns nochmal so richtig eine Positionierung zu erreichen, die uns wieder auf eine höhere Ebene bringt. Diese höhere Ebene heißt noch mehr Erkenntnisse, noch mehr auch emotionelle Begeisterung und das führt dann dazu, dass unsere Handlungsfähigkeit ab Ende Juli wirklich gut gesättigt ist, auch den richtigen Dampf darin hat, die richtige Begeisterung darin findet, dass wir es einfach umsetzen, uns nicht mehr in Diskussionen verstricken, in inneren
oder äußeren, wo wir auch noch mal Zweifeln oder Ängsten begeben, sondern wirklich klare Entscheidungen treffen und dann auf dieser Basis weitermachen. Wir transzendieren also das Jahresgeschehen und finden die Juwelen darin, auch wenn es zum Teil Erfahrungen waren, die vielleicht nicht so schön waren. Und in dem Kontext, wenn wir uns die Zeitqualität anschauen, was eben sozusagen federführend diese 28 Jahre durchdringt, sind wir auf der roten lunaren Schlange, Chikchan 2, in der Samenwelle. Es geht also wirklich hier nochmal darum, zu schauen, inwieweit unsere Lebenskraft, weil das ist auch eine Herausforderung nochmal, unsere Lebendigkeit, unsere Kundalini-Energie, unsere Instinkte, aber auch unser physischer Körper wirklich auch im Erblühen unterstützt wird. Das heißt, dass wir uns selber nicht vergessen bei dieser ganzen Verwandlung und auch bei diesem Weltenbrand. Es ist ja wirklich so, dass die ganze Welt, man kann auch sagen, unser ganzes Sonnensystem, jetzt vom kosmischen Feuer durchdrungen wird und angeheizt wird und natürlich hier auf sämtlichen Ebenen die Frequenzwelten, die Schwingungsbereiche, die physiologischen Strukturen, die psychologischen Strukturen aufgekocht werden. Und das können wir auch gut erkennen, wenn wir das kollektiv betrachten, der Menschen einerseits, wie die Menschen einfach auch ihre Impulskontrolle immer mehr verlieren, wie sie immer mehr aus den Aggressivitäten, aus den Ängsten heraus agieren. Also ich spreche jetzt von denen, die halt noch nicht wirklich sich bewusst auf den Weg begeben haben und auch ihre innere Entwicklung unterstützen aktiv, sondern die dann einfach als Spielball sind in diesem Transformationsprozess und die einfach nicht mehr sich selber puffern können, ihr Unterbewusstsein, ihre brachliegenden oder weggedrückten emotionellen Themen, psychologische Themen, das kommt alles dramatisch hoch und das findet sich natürlich auch im Alltagsgeschehen wieder, wo wir mit ganz normalen Menschen sprechen und die uns auch berichten können, wie eben der Umgang untereinander immer aggressiver wird, ungeduldiger wird, verständnisloser wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, dass die wirklich ganz schöne Erfahrungen machen und auch Qualitäten in sich entdecken oder auch Fähigkeiten in sich entdecken, die wie fast automatisch sich entfalten und sie ganz andere Wahrnehmungskanäle sich öffnen und ganz andere Möglichkeiten und auch feststellen, wow, dieses kosmische Feuer fördert auch meine Manifestationskraft. Ich muss einfach aufpassen, dass ich auch wirklich in meiner Innenwelt meine Ausrichtung mental und emotionell wirklich auf die Dinge richte, die ich mir wünsche und nicht vor denen ich noch Angst habe oder die ich eben gar nicht will. Sondern da sind wir natürlich auch gefordert, unsere Schöpferkraft besser in die Zielführung zu bringen, in den Dienst zu bringen, sowohl für uns selber als auch natürlich für die ganze Welt. Aber eben, wir dürfen uns selber jetzt in diesen 28 Tagen auch wieder klar in den Mittelpunkt rücken und schauen, okay, wie steht's eigentlich mit meiner Lebenskraft? Wie viel dieser Zeit hat mir sehr viel Energie genommen? Was kann ich jetzt tun oder wo finde ich jetzt meine Energiequellen, die einfach meine Lebenskraft wieder in den Fluss bringt, die auch meinen Körper unterstützen? Weil viele Menschen, denen wir begegnen, sind schon ziemlich ausgelaugt und so am Limit. Ist klar, bei den Jahren, die wir hinter uns haben und bei all den Prozessen, die wir schon durchlebt haben, aber das war erst der Anfang und das wird ja auch von außen so kommuniziert, dass die Pandemie und all diese Geschichten erst der Anfang waren, auch was jetzt eben der dritte Weltkrieg betrifft und so weiter, in dem wir ja voll drin sind, auch wenn im Mainstream-Bereich immer noch da Meldungen sind, ja, hoffentlich kommt da nicht und so, dabei sind wir schon längstens drin. Das raubt natürlich sehr viel Energie und wir werden da natürlich schon auch auf uns selber geworfen und sagen, ja gut, okay, aber ich muss für meinen Menschen sorgen und natürlich auch für die Gruppen, für die Seelenfamilie, mit der ich verbunden bin, ob meine persönliche Familie oder Freunde, irgendwelche Gemeinschaften, bei denen ich Mitglied bin, dass da wirklich auch die Energie da ist. Und diese Energie will jetzt in diesem 13. Mond auch nochmal stark unterstützt werden, dass hier da, wo wir Defizite haben, wir es einfach wieder auffüllen und unser persönliches Erblühen
auch immer im Augenmerk haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir nur auf dieser Basis auch wirklich dann in die Welt wirken oder in der Welt wirken können mit unseren Schöpferkräften. Wenn wir selber am Boden sind, wenn wir selber auch, ob das jetzt finanziell ist, ob das jetzt psychisch ist oder physisch ist und wir sind da wirklich am Sand oder haben mit Symptomen zu kämpfen oder mit unseren Mustern und so weiter, dann können wir ja letztlich gar nicht so aktiv werden, wie wir es gerne hätten, sind dann auch ein Stück weit wieder in der Ohnmacht drin und hoffen wieder auf die Retter da draußen, anstatt wirklich uns in die Position zu bringen, wo wir eben diese Schöpferqualität klar auch fühlen und spüren und diese Energie uns auch zur Verfügung steht, dass wir nicht nur unseren eigenen Alltag, der natürlich auch sehr herausfordernd ist, meistern können, sondern auch unterstützend im Feld tätig sein können. Mhm. Das stellst du ja auch fest, Patrick. Das ist ja auch dein Erleben. Absolut. Ich sage es immer wieder, wer seine Hausaufgaben macht, der kann auch etwas erreichen. Und ich habe ein paar Sendungen jetzt gemacht, wo ich auch selber mal eingeladen worden bin. Bei anderen Kanälen habe ich das auch klar zum Ausdruck gebracht. Sich immer nur wieder auf diese spirituellen Themen zu verlassen, ja, dann bist du irgendwann verlassen. Weil du musst auch in die Tat kommen und in die Handlung gehen. Und dann funktioniert das auch. Wir dürfen ja die magischen, geistigen Kräfte, die spirituellen Kräfte dürfen wir natürlich nutzen. Und sie unterstützen uns ja auch ganz hervorragend. Auch die Astrologie unterstützt uns ganz hervorragend. Gerade jetzt nochmal im Juni und Juli, wie du schon gesagt hast, ja, wo es auch um Expansion geht. Aber du kannst natürlich nur dann expandieren, wenn du vorher was hingestellt hast und vorher was aufgebaut hast. Sonst wird es freilich nicht möglich sein. Und deswegen machen wir ja auch diese Sendungen, um diese Hinweise zu geben. Klar, das interessiert dann immer nur die, die wirklich zur Tat schreiten wollen. Aber die, die es gemacht haben, ich höre mich ja in meinem Umfeld auch um. Ja, ich will nicht sagen, dass die Bergfeste feiern oder ne, aber denen geht es gut. Die haben weniger Stress. Die haben weniger Widerstand im Außen. Und die Dinge, die sie angehen, funktionieren auch bis zu einem großen Teil. Und da, wo es nicht funktioniert, kann man ja auch nochmal nachstellen. Das ist ja kein Thema. Aber immer, wie gesagt, diese Tat nicht zu vergessen. Es nützt nichts, noch das 10. Tutorial zu gucken oder die 100. Zeitqualität und nichts draus mitzunehmen. Nicht im Sinne jetzt der intellektuellen Leistung, ja, sondern eben halt zu sagen, okay, was kann ich tun? Und wir kommen immer wieder drauf zurück. Entdecke, ich verstehe es auch nicht, wie man auf die Idee kommt, dass das Handeln, das Tun ganz konkret einfach weggelassen werden kann. Das war nie auch in den ganzen Mysterienlehren und so weiter der Fall, sondern es gab immer auch dieser Spruch, wisse, wage, handle, schweige. Also im Sinne dessen, dass man wirklich sein Wissen und seine Emotionalität, also mental, emotionell sich mit der spirituellen Ebene erfüllen lässt oder durch die Spiritualität, durch die Seelenenergie sozusagen anreichert und das natürlich ganz natürlich auf eine handelnde Art und Weise auch in den 3D-Raum bringen muss. Es geht gar nicht anders. Solange wir noch nicht diese Meister sind, die alles telekinetisch, telepathisch oder rezipitiv, also dadurch, dass wir unsere Gedanken sich instantaneous sozusagen manifestieren, solange wir noch nicht auf dieser Stufe sind. Aber auch da, wenn man die Meister betrachtet, auch die Meister haben getan über die Handlung, auch wenn sie es anders vollbringen hätten können. Also diese Ebene ist einfach ganz wichtig und es auch der alte Spruch, es gibt nichts Gutes, also man tut es. Also warum das jetzt die Esoterik plötzlich auf dieses Trugbild reinfällt und sagt, ja, es reicht doch, wenn ich auf der Couch alles so in mir vorbereite, in der Meditation und gute Energien rausschicke. Ja, das ist ein Teil, aber das ist nicht alles. Und da fallen jetzt auch ganz viele in ein Loch, weil sie einfach merken, sie haben einen ganz gewichtigen Part hier ausgelassen. Und das geht nicht. Mhm. Und natürlich ist es auch noch anstrengend, wenn man natürlich dann körperlich sehr gefordert ist. Aber auch da hilft uns wieder dieser 13. Mond, weil Chichan, die rote Schlange, bringt uns in den Körper und bringt auch den physischen Bereich und die Lebenskraft, die eben auch in Formen und in Körpern fließt und auch über den Instinkt und über die Handlung und über die Sinnlichkeit. Auch Sexualität ist da nochmal ein Thema. Also weil Sexualität natürlich auch eine Grundkraft ist in unserem Leben hier als körperliche Wesen, dass das eben auch einen wichtigen Platz drin hat. Und die gelbe Samenwelle beinhaltet 10 galaktische Portale.
Nochmal kurz zur Erinnerung. Die galaktischen Portale haben die Aufgabe, uns immer wieder auf einen Nenner zu bringen. Das heißt, diese Vielfältigkeit des physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen immer wieder auf einen Nenner zu bringen, weil wir tendieren einfach dazu, uns da zu versplittern. Dass also dass diese Bereiche sozusagen wie in unterschiedliche Richtungen streben, unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch unterschiedliche Räume kriegen in unserem Alltag. Und dass das alles wieder eins wird, weil wenn die vier, man kann sagen, wie eine innere Familie, wenn die vier an einem Strang ziehen, dann ist natürlich die Kanalisierung unserer Lebenskraft und unserer Schöpferkraft eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Macht, die wir dann willentlich, bewusst einsetzen können, als wenn wir eben selber in uns multiple sind und diese Bereiche eben in unterschiedliche Richtungen streben und schießen und wirken. Und das muss uns einfach nochmal bewusst werden. Also wir haben in der Zeit der Samenwelle vom 26. Juni bis zum 8. Juli eben auch diese 10 galaktischen Portale, die wiederum triggern auch unsere Kundalini-Energie, also Ida, Pingala. Wir hatten in der Schlangenwelle sozusagen die Pingala-Seite, jetzt kommt die Ida-Seite, damit dann letztlich Sushumna, also die Erleuchtung, wenn sich das Männliche und das Weibliche oder die Lunare und Solare Kundalini wirklich vereinigt, dann gibt's ein Feuerwerk, dann sind wir in einem göttlichen Strom sozusagen angeschlossen, der durch uns hindurchfließt, wo wir dann natürlich ganz andere Energieressourcen und dann andere Inspirationsquellen oder man könnte auch sagen Erleuchtung empfangen. Also das ist super spannend, wenn wir uns da wirklich dieser Zeit auch bewusst sind und damit arbeiten. Und da sind wir wieder beim Zeugin oder bei den Zeitqualitäten und natürlich auch bei der Tsuvuya-Agenda. Wir haben auch von der Tsuvuya-Agenda noch ein paar Restexemplare für dieses Jahr. Die läuft noch oder gilt noch bis Ende Januar nächsten Jahres. Wir haben sie aber jetzt auch stark sozusagen rabattiert. Das heißt, sie ist jetzt für 33 Euro zu haben bei uns im Shop. Ihr kriegt auch als PDF das Handbuch dazu von José Zuber, von dem Künstler, der das Ganze ja jedes Jahr erschafft. Ende Juli wird es dann auch wieder den neuen 13-Monde-Kalender, Wandkalender geben, den man sich auch nochmal sozusagen als Indikator oder als, wie soll ich sagen, als Leitfaden auch gerne an die Wand hängen kann, um da auch immer wieder drauf zu schauen und zu schauen, okay, was haben wir für eine Tagesenergie, auch wieder wunderschön illustriert. Das kommt jetzt erst dann auch verfügbar. Aber wie wichtig einfach, ich stelle immer wieder fest, wie hilfreich und wichtig es ist, wenn wir wirklich diese galaktisch-solare Zeit kennen, die einfach diese Qualitäten bei uns im irdischen Raum letztlich und auch in unserer Gesellschaft halt erfüllt und subtil leitet, navigiert. Und wenn wir da noch nicht Bescheid wissen, dann können wir ganz anders an diese Herausforderung rangehen. Ich würde gerne ergänzend noch sagen, dass, glaube ich, sehr viele die Tat verwechseln, eben was du gesagt hast, mit dem, ich muss ja nur im reinen Herzen sein, meditieren, mir es vorstellen. Ja, das ist auch eine Tätigkeit. Das bedarf also auch einen gewissen Zeitaufwand natürlich, ja. Also die Meditation oder die in die Vision gehen, die Affirmation zu machen und. Was viele dann aber vergessen danach ist, wenn das ins Feld gesetzt ist, Freunde, dann heißt es Alarm machen, Netzwerkleute anrufen, wen kenne ich, ja, Struktur aufbauen, loslegen, do it. Und das ist das, was ich oft vermisse bei den Menschen, dass sie eben dann sagen, ja, es steht ja im Feld, jetzt kommt alles zu mir. Und wenn es dann nicht kommt, dann wird dann schnell eine Ausrede gesucht, so nach dem Motto, naja, wenn es nicht leicht geht, dann soll es ja nicht kommen. Ja? Und das ist das, was ich vermisse. Diesen Tatendrang, diese Power zu sagen, jetzt lege ich los. Und zwar mit dem, was ich habe, das, was ich im Kopf habe, los. Ja, also ich rufe, wie gesagt, meine Netzwerkleute an, gründen einen YouTube-Kanal, was auch immer, jetzt machen. Und das ist das genau das, wo die Leute nicht dranbleiben. Und dann kommt das Thema dazu, ja, das haben wir das jetzt 4 Wochen gemacht oder 6 Wochen, ja, ist irgendwie, haben wir noch kein Ergebnis. Ja, weil das einfach auch nicht geht in den manchen Teilen, ne? Manche Dinge kommen sehr schnell, das kennen wir. Du denkst abends an irgendwas, willst ein Projekt umsetzen, nächsten Tag ruft dich einer an, kommt genau mit der gleichen Idee. Na klar, das funktioniert auch und du kriegst ja auch Impulse. Während deiner Meditation oder während deines Waldspazierganges, schreib die auf und die setzt du 1:1 um und zwar sofort. Weil der Impuls kommt nicht umsonst. Und da kommen auch wieder, nee, jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee, ah nee, das mache ich lieber morgen und dieses und jenes und wundern sich nicht oder wundern sich dann, dass es irgendwie nicht geht. Und bleiben dann natürlich in ihrem Alltag irgendwo gefangen. Und mein Anliegen ist es ja auch, und mit Blaupause, und ich glaube, das haben wir auch die letzten 3-4 Monate erlebt, die Leute aus dieser Lethargie rauszuholen. Ich will es ja vorleben, man sieht es doch, dass es geht.
Man kann buchstäblich wird was aufbauen. Und ich habe mehr oder weniger auch bei Null wieder angefangen. Ja? Mal abgesehen von dem YouTube-Kanal. Es ist möglich. Es ist nicht nur der Wille, sozusagen, der dort entscheidend ist, das zu tun, sondern eben, wie gesagt, dann auch die Tat und es einfach zu machen und dran zu bleiben. Einfach dran zu bleiben. Ja, ja, Fleiß. Dann sind Fleiß. 50, 60, 70 Stunden Wochen. Das ist am Anfang so. Auch in der Spiritualität oder in der Esoterik. Es nimmt dir keiner ab. Und wenn du immer wieder Ausreden suchst, brauchst du dich nicht wundern. Und mir ist viel daran gelegen, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Denn ich spüre ja, wie diejenigen, die es tun, auch jetzt die Leute zum Beispiel bei mir nochmal der Hinweis, ja, die jetzt die erste halbe Jahr fast im Coaching waren. Ich sehe ja, was die erreichen, in welchen Schritten das geht. Ja, zack, 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 zack. Und dann hast du ein gewisses Niveau erreicht. Und von dem Niveau kann man anfangen. Und Freunde, da geht es gar nicht um große Gelder. Ja, das sind Leute dabei, die sagen, ey, ja, Inflationsausgleich. Ich würde mich freuen, 200, 300 Euro vielleicht irgendwie durch meine Fähigkeit dazu zu verdienen. Ja, und einige davon haben das auch schon erreicht. Also es geht. Und ich möchte Mut machen und auch den Arschtritt geben, es zu tun. Denn die Welt wird sich durch uns verändern. Nichts durch was außen und auch erst recht nicht im Wesentlichen durchs Kollektiv. Denn das Kollektiv wird ja durch uns bestimmt. Das heißt, wenn wir nicht vorwärts gehen und die Dinge angehen, dann wird keiner kommen, der es macht. Und ich sehe das, und das ist, finde ich, wirklich großartig, wie viele auch aus der Community letzten Endes genau diese Dinge auch machen und jetzt umsetzen. Und ich sehe es ja an den Kommentaren, ich sehe es an den Anrufen, an den E-Mails, merkt man ja, ey, das und das hat dir geholfen, das und das hat funktioniert, wunderbar. Und das ist die schönste Bestätigung, die man sich selber geben kann. Und wenn dann noch die Energien, wie sie ja jetzt auch das letzte halbe Jahr waren, wenn du die genutzt hast, dann stehst du heute auf einem Niveau, wo von dem du sehr gut, sage ich jetzt mal, das nächste halbe Jahr in die Expansion gehen kannst. Und nicht nur materiell, sondern auch spirituell, esoterisch, menschlich, das ganze Programm. Und all das funktioniert. Und das, da möchte ich den Hinweis nochmal geben. Ja. Ich möchte es gerne runterbrechen, noch weiter, und zwar in den Alltag. Hm. Jeder von uns hat einen Alltag. Wir nennen ihn nicht für ungefähr Alltag. Und wenn wir rausgehen, auch wenn wir unseren 0815-Job machen, mit welcher Qualität, mit welcher Energie, was für Gedanken senden wir aus, wenn wir in die Arbeit fahren oder in der Arbeit sind oder im Supermarkt beim Einkaufen oder auch wenn wir uns mal chillen, an See legen oder im Park oder sonst was. Es ist immer, wir leben nun mal 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Also wir sind all around, wir sind ständig am schöpferischen Wirken. Sowohl natürlich am Aufnehmen, aber auch am Abgeben, am Strahlen. Und da ist für mich letztlich die Lebensprüfung, und dahin bringt uns aber auch jetzt die rote Schlange, wirklich das ins Alltägliche zu bringen und nicht nur, wenn ich gerade meditiere oder wenn ich gerade mit Gleichgesinnten zusammen bin oder eben gerade kommuniziere in meinem Netzwerk oder sowas, sondern wirklich im ganz profanen Alltag, welche Qualitäten strömt ständig aus mir heraus und geht eben ins kollektive Feld rein? Weil das ist letztlich der Prüfstein. Und wenn wir uns, du hast auch die Astrologie erwähnt, wenn wir jetzt betrachten, wir haben jetzt Saturn wieder rückläufig im Fische. Das heißt, es wird nochmal geprüft. Dieses Fische-Element, sind wir wirklich fähig, es, diese Spiritualität, diese Allliebe, diese Weisheit, diese höhere Welt wirklich in unseren Alltag zu bringen, und da werden wir in der Rückläufigkeit einfach nochmal geprüft, und das geht bis Anfang November. Dann haben wir Pluto, der ist wieder zurück in den Steinbock gegangen. Das heißt, wir können erwarten, dass auch nochmal dieser Kampf zwischen den gesellschaftlichen, dunklen Strukturen, die einfach uns versklaven wollen, im luziferisch-satanischen Sinne, und diesem neuen Geist des Wassermännischen oder des höheren Bewusstseins, dass da nochmal ganz klare Reibungen kommen werden und Ereignisse kommen werden. Und das geht bis Ende Januar 24, bis der Pluto dann wieder in den Wassermann zurückkehrt zum zweiten Mal. Er geht dann im Herbst 24 nochmal für kurze Zeit, für 2,5 Monate zurück in Steinbock, und dann ist er aber bis 2044 vollends im Wassermann. Aber das sind einfach so Prozesse. Wir werden jetzt auch immer wieder geprüft dadurch zu sagen, okay, du hast jetzt viel Theorie, du hast jetzt viel Wissen, du hast dich mit vielen Dingen beschäftigt, aber wie schaut's damit aus? Wie viel davon lebst du im Alltag? Und hier müssen wir halt auch immer wieder natürlich auch unser persönliches Sein berücksichtigen. Wie ist denn der Martin geprägt bis dahin? Was hat er für Weltbilder? Was hat er für Muster? Was hat er für Prägungen und Programme innen drin?
in sich verankert bekommen. Und das beginnt ja ab Zeugung schon bereits. Und wir bringen ja auch schon viel in dieses Leben mit aus unserem Seelensein. Und das immer wieder zu adaptieren und sagen, ja, das ist recht und gut, wenn ich da was lese, aber ist es wirklich meins? Kann ich es im Alltag umsetzen? Kann ich es wirklich auf den Boden meiner Existenz bringen? Und das ist jetzt einfach wirklich das Thema. Raus aus dem, was wäre wenn und es ist schön und wow, das tönt super und wow, was die alles mache und ne, aber mich wieder zu mir selbst zu begeben und sagen, okay, aber ich muss aus dem Martin raus, wo ich hier und jetzt bin und diesen Weg von da aus beschreiten. Immer wieder aus diesem Jetzt heraus, aus diesem aktuellen Zustand heraus. Und da haben wir natürlich eben Diskrepanzen, wo auch oft unser Geist schon viel weiter sein möchte, als wir dann emotional oder vor allem auch in unserem Unterbewusstsein, was ja auch in unserem Zellkörper steckt, uns tatsächlich befinden. Und da auch mit dieser liebevollen und Ehrlichkeit, sich selber einfach wirklich zu erkennen und zu sagen, okay, gut, das ist ein Thema, das ist ein Ziel, es steht aber jetzt noch gar nicht an, weil ich noch gar nicht so weit bin. Sondern ich habe mich jetzt mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Und die Dinge, die uns halt wirklich jetzt im Leben triggern oder die jetzt uns fordern, die sind halt anstrengend. Und da kann es auch wehtun. Da gehen wir halt auch in die Schmerzräume, da gehen wir halt auch in die Schwäche, in die Zweifel, in die Unsicherheit, in die Ängste. Aber das sind einfach vorübergehende Räume, die wir durchschreiten, aber die wiederum, wenn wir diese wirklich transformieren können und erlösen können und meistern letztlich, und um das geht's ja. Es geht ja nicht um die Meisterschaft irgendwie vor Tausenden von Menschen, uns jetzt zum Guru zu erheben, sondern es geht ja darum, uns selbst zu meistern. Und dann können wir unser Leben meistern und die Qualität und das geht es. Und da gehört halt einfach wirklich auch diese unangenehme Arbeit dazu. Und das bringt nichts, wenn ich mich noch so ins Paradies meditiere. In dem Moment, wo ich die Augen aufmache und rausgehe, kann sein, dass schon eben der nächste Raum oder die nächste Herausforderung wartet. Und die will dann entsprechend auch gelöst werden. Was wir erleben werden in den nächsten Monaten ist, dass genau diese Konzepte, ja, die eben nicht funktionieren, einfach scheitern werden. Die werden einfach scheitern, weil das ist ja in einer Zeit, dass eben die sinnvollen Konzepte, die es ja gibt, auch in der Esoterik und in der Spiritualität, die jetzt umzusetzen. Und wenn du, lieber Zuschauer, an einem Punkt bist, wo du merkst, mein altes Konzept funktioniert nicht, steig ab von dem Gaul. Steig einfach ab und orientiere dich neu. Erfinde dich neu, entdecke dich neu. Komm raus aus dieser Trägheit zu sagen, das habe ich schon immer so gemacht. Oder bei dem funktioniert es und bei dem funktioniert es. Wenn es für dich nicht funktioniert, ändere das Konzept. Denn es wird schlimmer werden. Es wird schlimmer werden. Es wird aussortiert werden jetzt. Und das ist zum gewissen Teil ja auch gesund und gut. Und ich erlebe es ja bei mir auch. Ich bin auch mit meinen Gedanken schon viel weiter. Ich bin auch ein ungeduldiger Mensch. Ich möchte die Dinge, die ich umsetzen möchte, am besten gestern schon haben. Aber es geht nicht. Man muss sich also immer wieder auch daran bemühen zu sagen, nein, heute ist heute und morgen ist morgen. Wie heißt so der schöne Satz, es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen du nichts tun kannst. Das ist morgen und das war gestern. Ja? Und das muss ich mir immer wieder selber sagen. Das, was ich heute mache, egal was, auch wenn ich mit meinen Gedanken schon im nächsten Jahr bin, das ist das, was nächste Woche, übernächste Woche, in einem Monat sich dann zeigt, ein Resultat bringt. Und da muss ich mich auch immer wieder zurückhalten. Und es ist nicht verkehrt, auch schon natürlich in den Konzepten zu sein, wie sind sie übermorgen, ja? Und überübermorgen, was ist nächstes Jahr? Aber du kannst nur das tun, was jetzt für dich funktioniert. Also prüfe das für dich. Was funktioniert und was nicht funktioniert, sortiere aus. Und halte dich nicht auf, auch mit Menschen, die einfach im Scheitern geboren sind. Es gibt solche Menschen. Das ist auch nicht schlimm. Es sind ja keine schlechten Menschen deswegen. Überhaupt nicht. Aber sie halten dich auf. Orientiere dich an Leuten, die, wo du sagst, das ist es für mich. Und kopiere das doch. Copy-paste. Die Natur macht es nicht anders. Ja, nutze diese Möglichkeiten. Und dann kommst du auch eben von A nach B mit einem gewissen Fleiß oder mit einem gewissen Aufwand. Egal, was du willst. Ob du eine neue Technik lernen möchtest, ja, also im Sinne von der Spiritualität oder was auch immer. Oder ob du im Business was machen möchtest oder, wie du schon sagtest, in deinem Beruf, den du schon hast, einfach noch eine Schippe drauflegst, damit du vielleicht wirklich mal zum Chef gehen kannst und sagst, so, ja, mein Wert hat sich erhöht. Da müssen wir drüber reden. Und das ist genau der Punkt. Dabei fällt mir ein, ich möchte das jetzt hier nochmal explizit sagen. Ich bin sehr oft angesprochen worden in der letzten Zeit. Und einige Leute haben das in den letzten halben Jahren genauso probiert wie ich oder angewendet. Hier, die Kreuzhoff-Platten. Ich habe sie heute mal nicht um, mache ich gleich. Magnat für die Männer unter uns. Nutz das.
Bitte, ja, beschäftigt euch damit. Es bringt euch genau wieder in diese Zielstrebigkeit rein. Es bringt euch genau wieder in dieses Rückgrat rein. Es bringt euch genau wieder in die Qualität rein, die man braucht, sich auch durchzusetzen. Und das fehlt vielen. Ideen haben viele. Große Visionen haben auch viele. Aber die allerwenigsten haben die Eier, es umzusetzen. Das hilft. Wirklich. Ja, ich habe es im letzten halben Jahr gemerkt. Und wer Blaupause kennt und allein im letzten halben Jahr gemerkt hat, was sich verändert hat, das hat auch dazu beigetragen, ja, dazu ein paar andere Sachen. Für die Frauen übrigens gibt es das ja auch, die Betörerin. Kommt wieder in ihre weibliche Kraft, kann wieder genau diese Qualität leben. Und es ist das, was gebraucht wird. Die Lösung ist so einfach. Unsere Qualität wieder leben. Zeige dich, wie du bist. Habe keine Scheu davor. Präsentiere dich, zeige dich, steh zu dir. Und zwar so, wie du bist. Mit deinen großartigen Fähigkeiten, aber auch mit deinen Schwächen. Ist überhaupt nichts schlimm. Und das ist ein zentraler Punkt, den aus meiner Sicht so viele Leute immer wieder, ja, ich kann es nicht anders sagen, einfach unterschätzen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, das Produkt jetzt zu kaufen. Dieses Produkt wird es auch für dich nicht regeln. Aber es bringt die Themen wieder in dein Leben. Es bringt dir genau diese Punkte. Und dann hast du die Aufgabe oder die Entscheidung, musst du selber wissen, das Thema, was jetzt kommt, bearbeite ich das jetzt oder ignoriere ich das wieder? Folge ich dem Impuls oder ignoriere ich das wieder? Und wenn du das ignorierst, wir haben den freien Willen, dann nützen dir auch 10 von diesen Produkten rein gar nichts. Aber wenn du diese feinstofflichen Energien nutzen möchtest, die Magie nutzen möchtest, egal was es ist, dann hast du Aufwind. Und du wirst merken innerhalb von wenigen Wochen, wie die Dinge sich verändern werden. Und ich werde in den kommenden Sendungen noch ein paar andere spannende Sachen machen, denn ich probiere gerade für mich selber ein paar spannende Sachen aus. Da geht es jetzt gar nicht um Produkte. Sondern ich habe mich ja sehr, das hat der eine oder andere mitbekommen, sehr mit dem Thema Maskulinität und Femininität beschäftigt. Ja, weil es mir ja genauso ging, wieder in die Kraft zu kommen, in die wirkliche Kraft. Ja, ich werde mich also mal intensiv mit dem Thema Testosteron beschäftigen. Wen das interessiert, vielleicht finde ich auch einen Gast, der da darüber rezitieren kann. Wenn ihr also, liebe Männer, und ich kann nur aus der Männersicht sprechen, eben nicht diese Kraft habt, wenn ihr euch nicht mehr jung fühlt, kräftig fühlt, begehrenswert fühlt, und genau diese Qualitäten wieder leben wollt, dann messt mal euren Testosteronspiegel. Ich war überrascht, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, wie sehr dieses Thema alleine in Europa nach unten gedrückt wird. Und dabei ist es einer der zentralen Themen für Männer vor allen Dingen, ja? Weil nicht nur unsere Gesundheit hängt davon ab, auch unsere Physiologie hängt davon ab, unser Mindset hängt davon ab, unser Drang, etwas zu tun, hängt davon ab. Und der Testosteronspiegel ist in den letzten Jahren in Europa massiv nach unten gegangen. Braucht man sich irgendwie auch nicht wundern, ne? Dass dann so keine Wehrhaftigkeit mehr da ist und so weiter und so fort. Und für die Frauen, wie gesagt, gibt es ja ähnliche Themen. Ja, auch da wissen wir, dass gerade das Thema Hormone ein extrem wichtiger Punkt ist. Und Frauen haben nun mal das Thema, dass sie 2 Wochen lang völlig im Chaos sind, was ihre Hormone angeht, und 2 Wochen, wo das wieder funktioniert. Und auch das kann man ein Stück weit harmonisieren. Ja, das bringt die Frau wieder in eine ganz andere Kraft. Und das ist ein Thema, was mich in den letzten halben Jahr sehr beschäftigt hat. Aber ich sehe eben halt auch die Ergebnisse, ja, die es produziert letzten Endes, die es macht. Wieso ist es möglich, dann 60, 70 Stunden auch mal zu werkeln? Und ich rede nicht von dauerhaft, ja, das hat mit Work-Life-Balance nichts zu tun. Aber um was aufzubauen, ist das manchmal nötig. Und wo nimmst du die Kraft her, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast? Ja, woher denn wohl? Das hat viel genau damit zu tun. Ernährung natürlich, Mindset. Ja, und dein Hormonhaushalt. Also das ist ein Thema, da wird es in den nächsten Monaten sicherlich noch einiges geben. Aber diese Hinweise möchte ich gerne mal geben. Nutz diese Stützräder. Nutz sie einfach. Es ist die beste Zeit, etwas zu tun. Es ist die beste Zeit, etwas Neues zu erschaffen. Es ist die beste Zeit, sich selbst zu finden. Es ist die beste Zeit, sich selbst zu leben. Jeden Tag. Und zwar so, wie du bist. Und nicht wie die Gesellschaft dich möchte oder dein Umfeld dich gerne hätte und. Brich aus. Leb dein Leben und du wirst... In dem Zusammenhang möchte ich auch gerne eine Werbung nochmal machen für die Schlangenwelle. Beispielsweise für den Mond, eben jetzt mit der lunaren roten Schlange, weil hier geht's, da hast du genau auch das Mondthema nochmal gut angesprochen. Hier geht's einfach darum, dass die Lebenskraft und unser Sein letztlich alles produziert. Also das heißt, wir haben die Möglichkeit, entweder von außen was uns zuzuführen als Unterstützung, genauso wie du sagst, die Koltzow-Produkte oder die monatomischen Elemente, jetzt in dem Sinne für Männer das monatomische Eisen, für die Frauen das monatomische Silber, für mehr Seelenbewusstheit grundsätzlich monatomisches Gold etc. pp. Aber
die Kundalini-Energie, die Lebenskraft, je stärker sie fließt und je bewusster wir sie auch prägen, imprägnieren mit Informationen. Und das geschieht nun mal durch unsere Gedanken, das geschieht auch durch unsere Meditation einerseits, aber letztlich im Alltag, wie wir immer wieder uns entscheiden, in den Situationen, entscheiden wir uns für die Schwäche oder für die Stärke, für die Liebe oder für die Angst, wie auch immer. Und da müssen wir einfach sehr wach sein, im Hier und Jetzt, wie du sagst, nicht gestern, nicht morgen, sondern hier, jetzt ist der einzige Augenblick, wo unser Leben spielt. Und wenn wir das praktizieren und üben, und dann werden wir immer besser darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die auch das Richtige erzeugt. Und wir wissen auch, dass das, was wir in unseren Chakren an Qualitäten über unser Bewusstsein erzeugen, direkte Folge auf unser endokrines Drüsensystem hat. Das heißt, die Hormonproduktion hängt von unserem Bewusstsein ab. Die Energie, Menge, Intensität, mit die uns zur Verfügung steht, hängt eigentlich letztlich mit jedem Gedanken ab. Habe ich einen Gedanke, der mich schwächt? Habe ich einen Gedanke, der mich stärkt? Und wenn ich natürlich von diesen schätzungsweise 50.000 Gedanken, die wir am Tag produzieren, mehr als die Hälfte schwächend, wie es auch erforscht wird in der Psychologie, wo man sagt, der Mensch denkt eigentlich zu 70-80% negativ, mindestens, dann ist es ja kein Wunder, dass die ganze Kraft fehlt. Welcher Mensch erlaubt sich denn schon zu denken, ich bin Meister meines Lebens oder ich bin ein göttliches Wesen und meint es wirklich aus Überzeugung, nicht aus einem übersteigerten Ego heraus, sondern wirklich tief innerlich gefühlt mit der entsprechenden Wahrhaftigkeit, auch mit der entsprechenden Demut und mit der Erfahrung, dass wir das sagen können, dass wir diese Behauptung dem Leben gegenüber aufstellen können. Das macht ja keiner. Wenn wir das tun würden und uns auf die Ebene den Weg gehen, dann würden wir innerhalb von kurzer Zeit auch entsprechende Früchte in unserem Leben erleben. Und gerade auch die Samenwelle, die jetzt den Anfang bildet des 13. Mondes, hier geht es auch um die Kraft des Erblühens. Es geht darum, dass wir unsere Samen verstreuen. Aber wie jeder Gärtner weiß, nur weil ich jetzt Samen rausstreue, heißt es noch nicht, dass die aufgehen. Ich muss sie pflegen, ich muss was tun, ich muss sie zum Erblühen bringen, ich muss sie zum Gedeihen bringen. Und das erfordert halt einfach wirklich die stetige Arbeit. Das weiß jeder, der sich jetzt mit Permakultur auseinandersetzt oder zum Eigenversorger werden will, weil diese Bewegung ist ja sehr groß. Also das heißt, immer mehr Menschen kümmern sich darum und sagen, nee, das, was wir da im Supermarkt kaufen können, taugt mir nichts mehr. Ich will das ersetzen oder zumindest einen Teil davon, was in meinen Möglichkeiten steht. Und da passiert ja ganz viel momentan in der Welt und Gruppenfügen kommen zusammen, Gemeinschaftsprojekte, die Felder halt pachten, um gemeinsam was zu tun, bis zum Urban Greening, wo es auch in den Großstädten losgeht, wo begonnen wird in den Parks, in den kleinen Grünflächen, dass die Leute einfach anfangen, Dinge zu pflanzen, ihre Balkone zu begrünen, das Dach zu begrünen und so weiter. Also das ist auch ein natürlicher Trend, der auch parallel zu dieser ganzen Synthetisierung, Bioengineering und Geoengineering und Social Engineering, also diese ganzen künstlichen, synthetischen, transhumanen und Bewegung, dürfen wir nicht vergessen, dass das gleichzeitig auch die natürliche Bewegung wieder aktiviert. Das heißt, je stärker der Druck auf die einen Seite ist, umso stärker wird natürlich auch das Natürliche dadurch gefördert, weil die Menschen einfach merken, wie es ihnen schlecht geht mit dieser ganzen virtuellen Realität, mit dem Metaversum, mit der künstlichen Intelligenz und die Synthetisierung, Transhumanismus und Transgender und diese ganze Blase der künstlichen Matrix, die jetzt von der einen Seite so voll über die Welt gestülpt wird, was einfach auch ein Teil ist der Entwicklung von der Technosphäre zur Cybersphäre. Aber dahinter steht die Newsphäre und dann die Lichtsphäre. Das heißt, es ist eine natürliche Entwicklung und es sind doch, ich sage jetzt mal, mindestens 10% der Menschheit schon daran, es zu leben, eben in diese Schöpferwelt zu gehen, der Nusphäre, dass die Kraft des Geistes eben gelebt wird im Alltag. Ungefähr ein Drittel beschäftigt sich damit, aber ist noch letztlich doch trotzdem noch so in der Technosphäre, Cybersphäre verbunden. Die Grundlage von allem bildet die Biosphäre, die Natürlichkeit auch wieder. Also wir haben da verschiedene Ebenen, in denen wir uns bewegen und verschiedene Entwicklungsphasen, in denen halt unterschiedlich diejenigen sich befinden. Und es ist klar, jemand, der jetzt voll auf die Cybersphäre abfährt und ich meine, da gibt's ja jetzt Entwicklungen. Apple hat jetzt den ersten Gesichtscomputer vorgestellt.
Das heißt, Apple hat jetzt wirklich die Vision Pro Brille gebracht. Die schaut aus wie eine Skibrille. Man kann durchsehen, ist aber auch ein Bildschirm. Das heißt, man kann Augmented Reality damit machen. Es ist wirklich ein Computer, der ist sprachgesteuert, gestengesteuert, blickgesteuert sogar. Den hat man im Gesicht und kann da sozusagen die natürliche Realität erweitern durch das Metaversum. Man kann es also verschmelzen. Oder man kann es auch vollends als virtuelle Realität, wo man dann gar nicht mehr durchsehen kann, sondern wirklich dann voll im Metaversum sich befindet. Und das ist der nächste Schritt. Das heißt, jetzt wird der Computer schon auch ins Gesicht aufgesetzt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn euer ganze Wahrnehmung, euer ganzer visueller Cortex, der ja die stärkste Wahrnehmungskanal ist in unserer Gesellschaft, leider, also das Sehen, der visuelle Bereich, wenn der vollends überlagert wird vom Metaversum, wie tiefgreifender dann auch die Manipulation ist, weil hier kann man sehr subtil mit Subliminals und mit versteckten Botschaften und mit Codierungen arbeiten, die dann wirklich reingehen. Das heißt, ich betrachte den physischen Raum gleichzeitig wieder ergänzt durch die Augmented Reality und da kommen natürlich ganz viele Informationen rein, die ich gar nicht wahrnehme bewusst, die aber mein Unterbewusstsein halt entsprechend auch programmiert. Also das ist nochmal eine ganz andere Schippe wie unsere Waffenhandys, die wir in der Hand haben oder wie früher eben das Fernsehen oder Radio oder Zeitung, das ist alles vorbei. Jetzt kommt es immer mehr in den Körper, das sieht man ja auch in der ganzen Entwicklung, dass der Bioengineering wird schon überall angewandt, auch in der Ernährung, im Erfinden oder Erschaffen von neuen Lebewesen, ob das jetzt auf pflanzlicher oder tierischer Ebene ist oder eben auch auf menschlicher Ebene. Das Geoengineering ist ja schon eine jahrzehntealte Geschichte, was aber auch immer mehr noch weiter forciert wird und auch immer mehr ins Kollektiv offen kommuniziert wird. Das heißt, hier findet immer mehr eine Synthetisierung des Lebens statt, auf allen Ebenen, um es eben durch dann die KI, durch den KI-Gott, wenn man so möchte, alles allumfassend zu steuern, zu manipulieren, im Griff zu haben, was natürlich in der natürlichen Welt überhaupt nicht geht. Natürlich kann man auch in der natürlichen Welt über Magie Manipulation betreiben oder über Propaganda und so weiter. Also der Geist des Menschen oder auch des Kollektivs, wenn man versteht die Gesetzmäßigkeiten, wie das funktioniert, ist natürlich auch relativ leicht zu steuern. Aber trotzdem hat die Natur eine Eigenheit, eine eigene Kraft. Wir können sie Instinkt nennen, die Kraft des Überlebens. Wir können sie aber auch göttliche Energie nennen, diese Kraft, die uns erweitern will, die uns in unserer Entwicklung fördert, die letztlich auch möchte, dass wir alle zu Meister werden, zu bewussten Schöpfern. Man könnte auch sagen, bewusste Seelen auf der Erde, diesen Zustand oder diesen Seinsstand wieder zu erreichen. Und die kann man halt nicht manipulieren, diese Kraft, die auch als Christus definiert wird oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das heißt, die Ich-Bin-Gegenwart, die kann nicht korrumpiert werden. Das heißt, jeder Mensch, der halt sich wirklich mit diesen Ebenen verbindet und mit diesen Wesen verbindet, ist nicht mehr in dem Sinne eben ein guter Sklave und kann nicht einfach gesteuert werden für ein parasitäres, luziferisch-satanisches System. Und hier sehen wir einfach auch nochmal, was ich kurz dazu sagen möchte, wo du gesagt hast, ja, auch in der Firma, wie gebe ich meinen Einsatz, was für Qualität, dass ich zum Chef gehen sagen kann, hey, mein Wert hat sich gesteigert. Es geht über das hinaus. Wenn ich in einem Kollektiv arbeite oder doch viel Zeit verbringe und mich damit auch identifiziere, dann bringe ich ja mehr als nur einen finanziellen Bonus für die Firma oder eine Leistung für die Firma, sondern es geht auch um die Energetik. Es geht um das Zwischenmenschliche. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Die menschlichen Kontakte und nicht die Rollenspiele. Ah, du bist jetzt Angestellter, das ist der Prokurist, das ist der Direktor, das ist der CEO oder weiß nicht was alles. Das sind ja alles nur künstliche Strukturen, sondern immer das Zwischenmenschliche. Und was wir hier reinbringen in ein Feld, ob das jetzt Firma ist, Organisation, Verein, Gemeinschaft, Gemeinde, Nachbarschaft, Familie, was auch immer, das
ist letztlich, das sind die wahren Lebenswerte. Und das bringt uns jetzt dieser 13. Mond auch nochmal so ins Bewusstsein. Was sind nochmal die wahren Werte? Worum geht es wirklich in meinem Leben? Was ist mir persönlich wichtig? Das Geld ist klar, es ist eine Zahlungseinheit, die aber auch künstlich ist. Und mit dem will ich aber mir mein Leben letztlich ermöglichen. Also auch darüber hinaus zu gehen und gar nicht so das Mindset auf die Zahlen im Computer oder auf die bunten Papierschnitzel oder was auch immer zu richten, sondern wirklich um die Erlebnisse und um das, was ich erschaffen möchte, da meinen Fokus reinzubringen, weil dann kommt alles andere wie von selbst auf magische Art und Weise zu Diensten, um mir meine Vision dann tatsächlich auch unterstützend zu ermöglichen. Und selbst wenn Geld dein Ziel ist, Geld zu verdienen, dann fang an, Geld zu verdienen. Wo ist das Problem? Das ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Gar nichts. Das haben wir schon so oft bequatscht, dieses Thema. Und immer noch gibt es ja einen Haufen Leute, die das ablehnen. Na klar ist das nicht alles im Leben. Und es ist nicht nur, der Sinneszweck ist jetzt nicht, die Scheine anzuhäufen. Aber es gibt Menschen, deren Sinn das ist. Ja, lass sie doch. Wo ist das Problem? Ich sehe da überhaupt keine Schwierigkeiten. Wie gesagt, es geht auch um seine Ziele festzulegen im Leben. Ja, und dafür brauchst du vielleicht eine gewisse Summe X, okay, dann ist es Mittel zum Zweck. Aber es gibt Leute auch, die sich darüber definieren, erfolgreich zu sein. PS, ich gehöre auch dazu. Ja, ich bin gerne erfolgreich. Ich mache das gerne. Es macht mir Spaß. Dein Erfolg ist ja was anderes, ja. Patrick. Ja. Dein Erfolg sind ja letztlich nicht die digitalen Zahlen. Nein, natürlich nicht. Sondern das Erleben. Darum geht's. Was du erlebst mit den Möglichkeiten, die du hast. Und ich kenne Menschen, die haben kein Geld. Die sind aber so reich und sie geben so viel, sie verschenken so viel von diesem Reichtum an das Leben, dass es einfach nur demütigst, gefeiert werden muss, was diese Menschen machen, jenseits von dem. Weißt du, also auch zum Verständnis, ich habe nichts gegen Geld, sondern es ist einfach genauso ein Mittel zum Zweck. Aber wenn es zum Ziel wird, dann kommst du nicht wirklich an die Ziele ran, die tatsächlich die eigentlichen Lebensziele sind. Und wenn wir diese Sendung auch nochmal besprechen von wie kommst du sicher durch den Weltenbrand, dann hat das auch etwas damit zu tun, wirklich alles Künstliche zu transformieren, zu durchdringen und wirklich auf den multidimensionalen, natürlichen Boden wiederzubringen. Nämlich die wahren Lebenswerte und die Meisterschaft. Da geht es überhaupt nicht um Geld, sondern ich meine, das sieht man ja auch an verkörperten Meistern, die sich um Geld überhaupt nicht kümmern, aber ihre Community dafür sorgt, dass das alles da ist, als Dienst sozusagen, damit eben das Werk getan werden kann, was diese Menschen oder diese Meister dann halt leisten. Aber der Punkt ist ja der, ja, wir wünschen uns alle, das höre ich doch immer wieder, ja, mehr Freizeit, mehr diese Dinge, mehr eigenes Leben und so weiter. Okay, ja, das ist ein absolut toller Wunsch und kann ich absolut nachvollziehen. Aber wir leben nun mal in einer Welt und wir leben nicht auf einem Luftschloss oder sonst irgendwas. Wir leben in einer Welt, die nun mal auch durchs Geld kontrolliert wird. Ist das schön? Nein. Lehne ich das ab? Ja, es ist nicht toll, aber wir nutzen doch erstmal die Möglichkeiten. Und wenn du mehr Zeit haben möchtest, dann kommst du meistens nicht darum herum, auf irgendeiner Seite der Gleichung etwas tun zu müssen. Es geht ja nicht anders. Der erste Punkt ist, mehr Zeit zu haben oder weniger ins Arbeiten zu kommen, ist das, was du gerne machst, das, was du gut kannst, das zu deiner Arbeit und deiner Berufung zu machen. Verändern sich die Dinge schon mal, ja? Und wie gesagt, wenn du Zeit haben möchtest, einen ganzen Tag zum Meditieren, du wirst es irgendwie nicht erreichen oder sowas, deine Miete zu zahlen, wenn du eben dann dabei vergisst, eben halt auch für ein Einkommen zu sorgen. Nochmal, ich lehne das auch ab. Ich bin kein Freund davon. Wir finden das super, wenn wir quasi hierher kommen und es stimmt uns alles frei. Und wir entwickeln uns ja auch in diese Richtung rein. Aber es ist jetzt noch nicht. Und was viele vergessen, ist, das jetzt zu nutzen. Sie sind in der Zukunft. Ah, wir brauchen irgendwann kein Geld mehr. Wir tauschen nur noch oder was auch immer, was dann kommen wird. Ja. Aber jetzt ist es nicht. Und sie vergessen das jetzt. Und das jetzt nochmal. Das jetzt ist das, was dein Morgen bestimmt. Dein Übermorgen bestimmt. Du hast es gesagt, das Thema Ich Bin. Bringt mich wieder auf das Thema nochmal hier ihr Netic anzusprechen. Gerade für die Leute wieder, die sagen, ja, ihr wollt ja nur Geld verdienen. Es ist kostenlos bei YouTube zu haben. Ihrnetic.de eingeben sind die meisten Tracks, die wichtigsten zumindest kostenfrei da. Ich höre nach wie vor, jeden Tag, ich brauche früh ungefähr mittlerweile
zwischen 1,5 und 3 Stunden, um meine Postings zu machen, Telegram zu planen und so weiter und so fort, um meinen Tag zu organisieren. Dabei höre ich eben halt ihr Netic, und zwar jeden Tag. Darunter eben halt auch der Ich-Bin-Track, immer mal wieder, ja, also im Random-Verfahren. Und es wirkt doch auch. Es hat langfristige Auswirkungen, weil dein Mindset bestimmt nun mal dein Übermorgen und dein Tag. Es ist eben nicht nur die Emotion. Die Emotion ist dann wichtig, wenn du die kleineren Erfolge hattest und plötzlich anfängst, breit zu grinsen, weil du es dir bewiesen hast, dass du es kannst. Nicht nur im Geiste, sondern dann auch im Herzen. Dann kommen beide zusammen und da spielt die Emotion eine Rolle. Es nützt aber gar nichts, den falschen Glaubenssatz im Kopf zu haben und den ganzen Tag zu beten, dass etwas Besseres morgen erscheinen soll. Das geht nicht. Und das muss endlich begriffen werden. Das funktioniert nicht. Das ist leider ein spirituelles Fettnäpfchen, wo viele von uns sich haben reinquatschen lassen. Seien wir doch mal ehrlich. Ja, aber es gibt ja mehrere Wege wieder daraus. Mindset ändern. Ja, und dann Herz und Verstand synchronisieren. Sich beweisen, dass es geht. Kleine Ziele haben, schaffen, Ziel erreichen. Dieses Gefühl der Freude und der Bestätigung ins Herz reinbringen. Speichern für die Tage, wo es mal nicht so läuft, wieder in dieses Gefühl reingehen, holt dich aus diesem Tal wieder raus, bringt dich wieder in die Motivation rein, es morgen erneut zu versuchen. Und dann kannst du dir von Tag zu Tag, von Woche zu Woche oder von Jahr zu Jahr höhere Ziele setzen und wirst sie auch erreichen. Es ist kein Geheimnis. Wer etwas tut und daran arbeitet, wird ein Ergebnis erzielen. Es geht nicht anders. Das ist auch reine Physik. Also es ist nicht mal Spiritualität, sondern es ist einfach nur Metaphysik, wie das Ganze zusammenhängt. Und das Wort Ich Bin sagt es ja bereits. Gegenwärtigkeit. Jetzt. Ich bin. Und nicht Ich werde sein. Das ist zwar schön, wenn ich das als Ziel formuliere, aber den Weg kann ich eben halt nur im Ich-Bin-Zustand gehen und manifestieren und verwirklichen. Und das ist ganz wichtig. Wobei ich dir widersprechen muss, die Welt wird nicht vom Geld regiert, sondern von der Illusion, dass Geld irgendetwas ist und dass Geld Macht besitzt. Das ist ja völliger Quatsch, wenn wir alle nicht, genauso wie der Spruch, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner ginge hin. Das ist einfach so. Wenn wir den Illusionen keine Lebenskraft geben. Und das haben wir wieder bei der Samenwelle und bei der Energie der roten Schlange. Wenn wir unsere Lebenskraft dem geben und schenken, was wir wirklich wollen und was unsere Ausrichtung ist, dann wird es sich manifestieren. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist genauso, wenn wir einen Samen pflanzen, dann graben wir den auch nicht jeden Tag wieder aus, um nachzuschauen, und wächst er schon, sondern wir gießen ihn, wir geben den Dünger, wir hegen und pflegen den Boden, das Milieu, was es einfach braucht. Und irgendwann können wir erfreut feststellen, da kommt ein Keimling raus. Ja, genau. Und das ist genauso das Ganze. Das heißt, wir müssen einfach auch die Geduld aufbringen, wenn wir Samen pflanzen ins morphische oder ins energetische Feld der Erde, dass es da einfach Konstanz braucht, dass es da die Energie braucht, dass es da die tägliche oder beständige Ausrichtung braucht eine Zeit lang, bis die Kraft so gesättigt ist, dass sich eben die ersten Keimlinge in unserem Alltag präsentieren. Und das sind Erfahrungsdinge, das sind, also es geht nicht nur um Gegenstände oder Situationen oder jetzt den Traumjob oder Traumfrau, Haus, bla bla bla, Geld und so weiter, sondern es geht ja letztlich um die Erlebensqualität. Wir suchen ja letztlich durch diese Umwege eigentlich Liebe, Glück, Freude, Frieden, Harmonie, Gemeinschaft etc. pp. Das sind alles innere Werte, das sind alles Seinszustände, die wir immer noch versuchen, über die äußere Matrix, über die äußere Lebensbühne zu erreichen durch Situationen, damit wir uns dann innerlich so fühlen. Aber diese Gefühle in uns jetzt schon zu erzeugen, auch wenn das dem Außen widerspricht, ist der Schlüssel dazu, dass irgendwann auch das Außen dementsprechend wird. Ich stimme dir ja zu, ganz kurz, ich stimme dir ja da vollkommen zu, du hast recht, natürlich ist die innere Einstellung, auch die Emotion, ein wichtiger Punkt, aber Punkt ist doch ein Fakt, ist, die meisten Menschen haben ja Schwierigkeiten, ein Gefühl zu erzeugen, was sie nicht kennen, also ein Gefühl von Liebe, Selbstliebe, von mir aus Reichtum, Wohlstand, weil sie es noch nie erlebt haben, dieses Gefühl zu erzeugen ist also schwer. Deswegen gehe ich einen anderen Weg und sage, pass auf, erzeuge doch erstmal kleinere Erfolge in deinem Leben und adaptiere dieses Gefühl und wachse dann daraus. Anstatt ein großes Konzept versuchen umzusetzen. Und Punkt. Da möchte ich dir widersprechen. Wenn du sagst, wir entziehen dem System sozusagen die Aufmerksamkeit im Sinne des Geldes oder wir legen unseren Fokus nicht drauf, dann brauchst du ja auch nicht wundern, wenn keins kommt.
Weil, das habe ich nicht gesagt. Aber so verstanden worden sein. Deswegen möchte ich es einfach nur ergänzen. Es ist also kein Widerspruch in dem Sinne. Ja? Die meisten Menschen, klar, diejenigen, die das jahrzehntelang praktizieren, können das. Auf der Couch eine Emotion, ein starkes Feld aus dem Herzen heraus erzeugen, was buchstäblich die Realität im Außen verändert. Richtig, geht. Theoretisch und praktisch geht das. Aber die meisten haben keine praktische Übung da drin. Also kennen sie es nur als theoretisches Konzept und wundern sich, wenn sie es tun, warum sie scheitern. Weil noch ein paar andere Sachen dazu zählen. Und das meine ich deswegen, warum ich sage, dann levelt doch erstmal einen Schritt zurück, macht kleine Ziele, erreicht diese kleinen Ziele und durch diese Freude, die ihr dabei erreicht, diese Freude speichern und als Backup-Gefühl sozusagen, ja, wahrnehmen, reingehen und speichern und dann dieses Gefühl wachsen lassen. Natürlich aus dem Herzen heraus, nicht aus dem Verstand, da funktioniert es dann natürlich nicht, sondern in das Herz rein und dann von da nach draußen. So funktioniert es und das ist exakt die Erfahrung, die ich doch mache mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalte. Die sagen, ja, ich habe schon 2 Jahre lang ja immer mich wieder in meine Emotionen reinbegeben, immer wieder in dieses Gefühl rein und trotzdem hat es nicht geklappt. Da gibt es ein paar Punkte. Erstens. Männer sind nicht so gut im Fühlen, wie das Frauen der Fall sind. Das bedeutet, wir sind nun mal Verstandestypen, also benutzt ihn auch. Versuch nicht krampfhaft ein Gefühl zu erzeugen, was du nicht erzeugen kannst. Dann nutze deinen Verstand. Du hast da beide Möglichkeiten. Und es wird einen Ausgleich geben. Es wird irgendwann in die Balance gehen, dass Verstand und Gefühlsebene sehr nah beieinander sind, auch bei Männern. Keine Frage, das geht. Aber die meisten, wie gesagt, kommen gar nicht dorthin, dieses Gefühl in sich zu erzeugen, weil sie eben das, was sie da draußen gerne als Wunsch erzeugen möchten, ja noch nie erlebt haben. Sie kennen es nur vom Hörensagen. Und du kannst diese Emotion nur erzeugen, wenn du sehr stark mental auch bist und natürlich einen hohen Gefühlslevel hast, sagen wir es mal so. Aber die Erfahrung zeigt, die meisten haben Schwierigkeiten. Also fang klein an. Fang klein an. Wir wollen heute darüber reden, wie du durch einen Weltenbrand durchkommst. Es geht durch praktische Anwendung, nicht durch irgendwelche Konzepte. Sei es jetzt nun aus der Wirtschaft, aus der Materie, aus der Esoterik oder aus der Spiritualität. Es geht darum, es für dich umzusetzen mit den Mitteln, die du hast und mit den Fähigkeiten, die du aktuell hast. Und zwar heute, jetzt. Und wenn da eben kein großer Emotionalkörper da ist, dann nutze das, was da ist. Und lass ihn wachsen, Schritt für Schritt. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und dann kommst du auch in dieses Thema rein. Und ich weiß, dass du das Geld auch nicht ablehnst. Ja, also da müssen wir beide nicht diskutieren, haben wir oft genug in allen Sendungen gemacht. Aber viele tun das eben, weil sie mit ihrer Vision in einer Welt sind, wo das nicht mehr gebraucht ist. Und warum sind sie mit ihrer Vision in dieser Welt? Weil sie in dieser Realität im Heute und Jetzt es eben nicht erzeugen können oder es nicht haben. Nur Leute, die kein Geld haben, sagen, Geld braucht man nicht, Geld macht nicht glücklich und diese Dinge. Das ist doch die Realität, das ist doch die Erfahrung, die wir machen. Und sie lehnen es also doch innerlich irgendwo ab. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es nicht kommt. Wird Geld missbraucht und zu negativen Zwecken benutzt? Ja, keine Frage. Ist das System, in dem wir leben, gesund, menschlich? Natürlich, nein. Nichts dergleichen. Ich möchte auch nicht das Zinssystem oder das Sklavensystem unterstützen. Aber ich bin Realist. Wenn ich heute meine Miete zahlen muss, kann ich das nicht mit einem Lächeln tun. Es geht einfach nicht. Also benötige ich diese Energie, um einen Ausgleich zu schaffen, eben in dem Fall mit meinem Vermieter oder mit wem auch sonst. Wie erzeuge ich diese Energie? Ja, indem ich es anziehe und nicht ablehne. Und zwar nicht nur von der Verstandesebene her, sondern auch von der Emotionalebene her. Das ist auch genau der Grund, warum ich mich so viel und warum ich so viele Sendungen auch über dieses Thema mache. Da kriege ich ja nicht nur Loblieder da drauf gesungen, ja, oder sowas, ja. Ist so. Aber wir müssen darüber offen reden. Und es wird, wie gesagt, es wird nicht besser werden, wenn wir es immer und immer wieder ablehnen. Und dann kommt ja das Thema, was du gesagt hattest. Kann ich nicht, das geht nicht, ich bin noch nicht so weit. Wir sind also ständig in der Negation zu dem, wie wir sind. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir kein Mindset oder eine positive Emotion entwickeln in uns und sagen können für uns, ey, das kann ich gut. Ich bin richtig gut in den und den Dingen. Ich bin ein toller Mensch. Ich habe tolle Fähigkeiten, die andere Leute auch partizipieren können. Ich bin ein guter Zuhörer. Ich bin ein guter Freund. Ich bin hilfsbereit. Steht doch dazu, was ihr gut könnt. Und dann... Aber ihr lehnt es immer wieder ab. Und das ist je nach keine Theorie. Ich erlebe es jede Woche. Es vergeht keine Woche, wo ich nicht mit diesem Thema konfrontiert bin. Das ist auch der Grund, warum ich mir die Zeit nehme, immer wieder jetzt darauf hinzuweisen. Denn wir werden nicht besser.
Wir werden nicht besser durchs Zuhören oder wie gesagt noch 20 Sendungen gucken, sondern nur indem wir es in uns endlich verändern. Und ich habe es in mir verändert und man sieht ja das Ergebnis. Und es kann bestimmt Leute geben, die sagen, ja, das Ergebnis gefällt mir nicht. Das ist okay. Dir muss ja mein Leben nicht gefallen. Das ist völlig in Ordnung, ja. Aber es gibt auch einen Haufen Leute, die sagen, wie hast du es gemacht? Wie geht es? Und deswegen möchte ich da einfach vermehrt in diesem Bereich auch wirkliche praktische Tipps geben, wie du es eben in die Umsetzung bringst. Und eben nicht nur wieder das 100. Konzept auspacken. Über Konzepte haben wir genug gesprochen. Sehr viel. Sondern wir brauchen die praktische Erfahrung, die praktische Anwendung, damit es wirklich jeden Tag ein bisschen besser und besser und besser wird. Mit jedem Tag ein bisschen besser. Dann machen wir doch jetzt mal kurz Praxis, weil du sagst eben Emotionen, die wir nicht kennen. Mhm. Emotionen werden erzeugt durch Gedanken, durch Vorstellungen, durch Bilder. Ich lade jetzt alle Zuschauer einfach mal ein, schließt eure Augen und denkt an das Bild eines Babys, was gequält wird. Und ihr werdet innerhalb von Sekunden euch beschissen fühlen, wenn ihr euch wirklich auf dieses Bild einlasst. Alternativ, ihr denkt an ein Baby, was glücklich ist, was strahlt, was quietscht vor Freude, was euch richtig wie eine Sonne anscheint. Wie fühlt ihr euch dann? Innerhalb von Sekunden geht euer Herz auf, ihr seid glücklich und sonst was. Das ist die Macht unserer Gedanken, die unsere Emotionen sofort triggert und erzeugt. Und darum kann auch ein Mensch, der das Gefühl des Reichtums nicht kennt, trotzdem in das Gefühl des Reichtums kommen, wenn er den Gedanken, wenn er ein Gedanke in sich findet, was für ihn Reichtum bedeutet. Aber wie lange kann er es halten? Das ist, ja, du hast recht, aber wie lange kann er es halten? Die meisten können es eine Minute oder mal 10 Minuten. Das reicht schon mal. Ja, ich renne auch nicht die ganze Zeit durch meinen Alltag. Ich verstehe dich. Es ist der Anfang. Ja, weißt, aber was es reicht eben nicht. Vera Birkenbiel hat das ganz klipp und klar mal gesagt. Die hat gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, 10 Minuten deine Vision so straff zu halten, ohne dass sich dich ein Gedanke ablehnt. So, bitte, Freunde, jetzt Hausaufgaben, probiert das mal. Ich habe es ja selber gemacht, ich komme nicht auf 10 Minuten. Ist so, weil das gar nicht so einfach ist. Und das ist genau der Punkt, woran ja viele scheitern. Sie können es eben nicht lange genug halten. Und es ist gut, dass du das ansprichst, weil die Basis ist ja korrekt. Und ich möchte das ja nur ergänzen. Also, die Aufgabe ist, und das ist Arbeit an sich selbst, jeden Tag das zu üben, das ist wie ein Muskel. Ja, auch unser Verstand und unser Herz ist auch ein Muskel. Und diese Vision oder das, was ich haben möchte oder erzeugen möchte, wirklich stabil zu halten für mindestens 10 Minuten, das ist wirkliche Power. Aber es können doch die wenigsten. Und deswegen müssen wir mal darauf hinweisen, Freunde, ab auf die Lehrbank. Üben, üben, üben. Tun, 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 tun. Nicht darüber philosophieren, noch ein Buch lesen, wie wäre ich erfolgreich, was bedeutet Reichtum oder wie komme ich in die x-te, 10. Dimension rein. Alles schick. Aber üben, machen, Inhalt eines Buches adaptieren, umsetzen. Das ist der Punkt, der fehlt. Und da brauchen wir uns gesellschaftlich nicht wundern. Was für den Einzelnen ja gilt, dass er nicht vorwärts kommt im Leben oder die Dinge erzeugt, gilt doch auch dann für die gesamte Gesellschaft. Und das sehen wir doch auch. Und insofern haben wir mehr oder weniger beide Rechte, könnte man sagen. Ja? Es bedarf diesen Anfanges. Und das ist richtig. Unsere Gedanken steuern unsere Emotionen. Aber die meisten können es nicht halten. Also müssen wir darüber länger reden. Ja? Je länger, umso besser, das ist klar. Das ist ja gar kein Thema. Das ist genauso, wenn ich jetzt einen Eimer mit Wasser fülle, je länger, dass ich hier das Wasser laufen lasse, umso schneller wird der Eimer voll. Der Eimer voll, genau. Ja, ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich logisch. Das fällt ja jedem. Es wird aber nicht angewendet. Das ist der Punkt. Klar ist es logisch für jemanden, der es weiß und der weiß, wie er das ansetzt. Aber für diejenigen... aber das stimmt nicht. Wir wenden es alle an. Ja. Nur halt eben nicht bewusst. Die meisten Menschen befinden sich halt ständig in den Weltuntergangsszenarien oder in den, was auch immer, Armageddon oder das könnte passieren, in ihren Ängsten, in den Angstbildern. Ja. Wenn sie natürlich diese Steuerung nicht übernehmen und sagen, hey, der Film ist jetzt sowas von langweilig, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht, ich erzeuge jetzt Glücksfilme und gebe halt hier natürlich diese Hartnäckigkeit, diese Willenskraft mit rein und diese Konstanz und diesen Fleiß, dass ich da bin und natürlich gleichzeitig auch mein irdisches Dasein, meine Handlungen, mein Leben im Alltag, dem auch entsprechend anpasse, dann kann ich gar nicht anders, als dahin zu kommen, wo ich ja hin steuere und hinziele und auch hingehe. Das ist ja absolut alles logisch. Also im Endeffekt ist dieses gar nicht schwierig. Es ist nicht schwierig. Nein, jeder macht es, jeder ist erfolgreich. Auch der Versager oder der immer wieder scheitert, ist erfolgreich. Weil er schafft sich immer wieder dieses Scheitern. Erfolgreich. Genau. Ganz genau. Ja. Man sieht es ja, ne? Oder sowas, wenn...
Ich weiß ja, was du für einen Alltag hast zum Beispiel. Ja, nicht nur in dem, was du jetzt beim Blaubeerwald machst, als jemand, der das alles koordinieren muss, sondern noch mit den Tieren, mit den Projekten und dieses und jenes. Selber noch Menschen letzten Endes auch noch begleitest und betreust, coacht, in die Heilungsphase schickst und. All das ist ja ein Tun, ja, was am Ende eben genau dafür sorgt, dass eben ein Großteil der 100.000 Euro, die du brauchst im Jahr, um den Laden da am Laufen zu halten, nur für die Tiere wohlgemerkt, da sind ja die Angestellten noch gar nicht mit drin, ja, das genau das meine ich ja. Langsam anfangen, dass du da Praktiker bist und weißt, wie das geht, das ist mir auch klar. Sonst könntest du es nicht. Und dann könntest du auch nicht in solchen Zahlen letzten Endes auch hantieren. Ja? Aber schau doch mal rein, wie viele Menschen können sich denn vorstellen, 100.000 Euro im Jahr zu verdienen. Und wir bleiben noch mal bei dem Geld, was jeden betrifft. Und deswegen nutze ich dieses Beispiel immer wieder. Die Vorstellungskraft reicht für die meisten gar nicht aus, weil sie nicht wissen, was das bedeutet. Und ich lade ein dazu, okay, macht's nicht mit 100.000, dann versucht's mal mit 50, 60, 70.000. Skaliert runter so lange, bis ihr merkt, jetzt kommt ein Gefühl, das kann ich mir tatsächlich irgendwie vorstellen und von da aus dann zu gehen. Und das ist genau der Punkt, was ich ja täglich, wie gesagt, erlebe, dass die praktische Handlung nicht zu dem passt, was wir wollen. Oder dass unser Glaube nicht zu dem passt, was gerade ist. Oder die Einschätzung über uns selber nicht zu dem passt, was wir tun wollen. Ja, also Fehlanschätzung, Überschätzung und so weiter. Und all diese Dinge kommen ja auch noch mit rein. Ja, und deswegen haben es viele Menschen so schwer, von Start 0, von Punkt 0, überhaupt auf Punkt 1 oder 2 zu kommen. Und wir alle wissen das. Der erste Schritt ist der allerschwierigste. Warum ist das der schwierigste? Weil wir ihn nicht gehen. Das ist der simple Grund. Nicht weil er schwer für uns umsetzbar wäre oder sonst irgendwas, sondern weil es ja bedeutet, wenn ich den ersten Schritt gehe, das bedeutet ja, ich fange ja an. Ich lege ja jetzt los. Und wenn ich jetzt loslege, dann kann ich ja nicht morgen wieder aufhören. Dann muss ich ja dranbleiben. Dann muss ich ja dieses. Besser ist erstmal nicht ins Müssen. Also ich muss, sondern mach's einfach. Ich darf, ich kann. Es ist notwendig. Auch gewisse Schritte sind einfach notwendig. Es geht nun mal nicht anders. Wenn du wach wirst und nicht den ganzen Tag im Bett liegen musst, musst aufstehen. Das ist eine Notwendigkeit, ja? Und so möchte ich das verstehen oder verstanden wissen. Und dann beginnt das ja, dann beginnt deine Reise, dann beginnt deine Heldenreise. Und die ist eben A, nie zu Ende und B, kannst du immer wieder was lernen. Tue ich auch, jeden Tag, ja? Und ich bin mit den Konzepten, die ich oft bespreche hier, auch noch nicht 100% im Reinen, dass ich sage, ich habe sie 100% umgesetzt. Wie denn auch? Ja? Sondern es ist jeden Tag ein kleiner Baustein mehr. Da mal, dann kommt da wieder was. Und dann setzt du das Puzzle zusammen. Und ehe du dich versiehst, ist ein halbes Jahr rum. Und du lebst eben deine Souveränität viel mehr. Oder dein Ich-Sein viel mehr. Wie du eben bist und zeigst das der Welt. Ja, ähnlich wie du das ja auch machst. Du sagst, Freunde, wir brauchen Hilfe und Unterstützung. Du sagst nicht, nee, bin ich mir zu fein für. Ne? Sondern du committest, was brauche ich? Was kann ich? Das ist mein Angebot. Was brauche ich? Ne? Und dann kommt der Austausch mit der Community. Dann kommt der Austausch mit dem Kollektiv. Und du fängst deine Energien dort mit rein. Aber vergiss dich eben dabei selber nicht. Wie viele Leute, die ich selber kenne, wollen die Welt retten, sind aber gar nicht in der Lage, sich selber zu retten. Werden gnadenlos scheitern, weil es nicht geht. Es geht nur vom Ich zum Wir. Egal wie rum nun, ja, oder in welcher Skalierung. Spielt keine Rolle. Nur so funktioniert es. Und es ist nicht schlimm, eine große Vision zu haben und was Gutes für die Menschen tun zu wollen, für die Menschen da zu sein oder auch die Welt zu retten oder die Tiere zu retten oder unsere Mitwelt zu retten, whatever. Das sind wirklich gute Ziele, hohe ethische, grundsätzliche moralische Werte und Ziele. Es schadet überhaupt nichts, da dran zu bleiben. Aber die meisten vergessen sich selber dabei und reiben sich auf und wundern sich dann wieder 3 Monate später oder ein halbes Jahr später. Warum hat das Projekt nicht funktioniert? Ich habe mich so investiert. Weil die meisten sich selber dabei vergessen. A, beim Mitwachsen und B, auch für den Energieausgleich zu sorgen. Das ist genau der Punkt. Es ist gut, wenn du ehrenamtlich tätig sein kannst, aber die allerwenigsten, sage ich jetzt mal, werden das dauerhaft machen können, wenn nicht ein gewisser Energieausgleich da ist. Und das muss gar nicht in Form von Geld sein, sondern Anerkennung, Wertschätzung. Ja, dann von der Community oder da, wo du dich investiert hast, dass die Menschen sagen, Mann, es ist wichtig, dass du da bist. Du bringst genau die richtigen Fähigkeiten mit. Dann bedarf es vielleicht da auch keinen finanziellen Ausgleich oder einer kleinen Pauschale oder sonst irgendwas. Aber das wird eben nicht gemacht. Wir sorgen selber nicht für den Energieausgleich. Wir sorgen selber nicht für die Bestätigung, dass wir das, was wir tun,
gut tun. Und dass das wichtig ist, dass das eine richtige Arbeit ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir lassen uns lieber von 20 anderen voll quatschen, wie es nicht geht. Weil wir so konditioniert sind, dass wir eine negative Botschaft, so wie du es gerade gesagt hast, 10-mal stärker wahrnehmen als eine positive Botschaft. Und dann kommst du eben aus dieser Spirale nicht raus. Und ich finde wichtig, dass das verstanden wird. Das ist alles anerzogen, das ist alles Gewohnheit. Natürlich. Das kann man alles ändern. Man muss aber halt den Änderungsweg gehen, das ist ganz klar. Aber das haben wir wieder bei der Samenwelle, die jetzt eben diesen 13. Mond zum Abschluss bringt mit der roten Schlange. Das heißt eben auch hier die Kraft des Erblühens, eben mich selber auch ins Erblühen zu bringen, mich selber in die Kraft zu bringen, diese Lebenskraft, die ja eh da ist, aufzuhören, sie zu mindern, zu blockieren, weil jeder negative Gedanke, jedes negative Gefühl, jede negative Tat blockiert einfach diese Lebendigkeit oder färbt sie halt auf eine Art und Weise, die uns dann eben die Energie nimmt oder uns krank macht oder Probleme erschafft und dafür einfach in dieses Glück zu gehen. Ich habe jetzt mal das erste Ziel, ich mache den Martin glücklich, was auch immer das bedeutet. Weil Glücksgefühl ist ja eben genau das, wenn wir da hinkommen oder wenn wir das erleben, was wir eigentlich anstreben. Mhm. Es gibt Menschen, die sind glücklich, wenn sie gequält werden, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie Dramas erleben. Aber sie sind glücklich dabei. Ich meine, das ist vielleicht unverständlich für einen gesunden Menschen, aber das ist einfach auch ein Fakt. Wir werden auch dann jetzt vom 21.06. bis 2.07. haben wir auch nochmal so eine hochenergetische astrologische Konstellation zwischen Uranus im Stier in Opposition zu Mars, Venus, Lilith im Löwen, Opposition Quadrat. Das heißt, hier wird auch nochmal ein Spannungsfeld kommen, weil Uranus ja grundsätzlich im Stier unsere Werte total verwandelt. Diese altgebackenen Werte von Haben und Vermögen und was ist wirklich wertvoll, eben verschiebt sich in die wahren Lebensqualitäten, in Lebenswerte, was wirklich erlebt wird damit. Ne, was bringt mir das, wenn ich Multimilliardär bin, aber eigentlich total beschissen? Und das haben ja auch Untersuchungen, mich beschissen fühle, weil viele Untersuchungen haben gezeigt, wie viel reiche Menschen depressiv sind, wie viel Menschen in ihrem Vermögen an ihrem Vermögen leiden und gar nicht glücklich sind und so weiter. Ich meine, das sollte uns ja zu denken geben. Und auch hier, ich habe die ärmsten Menschen oder ganz arme Menschen schon erlebt, aber die hatten eine Glücksausstrahlung, was ich zuerst als Schweizer nicht verstanden habe. Und dachte, wie können diese Menschen glücklich sein? Sie haben nichts. Und die Menschen in der Schweiz haben so viel und sind viel unglücklicher. Und da auch einfach zu erkennen, okay, was ist eigentlich wirklich, was bringt uns ins Glück? Was sind die Glückseigenschaften, die wir in unserem Leben suchen? Und dann kommt noch Pluto, der dann auch noch ein Quadrat zum Mondknoten, was das Kollektiv betrifft, wirft. Das heißt, es werden hier wirklich auch nochmal kollektive Kellerräume in den nächsten Monaten eröffnet, mit denen wir dann auch gesellschaftlich und in der Community zu tun haben werden, nicht nur als Einzelne. Also es sind schon spannende Aufräumzeiten. Es geht einfach um Transformation und Aufräumen in jeglicher Hinsicht. Die Themen, die du jetzt auch gebracht hast, Patrick, das ist absolut, das ist klar, das ist ein Wert, das sind Werträume oder Wertigkeiten, die schon noch ein Gewicht haben in der aktuellen Zeit. Aber es geht letztlich um ganz andere Dinge, nämlich eben diese Werte in die wahren Werte wieder zurückzuschieben und rauszuholen aus den künstlichen Strukturen. Und wenn wir jetzt betrachten, wie der 13. Mond noch weiter auch von Zeitqualitäten erfüllt ist, dann kommt die rote Erdwelle, Kaban, vom 9. bis zum 21. Juli. Und hier wird uns auch das natürliche Leben von Mutter Erde und all ihren Kindern nochmal nahegebracht. Uns nochmal bewusst gemacht, was sind wir eigentlich für Wesen und was bedeutet es, Mensch hier auf der Erde zu sein, als Kind von Mutter Erde und Vater Sonne und als Zelle in einem gigantischen, riesigen Organismus, der unsere Vorstellung völlig übersteigt. Wir wissen ja gar nicht, wie Mutter Erde eigentlich ist. Was ist das für ein Wesen? Was nimmt dieses Wesen wahr? Was macht dieses Wesen aus? Wie fühlt sich dieses Wesen? Was macht eigentlich dieses Wesen den ganzen Tag? Außer den Organismus, die natürliche Biosphäre zu steuern und zu verwalten und so weiter. Und hier werden wir einfach nochmal daran erinnert, dass wir ein Teil eines gigantischen Lebewesens sind, einer riesigen
riesigen Community. Und das loszulassen, was eben wir produzieren, was diese Community krank macht. Weil letztlich eben alles eine Folge hat auf das Ganze. Wir aber auch Kraft unserer Ausrichtung auch in einer Vernetzung sind, wo wir auch entsprechende Bestellungen, wenn man so möchte, ständig an die Mutter, an Mutter Erde abgeben. Mutter Erde ist auch die Verwalterin unserer Wünsche, unserer Seelenpläne oder unserer irdischen Wege und unseres Zusammenspiels. Wie vernetzen wir uns überhaupt in diesem Sein und mit den anderen mit Wesen und mit den Kindern. Und da haben wir natürlich sehr viel, wir ständig geben wir Impulse raus, ständig geben wir irgendwelche Wünsche raus, ob die jetzt positiv sind, aus der Liebe heraus oder negativ aus der Angst heraus, spielt jetzt keine Rolle. Und das wird auch aufgegriffen von dem Feld von Mutter Erde und wird entsprechend auch erfüllt oder wird synchronisiert, wir nennen es dann eben Zufälle oder im positiven Sinne oder Pech im negativen Sinne. Aber auch hier werden wir 13 Tage erleben, was uns einfach die Möglichkeit gibt, nochmal klar unseren Platz in dieser Welt wahrzunehmen, unsere Verbindung vor allem zu Mutter Erde wahrzunehmen. Wie kommunizieren wir überhaupt mit diesem riesigen Lebewesen, von dem wir ein Teil sind, in dem wir existieren und durch das wir auch ja beständig versorgt werden und navigiert werden. Wie bewusst sind wir da in diesem Austausch? Wie unbewusst? Was produzieren wir da den ganzen Tag? Also aufs Leben bezogen und auf diesen Organismus bezogen. Und vor allem, wie können wir das auch nutzen, wenn wir die richtigen Impulse, wenn wir die richtigen Schalter umstellen, wie uns ja das Leben ständig entgegenkommt und der Support da ist. Das heißt, wenn ich jeden Tag unbewusst immer wieder denke, ich bin ein Pechvogel, alle hacken auf mir rum, dann kommt das Leben auch und sagt, ja, dein Wille ist mir befehlt. Ich helfe dir, dass du diese Realität auch tatsächlich in deinem irdischen Theater so erlebst. Aber nicht, weil das Leben uns bestrafen will oder böse ist, sondern einfach, weil wir ja ständig diese Aufträge verteilen und diese Bestellungen machen. Und auf der anderen Seite können wir natürlich diese Verbindung auch im Gegenteil nutzen. Wie kann ich mehr Harmonie mit meinen Mitwesen, ob das jetzt Menschen betrifft oder Tiere oder Pflanzen oder Steine oder was auch immer, auch die geistige Welt, die Naturgeister, die Anderswelt von Mutter Erde gehört da auch genauso mit hinzu. Und wir im Blaubewald erleben das ja, wie auch das kleine Volk oder die Feen, die Elfen, die Gnome, wie die auch zum Teil Schabernack betreiben und Dinge manifestieren hier bei uns im Blaubewald, die so gar nicht möglich sind, aber trotzdem passieren. Und wir dann eben feststellen, ah, okay, wir müssen da wieder mal kommunizieren oder wir dürfen da wieder mal kommunizieren und mit diesen Wesen sprechen, dass wieder da mehr, was sind denen ihre Wünsche, weil die haben auch ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche an uns Menschen, die wollen auch eine bewusste Kooperation. Und da kann man nicht sagen, okay, die Kinder, die halt Elfen sehen oder diese Naturwesen wahrnehmen oder auch Erwachsene, die halt hellsichtiger sind und das wahrnehmen können, das sind alles verrückte Spinner und Esofuzis. Oder nein, diese Realitäten existieren. Und wenn man dann natürlich auch bewusst interagiert, dann kann man da auch schöne Lebenserfahrungen machen mit diesen Naturkräften und Wesen oder mit der Deva eines Baumes oder einer Pflanze und so weiter. Und das ist jetzt diese Zeit von der roten Erdwelle, die uns einfach einlädt, hey, erlebe den Reichtum meines Seins auch eben viel erweiterter, auch in diesen Räumen und vor allem auch die Verbindung zwischen uns und Mutter Erde. Da gibt es sehr schöne Übungen, da gibt es sehr schöne Handlungen, die man auch innerlich machen kann, aber auch im Außen natürlich, durch Barfuß gehen, durch Bäume umarmen, durch bewusste Ausrichtung auf mal schauen, kann ich dieses Feinstoffliche hinter der Biosphäre auch wahrnehmen und wie fühlt sich das für mich an, ohne das gleich zu beurteilen oder zu verurteilen und. Aber das sind 13 Tage vom 9. bis zum 21. Juli, wo uns die Umarmung von Mutter Erde bewusster gemacht wird und wir eben da auch uns als Kinder nochmal deutlicher erleben dürfen. Ich finde, das passt ja wunderbar zu, was du gesagt hattest, ja, dass diese Energien uns unterstützen letzten Endes. Und genau das ist der Punkt. Ja? Sie tun es auf eine sehr subtile Art und Weise. Und das geht natürlich nur, indem ich auch wirklich zuhöre, also auch in der Ruhe durchaus mal bin. Sei es jetzt bei einem Waldspaziergang oder eben, wie gesagt, was immer dich auch in die Ruhe bringt, das spielt ja keine Rolle. Diese Dinge und die Impulse, die dann da kommen oder Ideen, die da kommen, das ist ja genau das Geschenk, nennt es von mir aus, des Universums, das hier dann sagt, Mensch, also, ne, probier mal das aus.
Aber wir, das kommt mal wieder zurück. Wir tun es für gewöhnlich oft nicht. Ne? Das ist genau der Punkt. Und da möchte ich einfach dazu sagen, als Animation letzten Endes, man kann mal da wirklich mit anfangen. Also wenn ich zum Beispiel in der Sonne liege oder sowas und ich versuche auch irgendwie, wenn es geht, eine Stunde am Tag irgendwo frei zu machen und zu sagen, diese Stunde nehme ich für mich. Ja, da wird nicht gearbeitet, sondern da bin ich eben halt auch im Sein und genieße das. Ich genieße die Natur. Sei es jetzt mal an einem See zu liegen und so weiter und so fort. Da schöpfst du ja Kraft raus. Aber jeder findet da was anderes. Also einige machen auch Sport. Und dieses und jenes, aber worauf will ich hinaus? Es braucht so ein tägliches Ritual. Also schreib es in deine Zuwuja rein. Wenn du noch keine hast, kauf dir eine. Aktuell ist sie ja günstiger. Und schreib dir diese Momente am Tag auf. Und wo du sagst, hier bin ich für mich. Hier kümmere ich mich nicht um das Außen. Hier kümmere ich mich nicht um meine Familie, sondern hier kümmere ich mich um mich. Es ist eine Belohnung für mich, im Sein, im Jetzt, hier und ne, da zu sein. Im Ich auch zu sein. Weil das wird helfen, letztendlich diese Kräfte zu tanken, zu bündeln und dann eben fürs Außen auch nutzbar zu machen. Ja, das ist ja eigentlich, wie du schon sagtest, nicht wirklich kompliziert. Aber es scheitert immer wieder an der Umsetzung. Und ich frage mich schon oder unterstelle mal, dass das natürlich so gewollt ist. Na klar sind wir dahin programmiert worden, ja, in dieses Nichthandeln hineinerzogen worden und dann Ergebnisse zu immer wieder nur im Wünschen zu sein, in der Hoffnung zu sein, anstatt in der geraden, klaren Vision, das wird einmal sein. Ob nun morgen oder übermorgen, spielt doch erstmal gar keine Rolle. Diese Dinge in die Umsetzung zu bringen, ist es die einzige Möglichkeit, dieses Gefühl zu erzeugen und aus diesem Gefühl heraus mehr davon zu erzeugen, egal was du nun willst. Und diese Tage, die da kommen, es waren ja auch jetzt wieder diese heftige Portaltage in den letzten Monaten, da hatten wir ja 10 Stück an der Reihe. Da hat man das auch deutlich gemerkt, wie diese Intensität, ja, sich jeden Tag hochgeschaukelt hat. Und ich fand, ich habe bei Telegram gibt es ein paar Gruppen, die dann darüber schreiben, ganz ehrlich, 90%, oh, das ist so schwer, so träge, es fällt mir schwer. Die allerwenigsten haben gespürt, wow, hier kommt Rückenwind. Ey, die Energien kann ich nutzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gehen Portale auf. Ja, schreite durch. Ja, sondern wieder viele haben das als Ausrede benutzt. Ach, deswegen geht's heute nicht und deswegen kann ich das nicht und deswegen geht das wieder nicht. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Ja, wir erzählen uns schon wieder eine Geschichte, wieso es nicht geht. Anstatt uns endlich mal tagsüber früh oder abends für den nächsten Tag, spielt doch keine Rolle, mal einen klaren Plan zu machen. Was will ich denn tun? Was steht morgen an? Und das gilt für den Selbstständigen genauso gut wie für den Angestellten. Ja? Und das gilt im Berufsleben genauso wie im Privatleben. Es fehlt die Organisation. Hingucken, welche Energien sind ja wirklich da. Ich mache doch auch die Tagesqualitäten eigentlich nicht aus Spaß oder weil ich denke, das musste man brauchen, sondern damit die Menschen diese Impulse mitnehmen. Was ist heute dran? Welche Qualität herrscht heute vor? Wo darf ich mal den Fokus drauflegen? Das heißt ja nicht, dass ich alle anderen Sachen vergesse, sondern wenn heute das Thema Liebe im Vordergrund steht, dann versuche ich doch zuerst mal, mich selber wieder wahrzunehmen in der Liebe. Und dann meinen Mitmenschen, die Tiere, Mitwelt, ja, die Umwelt und so weiter und so fort. Wenn das Thema Freundschaft dran ist, dann tue ich das. Wenn das Thema Business dran ist, dann tue ich das. Dann lege ich mal den Fokus da drauf. Das ist wie, wenn du auf dem Surfbrett stehst und eine künstliche Maschine von hinten die Wellen macht. Du musst kaum noch was dazu tun. Du schwimmst quasi mit. Ja? Und deswegen mache ich das doch, damit diese Qualitäten genutzt werden können. Es macht den Alltag so viel leichter. Und du gewöhnst dich daran. Ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile und ich merke, dass dieses alleine das Beschäftigen mit den Tagesqualitäten einen enormen Mehrwert mir gibt, weil es mir leicht macht zu gucken, wo lege ich heute den Fokus drauf? Oder wenn ich keinen Plan schmieden möchte, zu sagen, ich bin mal wie ein kleines Kind gespannt, was kommt heute an Energien? Und auch da stellst du dann häufig fest, es sind genau die Themen, die dran sind, genau die Themen, die in der Tsubuya drinstehen. Und das macht es doch so viel leichter, weil es ein Verständnis dafür gibt, dass wir ja durchaus das Potenzial haben und die Unterstützung auch von größeren Kräften haben und die auch mitnutzen dürfen. Ich möchte es hier nur einfach nochmal sagen, ich lehne die allermeisten spirituellen oder esoterischen Konzepte ja nicht ab. Ich versuche nur für mich einen Weg zu finden, wie ich das mit der Realität, die ich erlebe und in meinem Leben und in meiner Wahrnehmung feststelle, wie kann ich die idealerweise synchronisieren.
Also, dass beide Themen bedient werden, ja. Das Stoffliche als auch das Feinstoffliche. Weil ich ein Mensch bin, der für sich gemerkt hat, wenn ich diese beiden Dinge einigermaßen in den Einklang bekomme, ja, dann geht es mit den Projekten oder mit den Themen, die ich mir vornehme, viel, viel leichter von der Hand. Es funktioniert plötzlich alles. Du bist in so einem Fahrwasser, in so einem Momentum drinne, wo du merkst, hey, ich kann überhaupt nichts aufhalten. Und ich habe das Thema Flow. Und ich habe das ja schon mal gesagt. Wer früh sich vornimmt, zum Beispiel sein Bett ordentlich zu machen, gibt ja Menschen, die das machen, ja. Aber das schon sich zwar immer wieder vornimmt, aber nicht schafft. Oder ich hatte das Beispiel schon mal, wer beim Wecker klingeln schon scheitert. Wer das nicht schafft, wie will der denn größere Themen in seinem Leben schaffen? Und das ist genau das, was uns auffällt. Nochmal, die praktischen Dinge. Es sind die kleinen Dinge, die uns oft so schwer kommen. Aber wenn wir die anfangen zu machen, also Organisation und Routine ein Stück weit in den Tag reinzubringen, Zeit für sich auch festzubunkern und Zeit für draußen festzubunkern. Diese Mechanismen einfach zu nutzen, damit es ein Automatismus wird. Damit du eben nicht mehr wie beim Zähneputzen darüber nachdenken musst, muss ich jetzt erst hoch oder kreisen oder die andere Seite, sondern es geht automatisch. Und dieser Automatismus sorgt dann dafür, dass in deinem Unterbewusstsein die alten Programme rausgehen, das Neue reingeschrieben wird und du es buchstäblich automatisch zu dir bringst, anziehst. Das sind genau die Leute, die dann früh aufstehen können oder wann auch immer die aufstehen und sagen, hey, der Tag gehört mir, alles klar. Ja, die Dinge kommen, es passiert. Wo du schon in der Prevision bist, wo du heute sagen kannst, heute macht es auch überhaupt nichts aus, sich mal vielleicht eine Stunde länger in die Sonne zu legen, denn ich habe mein Unterbewusstsein so gut programmiert, das, was ich morgen zum Leben brauche, kommt heute noch. Und das funktioniert auch. Ja, das geht ja auch. Die rote Erde ist halt die Qualität oder diese Welle, die uns wieder ins Natürliche bringt. Mhm. Weil eines der großen Widersacher ist ja das Virtuelle, also die Cybersphäre, die uns ja immer wieder ablenkt. Es bimmelt ständig auf unserem Handy. Ist wieder ein Post, ist wieder eine Nachricht, ist wieder irgendwas, was unsere Aufmerksamkeit eben absorbiert. Jetzt stell dir mal vor, die ganze Lebensenergie, jeden Moment, den wir in der virtuellen Realität verbringen, füttern wir dieses Feld und dieses Wesen, was dahinter steckt oder was da drin steckt. Hingegen würden wir diese Aufmerksamkeit unserem irdischen, natürlichen Leben schenken. Was auch immer, unseren Projekten, wie du das sagst, oder unserem Garten oder unseren Mitwesen, was auch immer, wie wir dieses natürliche Feld füttern, wie wir da unsere Energie reingeben. Das Schöne ist einfach auch, dass in der natürlichen Realität immer ein Austausch da ist. Es ist immer ein Geben und Nehmen. In der virtuellen Realität ist nur ein Saugen. Wir kriegen vielleicht Informationen, die können in uns irgendwelche Emotionen triggern, aber sie geben keine Emotionen. Sie geben rein mentale, kalte Energie, KI halt, rein virtuell, rechnerisch, 0, 1, minus 1. Und es ist eben nicht diese Multidimensionalität, was uns wirklich nährt und diese Natürlichkeit, die uns im Endeffekt wirklich das gibt, was wir brauchen. Und wenn man auch so in die Zukunft blickt und sich vorstellt, die Welt wird wirklich zu einer Dystopie, zu einer virtuellen Metaversum und die natürliche Ebene wird vernachlässigt, so wie zum Beispiel beim Steven Spielberg-Film Ready Player One. Alle sind nur noch verarmt, alle verbringen so viel Zeit wie möglich im Cyberspace. Das ist tragisch, das hungert uns aus. Und der Cyberspace kann uns diese Nahrung nicht geben, was uns eben die natürliche Welt gibt oder das die natürliche Schöpfung gibt, weil wir natürliche Wesen sind. Auch wenn wir gerne im Cyberspace spielen, aber daran zurückzukehren und eben auf den Boden des Natürlichen zu kommen und unsere, weil ich meine, wir können keine Bitcoins fressen. Ist einfach so. Wir können ja nicht, gut, wir können versuchen, Papierschnitzel zu fressen, aber das wird uns auch nicht wirklich ernähren. Aber das Leben ernährt uns. Und da lädt uns einfach die rote Erdwelle dazu ein, 13 Tage lang das zu erleben und sich auch zu befreien von dem Künstlichen oder von den Illusionen oder auch von den Begrenzungen, wo wir immer noch Angst haben vor dem Leben, weil viele Menschen haben Angst vor dem Leben und vor der Intensität des Lebens, weil Leben halt auch Schmerz
beinhaltet. Und nicht nur Freude und nicht nur Liebe, sondern eben auch Herausforderungen. Im virtuellen Raum ist alles Simulation und das weiß unser Bewusstsein. Das heißt, wir können was für Avatare spielen im Virtuellen, wir können was für Herausforderungen im Virtuellen. Es triggert zwar schon unsere Emotionalität und das merkt man vor allem, wenn es dann wirklich allumfassender wird von der sinnlichen Wahrnehmung über VR-Brillen oder jetzt eben über den neuen Gesichtscomputer von Apple, dann zieht es uns schon rein, aber es ist trotzdem eine Illusion. Es triggert uns nur, weil wir eben über unsere Sinne gesteuert werden, ein Stück weit. Aber wenn wir jetzt, sobald wir die Brille runternehmen, merkt man, wieder angekommen, wieder in dieser Schöpfungsvirtualität oder Realität angekommen. Und die rote Erde hilft uns einfach, dass wir da wieder mehr Substanz kriegen, auch wieder mehr Kraft kriegen. Und die Verbindung zur Mutter Erde ist etwas Essentielles. Das heißt, wenn wir diese Wurzeln nicht haben, wenn wir diese innere Verbindung nicht haben, dann werden wir auch nicht diese Versorgung, weil Mutter Erde versorgt uns beständig mit allem, was wir brauchen, im nicht nur physiologischen Sinne, auch im energetischen Sinne. Das heißt, es kommt nicht nur von oben, von der Sonne oder aus dem Weltenraum, was wir eben an Energie und Informationskräften alles brauchen, sondern es kommt eben ganz viel aus Mutter Erde selbst. Und durch das kosmische Feuer, durch die Erhitzung, kommt auch viel mehr bewegende Energie von Mutter Erde. Das heißt, Vulkanausbrüche, tektonische Aktivitäten mit Erdbeben, die Wetteranomalien und das Klima, das ist alles nicht nur künstlich generiert, weil eben der Mensch die Fähigkeit hat, hier die Stellschrauben mit zu manipulieren, sondern es kommt auch sehr viel Bewegung aus Mutter Erde selbst. Das sieht man ja auch bei den ganzen Daten, die jetzt auch in den, ich sage jetzt mal, Aufklärungsbereichen eben veröffentlicht wird, was wirklich auf der Erde alles abgeht. Und dies bewegt uns auch. Das heißt, wenn du von Wellenbewegungen sprichst, es ist halt keine künstliche Maschine, die diese Welle erzeugt, sondern es ist eben die natürliche Schöpfung selber. Und da ist Mutter Erde ganz vorne dabei, die uns jetzt wirklich richtig in die Entwicklung stößt. Und wer halt nicht freiwillig sich dem hingibt und diese terrestrischen Kräfte, die extrem intensiviert werden, durch sich hindurchfließen lässt und sie aufnimmt und sich den Prozessen auch stellt, die diese Kräfte auflösen, weil es sind letztlich schon Sterbeprozesse, aber Sterbeprozesse von dem, was wir einfach nicht mehr brauchen, was das Leben eben vergiftet hat oder begrenzt hat oder sogar eben blockiert hat und ausgelaugt hat oder vergewaltigt hat, dass wir frei werden wieder von dem und wieder ins Natürliche zurückkommen. Das heißt, hier hilft zum Beispiel auch Trommeln, hier hilft Tanzen, hier hilft Barfußgehen, hier hilft wirklich die Elemente wahrnehmen. Wenn es draußen regnet, was ja momentan nicht der Fall ist, aber wenn es draußen regnet oder stürmt, geht raus, erlebt diese Naturkräfte, diese Elemente wieder. Erinnert euch wieder, wie das war als Kinder, wenn ihr dann das Glück hattet, wirklich natürlich aufzuwachsen. Wie viel Freude es uns gemacht hat, im Dreck zu spielen, im Matsch zu spielen, im Regen zu spielen und den Regen zu spüren, den Wind zu spüren, den Schnee zu spüren. All das, und wir sind nach Hause gekommen, vielleicht bibbern vor Kälte, aber voller Lebendigkeit und haben uns gefreut. Und was haben wir jetzt? Wir haben ein steriles Leben. Es wird den Kindern alles weggenommen. Alles, was lebendig ist, wird aberzogen. Wir müssen die Kinder schützen. Wir müssen sie sterilisieren. Die dürfen nicht mehr in den Dreck. Die dürfen sich ja keinen Gefahren aussetzen. Sie dürfen nicht mehr selbstständig sein. Sie müssen behütet sein. Und. Das heißt aber auch bei uns Erwachsenen. Alles wird reglementiert, strukturiert, dass wir wirklich nur noch in diesen künstlichen Räumen sind. Rauszugehen, nackt, sich wirklich auch, oder nackt zu baden. Ich meine, das ist nicht einfach nur eine FKK-Geschichte, sondern einfach diese Sinnlichkeit zu erleben oder die Erde wirklich zu spüren. Da ist so viel Lebendigkeit, die wir uns eben zurückholen können. Genau. Und das sind ganz einfache Dinge. Mhm. Aber wenn ich vor dem ständig am Wischen bin, wenn ich ständig im virtuellen Raum bin, wenn ich ständig in dieser künstlichen Realität bin, muss ich mich nicht wundern, wenn ich einfach jeden Moment ein bisschen mehr sterbe, weil meine Lebenskraft weggeht in einem künstlichen Raum von Kräften gesteuert, die dann diese Lebensenergie für ihre eigenen Dinge verwenden. Das ist auch mit der Grund, warum das die Welt synthetisiert werden soll. Es geht um das große Abgreifen der Lebendigkeiten der Lebenskraft. Und da möchte ich euch einfach empfehlen, die 13 Tage der Erdwelle bewusst zu erleben und euch wieder als natürliche Kinder von Mutter Erde zu erleben und euch da rein zu begeben in dieses Abenteuerland,
und eure Überraschungen zu erleben und zu bemerken, wow, genau, das nährt mich, das stärkt mich, da fühle ich mich lebendig. Du hast mich auf eine super, super Idee da gebracht gerade. Wir haben das schon mal gehabt, das Thema, ne? Das Leben nährt das Leben und das ist auch so, das stimmt auch. Und da darf man auch dem Leben vertrauen. Aber wir zahlen einen Preis dafür. Und der Preis ist genau der, dass du es lebst, dass du es auch wirklich tust. Ich habe dazu, Verzeihung, ein Beispiel. Jeder kennt das und also wer eigene Kinder hat, sicherlich noch mehr und noch besser oder sowas, aber jeder kann sich das Beispiel, was ich jetzt gleich nenne, gut reinempfinden. Wir wissen genau, schnappt euch oder fühlt mal rein in so ein Baby, was wir hochwerfen. Ja, natürlich fangen wir es wieder auf. Aber was passiert mit dem Kind? Das ist erstmal dieser Schockmoment und dann wirst du aufgefangen, bam, strahlende Freude. Ja, das Lachen, das herzhafte Lachen. Das ist genau dieser feine Moment, wie das Leben funktioniert. Diese Balance zwischen oh je und himmelhochjauchzend. Das ist genau da findet Leben statt. Und wenn wir in der Lage sind, dieses zu erzeugen, dieses Gefühl wieder zu erzeugen, auch in unserem inneren Kind, ja, dieses mal hochwerfen, oh, da ist ein bisschen Gefahr, ich weiß nicht, was passiert, aber die Sicherheit wieder, ich werde wieder aufgefangen und kann wieder freudestrahlend lachen. Ja, das ist genau die Emotion und das Gefühl, die das Leben liebt. Und wer in der Lage ist, dieses Gefühl mehr oder weniger gut zu erzeugen in sich, eben durch die Natur wirklich wieder wahrnehmen und so weiter, der wird merken, natürlich, wie viel Energie da kommt und wie das Leben dich wirklich reichlich beschenken wird. Weil das ist genau das, was das Leben ja möchte. Ja, diese Balance, ja, dieser Ausgleich zwischen einer wirklich großen Freude, aber auch diesem Moment, wo du eben nicht weißt, was gerade jetzt passiert, wo vielleicht ein bisschen Gefahr drin ist, wo ein bisschen Nervenkitzel, ein bisschen Thrill drin ist. Genau das braucht es. Und das passiert eben nicht auf der Couch beim Netflix-Glotzen oder sonst irgendwas, ja. Das passiert eben, wenn du das Leben hingehst. Na klar kann das auch mal bei einem guten Film passieren, ja. Also ich gucke auch gerne mal einen Film, so ist es nicht. Und die ein oder andere Netflix-Serie ist mir auch durchaus bekannt, so ist es nicht. Es schadet ja auch nichts, ich lehne das ja auch nicht ab. Aber dieses Gefühl, wie gesagt, wieder zu erzeugen in seinem Leben, diese... Und das, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist eine sehr fein wahrnehmbare Energie. Wir wissen das alle, was ich meine. Aber es ist schwer, es irgendwie zu erzeugen und zu beschreiben, noch viel schwieriger. Deswegen ist dieses Bild, glaube ich, mit diesem Kind, was du hochwirfst, da kann jeder ein bisschen reinspüren. Das ist genau der Moment, wo Leben stattfindet im Hier und Jetzt. Ja, genau das. Da hast du mich gerade wunderbar dran erinnert, also wunderbar. Warum haben wir so viel Unterhaltung? Warum haben wir so viel Ablenkung? Warum brauchen wir diese ganzen Medien, Spiele, Fernseh und so weiter? Weil uns genau, was du sagst, dieser Thrill der Lebendigkeit im Alltag einfach fehlt. Weil unser Alltag so stumpfsinnig ist, weil er so strukturiert ist, ein Hamsterrad, reine Routine. Ich gehe in der Früh in eine Arbeit, die mir nicht gefällt. Ich komme am Abend nach Hause, merke einfach, dass ich 8 Stunden meine Lebensenergie verschenkt habe, aber nichts dafür zurückbekommen habe. Nur damit ihr ein paar Zahlen auf dem Computer habt, damit ihr im Supermarkt einkaufen kann, damit die überhaupt mal Existenz befristen kann. Und ich meine, das ist nichts anderes wie Sklaventum. Ja. Pur. Und Lebendigkeit heißt halt wirklich was anderes. Das heißt natürlich Risiko. Das heißt natürlich eben da in die Räume oder in Situationen reinzugehen, wo, wie du sagst, wo ich nicht weiß, was rauskommt, wo ich nicht weiß, kann ich das handeln? Aber ich spüre das Lampenfieber, ich spüre den Nervenkitzel, ich spüre, wie meine Kundalini-Energie ansteigt, wie in mir ganz viel Lebendigkeit freigesetzt wird. Und das berichten ja auch diese Menschen, die sich immer wieder zum Teil an den Rand des Todes begeben oder zumindest eben so in so extreme Situationen begeben, wo sie sagen, da bin ich zu 100% lebendig. Genau an diesem Punkt, weil ich einfach lebendig sein muss, weil sonst bin ich entkörpert oder passiert mir was Schlimmes. Und das braucht es ja aber auch nicht. Diese Extremsportler oder diese Extremkicks, die wir uns dann auch wieder geben, um wieder für ein paar Minuten uns lebendig zu fühlen beim Bungee-Jump, beim Fallschirmspringen, beim Extremsport machen und so weiter. Das sind ja alles Auswüchse, weil unser Alltag nicht mehr lebendig ist. Wir gehen in den Supermarkt und kaufen einfach ein. Es ist alles so bequem. Und da gibt's ja auch ganz klar diese Aussage, dass bequeme oder reiche Zeiten schwache Menschen hervorbringt. Ganz genau. Nee, und da sind wir jetzt auch in diesem Punkt. Wir haben so viel Reichtum erlebt die letzten Jahrzehnte, dass eben so viel schwache Menschen sind. Und natürlich auch die Männer
durch vielschichtige Beeinflussungen, nicht nur psychologisch, sondern natürlich auch hormonell, ne? Also wenn wir werden ständig mit Östrogenen gefüttert und so weiter, und Soja ist auch so ein Östrogen-Ding, dass natürlich das Testosteron gar nicht mehr so fließen kann. Und wenn wir uns die heutigen Mannsbilder so anschauen, die uns medial präsentiert werden, naja, okay, kann man eigentlich nur drüber lachen und das als Komödie sehen, weil das hat ja nichts Männliches mehr. Wenn man aber dann auch wieder auf der anderen Seite so Typen wie der Till Lindemann von Rammstein als männlich uns vorzeigt, dann muss ich ja sagen, okay, ist jetzt auch nicht unbedingt mein Vorbild des Männlichen. Also wir haben nur noch verzerrte männliche Bilder, genauso wie wir nur noch verzerrte weibliche Bilder haben. Und im Endeffekt geht es nicht darum, dass wir Männer so und so ticken und wir und die Frauen so und so, weil das stimmt doch nicht, weil wir beide sind. Jeder ist so. Es ist dann einfach nur einen gewissen Schwerpunkt gelegt aufgrund unseres physischen Geschlechts, wobei auch das sich ja gerade auflöst. Auch das hat nichts mehr zu sagen, welches Geschlecht ich von Geburt her trage und mich damit eben nicht mehr identifizieren muss in der gesellschaftlichen Rolle. Aber es werden auch natürlich die Mannbilder aus der Vergangenheit, die lösen sich jetzt auch alles auf. Das heißt, dieses ganze Transgender und all diese Veränderungen und was damit einhergeht, führt letztlich aber zu dem Ziel, so nehme ich es wahr, um wieder die natürlichen, echten, männlich-weiblichen Attribute in uns zu entdecken. Das heißt, weil wir alle männlich-weiblich sind, als Seelen sind wir androgyn, wir haben genauso beide Formierungen in uns tragend und wir können beides in uns leben. Und das Männliche ist nicht nur mental und das Weibliche nur emotional. Das sind schon Attribute, die man so zuordnen kann, aber letztlich eben weißt du selber, Patrick, wie viel Gefühle du in dir trägst, obwohl du eben ein Mann-Mann bist jetzt und das auch dir wichtig ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, aus meiner Erfahrung, ich war als Junge schon viel weiblicher als männlich. Ich habe dann meine Männlichkeit in der Pubertät erst entdeckt, auch durch den Sport und durch solche Aktivitäten. Ich auch. Was aber letztlich dazu geführt hat, dass ich dann diese zwei Welten miteinander verschmelzen lassen kann, diese Einheit, dass ich aus dem Moment heraus entscheiden kann, gehe ich jetzt mehr über die männliche Qualität, wie auch immer sich das in diesem Moment ausdrückt, oder über die weibliche Qualität. Das ist einfach das Wunderbare, weil das gibt uns Freiheit, so das zu leben, was wirklich in uns steckt und nicht diese ganzen Dinge, die wir weggeschnitten bekommen haben, auch in der Kindheit. Wir holen uns jetzt unsere Macht zurück, indem wir unsere Aspekte zurückholen. Und Mutter Erde lädt uns einfach ein, hey, Kinder, ihr seid viel mehr als das, was die Gesellschaft, was die Menschheiten, was die künstlichen Ideologien aus euch gemacht haben. Und das ist natürlich etwas ganz Wunderbares, weil es gibt uns auch das Gefühl der Freiheit zurück. Deshalb suchen ja die Menschen immer wieder die Natur, weil sie sich da frei fühlen. Warum? Mutter Erde umarmt uns so, wie wir sind. Sie heißt uns so willkommen, wie wir sind. Sie sieht uns als vollkommen so, wie wir sind. Und das ist eine wunderbare Zeit, diese 13 Tage natürlich, da wieder in diese Welt einzutauchen. Und ich lade euch jetzt ein für eine kurze Pause, Patrick, wenn es dir recht ist. Einen Satz sage ich noch dazu und dann können wir eine kurze Pause machen, denn du hast vollkommen recht. Natürlich haben wir männliche und weibliche Attribute in unserem Körper, in unserem Geist, Seele und so weiter und so fort. Aber es macht einen Unterschied. Mann sein bedeutet nicht maskulin zu sein. Frau sein bedeutet nicht feminin zu sein. Und genau da ist man ran. Also zuerst, jetzt hat man natürlich noch die Geschlechter mit reingenommen. Das Thema lassen wir jetzt mal außen vor, weil es totaler Blödsinn ist. Aber es geht genau darum, als Kerl wieder die maskulinen Eigenschaften zu leben, weniger die femininen, und als Frau eben die femininen Eigenschaften zu leben, weniger die maskulinen Eigenschaften. Und dann habe ich trotzdem beides drin. Ja, ich kann also durchaus auch weibliche Attribute oder weibliche Qualitäten sehr wohl auch nutzen. Das ist auch völlig in Ordnung. Genauso wie eine Frau auch männliche Attribute nutzen kann. Das ist völlig im Reinen. Aber eben die Rollenvertauschung nicht machen im Sinne der maskulinen und femininen Eigenschaften. Und genau das ist das, was die meisten nicht verstehen. Und deswegen sind sie so leicht beeinflussbar durch diese enorme Propaganda, nicht nur zum Thema Transhumanismus und so weiter, sondern auch falsch verstandener Feminismus und so weiter und so fort. Oder toxische Männlichkeit oder Maskulinität und so weiter. Also man versucht uns genau von diesen wahren Qualitäten wieder abzubringen. Dabei ist das die Essenz. Damit eine Beziehung funktioniert, damit das Universum funktioniert, brauche Spannung.
Ja, Pole. Genau, diese, Pole. Genau dieses Künstliche braucht es, damit das Natürliche wieder bewusst gemacht wird. Ja, auch, natürlich. Schau dir das C-Theater an. Mhm. Das C-Theater, was mit all seinen Implikationen, hat uns wieder auf die wahren Werte zurückgeführt. Und so spielt das Leben. Wenn wir vergessen haben, weil das ist ja auch unsere Neigung, wir vergessen, was wir haben oder ne, was uns zur Verfügung steht, dies wertzuschätzen jeden Tag und blicken immer nur nach dem, was fehlt. Und dann kommt eine Zeit, wo uns eben diese Dinge dann genommen werden. Und es gibt ja diesen Spruch, wir werden uns erst bewusst, wie wichtig oder wie wertvoll uns die Dinge sind, wenn wir sie verloren haben. Mhm. Genauso, da ist auch der Transgender-Bereich ein Mittel und Zweck, weil die Menschen einfach vergessen haben, was die wahren Werte sind. Ja, du koppelst sie letzten Endes von der Natürlichkeit ab, ja, bis sind sie genau. Am besten, sind sie am einfachsten zu kontrollieren. Genau, und mit diesem Satz machen wir eine kurze Pause, liebe Zuschauer. Für euch geht es ja sowieso in wenigen Sekunden gleich weiter. Also, bis dann, bis gleich. So, liebe Zuschauer, da sind wir wieder zurück. Für uns eine kurze Pause, für euch nur wenige Sekunden. Martin, uns liegt noch ein wichtiger Zyklus, liegt uns noch bevor. Genau. Ja, hello uns. Die Welle des weißen Hundes. Die folgt dann der Erdwelle. Das heißt, nachdem wir wieder so richtig eben halt eingebunden werden in das Lebewesen, von dem wir ein Teil sind, so, zumindest solange wir hier inkarniert sind, kommt halt die Kraft des weißen Hundes. Und der weiße Hund fordert uns jetzt auf, lebt das, was ihr als Seele seid, in eurer menschlichen Gemeinschaft oder in eurem menschlichen Alltag. Da geht es also um den Ausdruck der Seelenbewusstheit, der Liebe, der Wahrhaftigkeit, des Mitgefühls, des Nährens. Der weiße Hund ist auch die Evolutionsstufe, die nach dem Reptil kommt. Die Schlange halt ist auch die Entstehung des reptilischen Bewusstseins, aber Reptilien säugen ihre Kinder nicht, die legen Eier und tschüss und die Kinder können schauen, wie sie selber dann durchs Leben kommen oder sich zurechtfinden in der Wildnis. Und da geht's nicht vordergründig um die Emotionalität. Beim weißen Hund geht es jetzt um das Nährende. Die Säugetiere sind ja die, die ihre Kinder dann in einem Nest aufziehen, sie versorgen bis zu einem bestimmten Alter, sie hegen und pflegen, die Wärme geben, die Nahrung geben und so weiter, die Liebe geben. Und der weiße Hund, symbolisch gesehen, ist jetzt also das Bewusstsein und die Fähigkeit, dass wir emotional uns verbinden und ausdrücken auf die Art und Weise, auch als Spiegelung des Göttlichen, was wir sind, in unserer menschlichen Form, in diesem 3D-Theater. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil das Gegenteil ist auch ein Inhalt davon. Eben sich verloren zu fühlen, das Gefühl zu haben, hey, alle Menschen, die mich umgeben, mit denen kann ich nichts anfangen, ich bin Außenseiter, ich bin sozial geächtet, ich kann mit meiner Geburtsfamilie nichts anfangen. Wo sind denn meine Seelenfamilienmitglieder? Wo sind denn die, die so ticken, wie ich bin, die mich in Liebe empfangen, einfach weil ich bin, wie ich bin und nicht, weil ich irgendwas tue oder weil sie etwas von mir wollen, die ehrlich zu mir sind, die mitfühlend sind, die wirklich tatsächlich eine Seelenverbindung mit mir eingehen. Und das ist auch das Thema, inwieweit wir jetzt gestärkt aus der Erdwelle herauskommend jetzt dieses Miteinander leben können als einheitsbewusstes Spezies. Das heißt, wie können wir jetzt miteinander umgehen, dass wir jedem Menschen mehr oder weniger oder jedem Wesen wirklich aus dieser herzlichen Liebeshaltung begegnen, mit dieser Ehrlichkeit, mit diesem, hey, ich habe echtes Mitgefühl für dich und nicht einfach nur durch den Alltag hetzen und unsere Ego-Wünsche leben oder auch erleben im Außen, dass wir uns eben nicht verbunden fühlen mit diesem Menschen. Das heißt, der weiße Hund lädt uns ein. Okay, wenn du noch nicht deine Community gefunden hast, dann finde sie jetzt. Rufe sie. Richte dein Bewusstsein aus, indem du das aber auch ausstrahlst, was du gerne von außen empfangen möchtest. Das heißt, dass du schon mal beginnst, selber ehrlich zu sein, selber wahrhaftig zu sein, liebevoll zu sein, den Gegenüber als ein anderes Ich zu erleben. Weil das sind wir ja letztlich. Wenn man es betrachtet, wir sind alle manifestierte Ich-Bins. Egal ob Mensch, Tier, Pflanze, Stein oder Planet oder Atom oder sonst was. Wir sind alle beseelt von dem gleichen universellen Bewusstsein, was wir mit den Worten Ich bin ausdrücken. Und der weiße Hund lädt uns halt ein, okay, jetzt machen wir die praktische Erfahrung.
Leb dieses Ich Bin oder von Ich Bin zu Ich Bin gegenüber allen Lebewesen, denen du begegnest. Und das ist ja auch das wiederum, was ja Kinder ausmacht. Kinder, die, ich sage jetzt einmal, Mitgefühl haben mit den Insekten, mit den Kleintieren, mit jedem Lebewesen, auch mit den anderen Kindern und so weiter. Wenn es noch nicht eben leistungserzogen werden oder programmiert werden, auf das Ego hingeführt werden, das ist viel wichtiger. Oder umgekehrt, du darfst gar kein Ego haben und du musst dich nur um die anderen kümmern. Sondern das Natürliche in uns ist dieses Verständnis, wir wollen uns immer vernetzen, wir wollen uns immer zugehörig fühlen, wir wollen immer nährend sein, aber auch nährendes Erfahren. Das ist einfach unser Wesen und das symbolisiert der weiße Hund als Manifestation unserer göttlichen Seele. Und das irdische Ziel ist halt die Transformation, weil diese Community oder diese Haltung, diese innere Haltung, wenn wir mit dem ins Leben rausgehen, dann sind wir alle nur wohlwollend gegenüber allem. Und ihr könnt euch vorstellen, würde das jeder Mensch oder ein Großteil der Menschheit wirklich leben, gäbe es keinen Streit zwischen in den Familien, keine Nachbarschaftsstreitigkeiten oder sonst etwas und schon gar keine Kriege oder Kämpfe oder Betrügereien oder Verbrechen. Sondern das Wohlwollen wäre sozusagen einfach die Grundlage unseres Alltages. Und jedem, dem wir begegnen, auch wenn wir nicht einverstanden sind mit dem seiner Ideologie oder sagen, ja, okay, das, was du lebst, das will ich nicht leben, das finde ich, das ist nicht meins oder so weiter. Und trotzdem ist der Urgrund von jeder Beziehung dieses weiße Hund. Gefühl, dieses Seelenfamilie-Gefühl, dieses innere Wissen, wir gehören zueinander. Und dann kann letztlich auch wirklich diese Geisteskraft im Sinne des positiven Schöpfens und Erschaffens durch uns hindurch ganz selbstverständlich gelebt werden. Dann müssen wir uns nicht anstrengen, dann müssen wir uns nicht verbiegen, dann müssen wir keine Übungen machen oder Meditationen oder Transformation oder Heilung oder sonst was, sondern es würde einfach ganz natürlich durch uns hindurch fließen und wir würden überall da, wo wir sind, das Höchste oder das, wie soll ich sagen, unsere Seele leben, unser Seelenbewusstsein leben, unser göttliches Bewusstsein, soweit wir es können, eben zum Ausdruck bringen, bedingungslos den anderen gegenüber, ob Mensch, Tier, Pflanze, Stein, völlig wurscht, weil es einfach unserem Wesen entspricht. Und das ist eigentlich das ist auch eine, wie soll ich sagen, eine Lebenskunst. Gerade für uns, wenn wir in unser Ego reinfallen und wir wieder kämpfen gegen die Bösen, gegen Ungerechtigkeit, gegen den Krieg, gegen die Machenschaften, gegen den Transhumanismus und so weiter, da sind wir ja immer in dieser Haltung, wir müssen kämpfen gegen. Das ist aber nicht die Art des weißen Hundes, sondern der weiße Hund verströmt sozusagen seine Energie im Wohlwollen, im positiven Sinne, mit dem, wo er nicht einverstanden ist, das verurteilt er nicht, er nimmt einfach wahr und sagt, okay, da gebe ich meine Energie nicht rein, aber ich gehe nicht drauf los. Wenn aber allerdings natürlich das Leben geschändet wird, angegriffen wird, missbraucht wird, dann ist der weiße Hund natürlich auch so wie die Löwenmutter symbolisch und verteidigt das Leben. Das ist ja auch die Seite von uns, wo auch der Drache im heiligen Zorn erwacht. Wenn wir immer wieder verletzt werden, wenn wir immer wieder gequält werden oder die Menschen, die wir eben lieben, die wir zu unserer Seelenfamilie zugehörig empfinden und denen passiert das, dann werden wir immer mehr rasend in uns, der heilige Zorn steigt an, der jetzt aber nicht darum geht, jetzt irgendjemand zu retten oder den bösen Täter zu killen, sondern das Leben einfach zu schützen. Und das ist unser Recht und auch unsere Pflicht, den heiligen Raum unseres Herzens oder unserer Liebe und unserer Liebesbeziehungen schützen zu dürfen. Das drückt sich natürlich auch darin aus, dass wir für den Erhalt der Qualität, der Lebensqualität sorgen, dass wir dafür sorgen, dass die Nahrung da ist, dass das Zuhause da ist, Dach über dem Kopf, also dass unsere Grundbedürfnisse befriedigt werden und dass auch unsere höheren sozialen Bedürfnisse befriedigt werden. Das war ja auch ein Angriff im C-Theater auf unsere Sozialität. Unser sozialen Austausch wurde ja extrem mit Gewalt verhindert oder eingeschränkt, dass wir eben dieses Miteinander nicht leben können. Weil bevor das angefangen hat, gab es so eine Welle, die um die Welt ging und auch durch die Menschen ging, so eines Miteinanders, Communities,
Gemeinschaften eben aus dieser Seelenfamilienbewusstheit heraus, von ich bin zu ich bin, mehr aufzubauen. Und dann kam Corona. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet in dieser Zeit auch dann diese Agenda umgesetzt wurde, um das sofort zu kappen. Wir haben aber trotzdem festgestellt, dass das C-Theater letztlich nicht verhindern konnte, mit welchen Menschen, die uns wirklich, wirklich, wirklich essentiell am Herzen liegen, dass wir uns mit denen treffen. Wir haben Wege gefunden, wie wir sozusagen die Matrix durchtunneln, wie wir die Fehler, die Löcher in der Matrix finden konnten. Natürlich hat es uns auch sehr bewegt, wenn wir gesehen haben, wie Menschen ihre liebenden Menschen, die vielleicht am Sterben waren, nicht mal physisch begegnen durften, sondern sich durch eine Glasscheibe hindurch verabschieden mussten, wo aber innerlich ihnen drin, wenn sie wirklich ihren Drachen gelebt hatten, keine Macht dieser Welt hätte verhindern können, dass sie zu diesen Menschen vorgedrungen wären. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin zutiefst betroffen gewesen, zum Teil von den Situationen, die hier abgelaufen sind, wo sich die Menschen nicht getraut hatten, ihre Wahrheit radikal umzusetzen. Weil das Stärkste, was da ist, ist wirklich diese Kombination, diese Führung der Liebe, das Seelenbewusstsein, verkörperte Menschen und die Unterstützung des Archaischen, was wir Drache nennen können, oder eben die Schlange, das Kundalini. Wenn diese zwei sich verbinden, dann kriegt unser Herz eine Unterstützung, eine Machtunterstützung, wo es nichts gibt, was es verhindern könnte, dass wirklich die Liebe sich durchsetzt. Und das ist auch eine Zeit, wo wir jetzt natürlich auch erfahren müssen, durch den Druck der Gesellschaften, durch den Umbau, was eben diese bestimmten Kräfte hier durchsetzen wollen und zum irdischen Alltag machen wollen. Wir müssen uns erlauben, wieder wütend zu sein. Nicht destruktiv aggressiv, sondern wütend, weil diese Wut, sprich dieser Ausdruck des heiligen Zorns des Lebens in uns, uns einfach die Kraft gibt und den Mut bringt, zur Liebe zu stehen, zu unserer Wahrheit zu stehen und zum Wohlwollen und das zu schützen, was uns wertvoll ist. Ja, gibt es nichts hinzuzufügen, genau das ist es, ja. Wenn wir es verpennen, dann werden wir natürlich auch die Folgen tragen müssen. Und darum sagen ja auch viele gescheite Köpfe, es sind nicht nur die verantwortlich, die diese Bösen oder diese Dinge tun, sondern auch die, die einfach zuschauen. Die es nicht verhindern. Ja, genau so ist es. Ja. Genau. Ja. Und es geht nochmal, wie gesagt, es geht nicht darum, dagegen anzukämpfen, weil wir dann in denen ihrem Agendaspiel sind und denen ihrem Schlachtfeld Energie verleihen. Und die sind die Profis im Kampf, weil das ist ja das, was sie ständig erzeugen. Kampf, Trennung, Schmerz. Raub, Parasitäres, bis zu Blutraub und Menschenopfer und so weiter. Das ist denen ihr Gebiet, nämlich das Anti-Leben und die Anti-Liebe und das Anti-Licht in diese Welt zu bringen. Aber ihr merkt ja selber, wie das Leben aufbegehrt, gerade jetzt eben durch den Fahrplan der Zeit. Und dadurch natürlich auch der Crash oder die Reibung zwischen diesen zwei Lagern, dem Anti und dem Pro, extrem ansteigt. Und da der Aufruf an alle natürlich, und da hast du auch super natürlich, Patrick, hier nochmal Energie und Bewusstheit reingebracht, lebt es einfach. Kein Wenn und Aber mehr, keine Ausreden mehr, keine Bequemlichkeit mehr. Wir sind jetzt wirklich in einer Zeit, wo es sein muss, weil ab Ende Juli beginnt dann die konkrete Umsetzung. Wir haben dann am 25.07. haben wir den grünen Tag. Das ist ein Tag zu feiern. Das ist immer ein Tag außerhalb der Zeit, wird er auch genannt, wo wir wirklich eben auch zusammenkommen können und sagen können, okay, was auch immer in diesem Jahr war, wir feiern das Leben, wir feiern es hier zu sein, wir feiern die Multidimensionalität, um dann am 26.07. das fünfte Jahr in diesem 13-jährigen Zyklus zu beginnen, in diesem Weltkrieg des Magiers mit dem weißen Obertonmagier, der dann eben auch in der Hundewelle nochmal ist. Das heißt, das Thema des weißen Hundes wird sogar jetzt für ein ganzes Jahr nochmal aufbereitet. Können wir wirklich als Menschheitsfamilie, als Gemeinschaft, als Seelengemeinschaft jetzt hier diese Welt oder unsere irdische Kultur entsprechend verändern und eben die Dinge verhindern, die eben von dem Anti-Sein hier umgesetzt werden möchte. Aber dazu sprechen wir dann mehr in der nächsten Zeitqualität.
was er super spannend ist. Ich habe mir den gleich mal wieder notiert. Ich vergesse den. Danke deiner Hinweise, kriege ich ja das dann auch immer mal mit. Manchmal verpeile ich genau solche Termine. Aber es ist auch wichtig, genau solche Zwischentage eben halt dann auch wirklich dafür zu nutzen. Wir haben ja oft die Erfahrung gemacht, eben genau, wenn man diese Qualitäten wirklich nutzt, dass es dann viel leichter dann im Nachgang wird. Also insofern, 25. Juli, auf jeden Fall mal aufschreiben. Macht sicherlich Sinn, da mal mit seinen Liebsten etwas zu tun. Eine schöne Reise unternehmen, Ausflug, gutes Essen, ja, all diese Dinge auch wirklich mal wieder in sein Leben zu holen, ja. Wie gesagt, ich bin auch ein großer Freund, das weiß man ja, ne, vom Machen und vom Tun. Aber man darf eben halt auch, und da hast du vollkommen recht, das Sein nicht vergessen. Ja, es sollte ein guter Balance sein. Ja, auch die Welt sein lassen. Weißt ja, auch die, beim 13-Monde-Zyklus geht es ja auch um unsere Verantwortlichkeit oder unsere Stellung in der Gesellschaft, im Außen, also in der Struktur, die wir dann automatisch manifestieren im Außen als Zivilisation. Und da ist der grüne Tag halt genauso wie der Tag vor unserem Geburtstag auch so ein Tag ist, wo wir sagen können, okay, Blasius, was immer war in diesem Jahr, ich gebe mir einfach jetzt einen leeren Raum der Freude, wo einfach Liebe sein darf, wo Feiern sein darf, ganz zwecklos und grundlos, einfach um mir diese Auszeit aus der Schöpfung, diese Auszeit aus dieser intensiven Wandlungsphase zu gönnen. Und da ist eben der 25.07. für uns alle. Also können wir sagen, an diesem Tag könnten wir alle die Arbeit ablegen, alle Alltagsaufgaben, soweit es möglich ist, sie zu lassen, nichts zu tun und einfach wirklich so im Sein zu sein, im Moment, in einem Raum, der uns einlädt, ganz spontan uns auszudrücken, aus dem Herzen, aus der Liebe heraus. Ja, das macht ja Sinn. Bleiben wir ja wieder bei gewissen Ritualen, ja, gewisse Themen in sein Leben einfach wieder zu integrieren. Und wie gesagt, klar, auch wenn wir oft über andere Sachen hier sprechen, das ist das im reinen Sein wirklich wieder anzukommen und auch mal fünfe gerade sein lassen, wie man so schön sagt. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn der holt ja wieder die Urkräfte wieder hoch. Der lädt die Akkus wirklich wieder auf. Vor allen Dingen, wenn du so einen Tag eben wirklich bewusst machst, also bewusst dann frei machst oder wenig tust, Müßiggang machst. Das hat eine besondere Qualität. Schön, dass du uns da nochmal dran erinnerst. Ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das Schöne dabei ist ja auch beim Zolk'in. Alles baut aufeinander auf. Das heißt, auch die Abfolge, nicht nur die Abfolge der einzelnen Tage und der solaren Glyphen haben ihre Evolutionsdynamik, die daraus entsteht, sondern auch die Wellen, auch wenn die Wellen in einer ganz anderen Abfolge ist. Warum haben wir Training da, dann folgt das nächste Thema Training und so weiter, weil es sind wirklich Trainingseinheiten, diese 13 Tage der Zeitwellen, wo wir durchflutet werden mit diesen Qualitäten und natürlich, je bewusster wir uns dem sind und dem auch hingeben können und folgen können, umso mehr verinnerlichen wir das, weil wir sind ja hier auch auf einem Planeten der Fülle, wo wir diese 20 Archetypen in uns letztlich verintegrieren möchten. Das ist ja auch das Angebot von Mutter Erde, diese 20 Bewusstseinsstufen, diese Abfolge. Diese Abfolge gilt nicht für Planeten in anderen Sonnensystemen oder gilt auch nicht für die Venus oder Mars oder wie auch immer. Die haben ihre eigene Zeitmatrix, auch wenn es innerhalb der Gesetzmäßigkeiten des gleichen Sonnensystems ist. Ist es trotzdem noch anders natürlich dann, wie es sich entfaltet. Und wir hier auf der Erde, und wir haben ja das Vergnügen, und das ist auch der Grund, warum wir immer wieder auf der Erde inkarnieren. Ich bin nicht so der Anhänger von denen, die sagen, ja, das ist eine Falle, die Erde, und wir werden einfach hier auf unerfüllte Bedürfnisse getrimmt, die uns dann immer wieder zum Herkommen zwingen, sondern ich sehe das alles viel mehr aus der Seelenperspektive. Wir wollen einfach diese wunderbare Vielfalt hier auf der Erde auskosten. Das ist wirklich wie wenn man jetzt, es hinkt ein bisschen, aber Europa-Park, ne? Oder irgendein Vergnügungspark. Wir gehen in diesen Vergnügungspark und wir haben gar nicht die Möglichkeit, alles an einem Tag, sprich in einer Inkarnation zu erleben, weil es so reichhaltig ist. Und wenn wir dann inkarniert haben und merken, ja, okay, aber das, was ich jetzt da erlebt habe, das habe ich noch nicht wirklich durchlebt oder gemeistert, beispielsweise das und das und das habe ich noch gar nicht erlebt. Ich möchte wieder herkommen, weil es so faszinierend ist, hier in dieser Simulation, dieser natürlichen Simulation, unsere Experimente zu machen,
ohne dass uns wirklich was im Endeffekt passieren kann. Weil es ist ja nur unser Glaube oder unser irdisches, menschliches Erleben von Schmerz, von Leid, von Drama und so weiter, was ja keinen Ewigkeitswert besitzt, sondern vergänglich ist. Darum sagen ja die ganzen alten Philosophien und Mysterien, es ist Maya, es ist nur Illusion, es ist oder Lila, es ist in stetiger Veränderung, oder Samsara, es ist der Tanz der Schöpfung, der halt immer wieder Neues erschafft. Und über diese Qualitäten des Tolkiens können wir halt trotzdem auch ein Raster, einem Muster folgen, einer Struktur, die eben übergeordnet ist, die jetzt nicht vom Mensch erfunden ist. Es sind nicht die Maya, die diesen Kalender erfunden haben, sondern es sind einfach die Maya, die die Gesetzmäßigkeiten der vertikalen und multidimensionalen Zeit, wie es sich eben astrophysikalisch und irdisch entfaltet, erforscht haben. Und diese Kodierung, diese doch recht simple Matrix von 13 mal 20 uns hinterlassen haben. Und diese Matrix, die sich eben in einer zweidimensionalen Tabelle relativ bunt ausschaut, mit 260 Feldern, ist sechsdimensional. Also betrifft sechs Lebensebenen, das physische, das emotionale, das mentale, das spirituelle. Und hat in sich auch solche Verbindungen. Es ist ein gigantische Lebensmatrix, die hier sich durch diese Einfachheit ausdrückt. Und das ist hypergenial. Das hätten sich die Maya, so interessant sie als Kultur waren und von ihren kulturellen Schätzen auch entwickelt hatten, konnten das gar nicht sich selber ausdenken, sondern das ist eben die natürliche Schöpfung, die einfach hypergenial ist. Und da kommt letztlich auch keine KI ran, weil so etwas Phänomenales wie die Erde kann auch keine KI letztlich kopieren, weil das ist ja das, was die KI macht. Sie kopiert ja nur. Und jetzt wird halt eingeführt, sehr stark in den letzten Jahren, dieses ganze Synthetische, das ist dieses Unnatürliche mit eben dem Bioengineering und Social Engineering und Geoengineering. Das heißt, alles wird jetzt vom Mensch und mit Hilfe der KI natürlich und letztlich dann irgendwann, wenn nicht schon bereits jetzt, in der Führung des KI-Gottes gesteuert, dass alles kopiert wird und eben synthetisiert und künstlich gemacht wird. Das heißt, wir können sagen, das Ziel ist es, aus der ganzen Welt ein Apparat, eine Maschine zu machen. Und natürlich kann man sagen, okay, die Erde ist ein Stück weit eine biologische Maschine oder der Mensch ist eine biologische Maschine, aber da ist eben Bewusstsein drin. Da ist eben viel mehr drin als das, was die KI kopieren kann. Organismus. Ja? Es ist halt ein multidimensionaler Organismus. Und das kann die KI nicht kopieren und es können auch die ganzen Vordenker nicht. Und auch wenn da die Entwicklung ja schon sehr weit ist, ich meine, das, was wir ja abbekommen und das, was offiziell von den Vertretern erklärt wird, das existiert ja alles schon bereits. Das heißt, sie präsentieren uns die Vergangenheit als die Zukunft. Dabei geht es nur um die Installation von all dem, dass es eben Anerkennung und Akzeptanz findet im kollektiven Bewusstsein. Ah, das gehört halt dazu. Ah, das müssen wir machen. Ah, das ist jetzt der Trend. Stimmt aber nicht. Wir haben ja viele Sendungen schon gemacht, aber auch wichtige Sendungen, wo wir gesagt haben, nein, geht den natürlichen Weg, da werdet ihr spiritualisiert. Das ist natürlich anstrengend. Es ist einfacher, sich einen Chip einbauen zu lassen oder sich zu einem technologischen Cyborg machen zu lassen, um dann eben halt das, was das Internet oder was das Wissen im virtuellen Raum halt präsentiert, soweit ich überhaupt Zugang habe, abzugreifen, ist es natürlich viel schwieriger, meine eigenen geistigen Potenziale wieder zu entwickeln und mich aus dieser Amnesie und aus diesem Amöbenzustand wieder zu erheben. Ich meine, dieser Zustand ist ja auch nicht über Nacht passiert. Wir haben uns ja über weiß nicht wie lange Zeit immer mehr degeneriert oder haben uns immer mehr verdichtet in unserem Sein vom, können wir sagen, vom Lichtwesen rein 5-6-dimensional oder auf der Dichte-Ebene sozusagen, Lebensebene, bis wir dann letztlich mal dreidimensionale Menschen geworden sind. Das hat ja auch eine
Entwicklung oder Abwicklung gehabt, eine Devolution anstatt Evolution. Und jetzt geht's wieder in die Umkehrung. Natürlich ist es, braucht es wieder Zeit und ist auch, ich sage, ungewohnt für uns, weil wir durch die Technokratie und jetzt auch durch die Cybersphäre schon sehr gut getrimmt sind, dafür Werkzeuge zu benutzen. Das heißt, das Ganze abzugeben. Aber wir können ja auch feststellen, dass durch die Abgabe an Werkzeuge, und Computer sind nichts anderes und die KI ist auch nichts anderes, wie ein intelligentes Werkzeug, was sich dann eben zum Machtapparat erkoren hat oder was es uns abnimmt und uns verdummt und unsere Bewusstheit nimmt. Also wenn man betrachtet, junge Erwachsenen, die Studien, wie die ihre kognitiven Fähigkeiten verlieren, ihre Intelligenz verlieren, ihre Imagination verlieren, weil sie nur noch auf Bilder getrimmt sind, sie haben überhaupt keine Fähigkeit mehr, sich selber Vorstellungen zu machen, weil sie immer visuell abgeholt werden. Sie werden mit fremden Filmen, mit fremden Bildern sozusagen programmiert. Und man weiß, Märchen, wenn man es nur hört, dann entstehen automatisch innere Bilder. Das heißt, durch Märchen vorlesen oder durch Geschichten hören oder Dingen nur zu lauschen, das aktiviert unsere Zirbeldrüse, unser drittes Auge, unsere Vorstellungskraft. Wenn wir aber ständig nur vom Bildschirm sind und wir kriegen diese Fremdbilder schon aufgesetzt, passiert das nicht. Und genau das ist das Problem von vielen jungen Erwachsenen. Wenn man ihnen eine Aufgabe erklärt, sie haben nicht die Fähigkeit, sich vorzustellen, wie sie es tun. Sie brauchen ein Tutorial. Sie brauchen denn die filmische Anleitung durch Fremdbilder, wie es Schritt für Schritt geht. Und dann sagen, ah ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Das kann ich nachkopieren. Also wie ein Affe oder wie ein Papagei kann ich nachmachen. Aber aus sich selber heraus, aus der Fantasie, aus ihrer geistigen Schöpferkraft heraus, wird das immer mehr degeneriert. Und darum ist es auch eben schlimm, wenn man Kinder einfach vor dem Fernsehen sitzt oder sie eben ständig nur mit irgendwelchen Bildern oder Spielchen oder sowas füttert, weil es nimmt ihnen diese Fähigkeiten. Ich würde gerne ergänzen, was du ganz zu Anfang gesagt hast zum Thema Seele und auch, ne, hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass es der ein oder andere hier als Strafe empfindet und so, also hierher gekommen zu sein. Ich möchte glauben, und es ist auch so in meinem Weltbild für mich verankert, dass es genau andersrum ist. Dass natürlich wird das gewusst haben, dass das eine sehr turbulente Zeit wird. Aber dass wir auch hergekommen sind, weil wir wussten, wir haben die Kraft, das auch zu meistern und die Kraft, auch das durchzustehen und die Kraft, eben die Veränderungen und die Impulse auch wirklich zu setzen. Und damit meine ich jetzt eben nicht diejenigen, die Aufklärungsarbeit machen oder wie wir jetzt vielleicht TV oder Bücher schreiben oder sonst irgendwas, sondern jeder, der da ist. Jeder, der da ist. Und das sieht ja eben genau der Punkt, welches Potenzial letzten Endes da ist. Klar, es gibt sehr viele Menschen, die völlig abgekoppelt sind von ihrer Seele. Ob denen noch zu helfen ist oder auf welcher Ebene hier noch zu helfen ist, ist eine andere Form der Diskussion. Die sind ja auch nicht verloren letzten Endes, die gehen einfach nur einen anderen Weg. Ja? Und ob das jetzt ein Umweg ist oder ob der länger, das spielt gar keine Rolle, ist vollkommen irrelevant. Ich glaube aber, die sich dessen bewusst sind, und da sind auch viele unbewusste Menschen noch da draußen, auch die haben die Kraft, auch die sind mit einer Mission hierher gekommen. Und ich glaube schon, dass wir hierher gekommen sind, genau deswegen, weil wir uns zugetraut haben, wir machen das. Und zwar ja genau jetzt, eben nicht zwingendermaßen als Zuschauer, obwohl es die bestimmt auch gibt. Sondern dass trotz allerdessen, auch wenn es sehr verschüttet ist und wie gesagt, viel Abkopplung auch zu unserer Seele da ist, dass wir hier sind, weil wir wussten, wir werden es können. Wir werden gebraucht und es ist notwendig, dass wir da sind. Das ist so ein bisschen das Thema, was damals der Komiker oder der Kabarettist gesagt hat. Leider komme ich gerade auf den Namen nicht. Ihr seid alle geborene Gewinner. Ja, der das gleichgesetzt hat. Schau mal, unter einer Milliarde Spermien, du hast es geschafft. Kein anderes. Alle anderen haben es nicht geschafft. Du hast es geschafft, du bist hier. Ja? Was ja irgendwo so schon durchaus transzendent oder auch durchaus auf eine spirituelle Art und Weise eigentlich zeigt, wir sind alle Helden. Ja? Wir sind alle auch Sieger und alle auch Gewinner letzten Endes. Jetzt noch wieder was draus zu machen und sich an diese Kräfte, die wir haben, an die Stärke, die wir haben, sich wieder zurückzubesinnen,
Und ist egal, ob das jetzt durch äußere Faktoren wie Astrologie oder eben die Zeitqualitäten passiert oder durch unser unmittelbares Leben uns gezeigt wird, welche Kraft wir eigentlich haben. Ja, weil viele gehen ja auch durch eine schwierige Zeit, das ist ja nicht abzustreiten. Und trotzdem sind sie noch da. Und sie geben eben nicht auf, ja, sondern entwickeln sich jeden Tag weiter und geben ihr Allerbestes. Bei aller Kritik, die wir auch, und ich auch ich oft ja sage, darf man das natürlich nicht vergessen, ja, dass sehr viele hier ihre Mission ja sehr wohl genau wissen und sie auch gehen. Und viele auch intuitiv, ja, die es gar nicht wissen, dass sie vielleicht eine Mission haben, aber intuitiv trotzdem den richtigen Weg gehen, die richtige Entscheidung treffen, ja, mit den richtigen Menschen zusammenkommen und etwas Gutes tun. Das möchte ich, ne, möchte ich einfach nochmal angemerkt haben, dass das schon sehr wichtig ist, auch dieses Gefühl zu verankern eben. Wir sind ja nicht grundlos da. Ja, wir wurden ja informiert. Also als Seelen, erstes Mal haben wir unseren individuellen Seelenplan erstellt. Das ist mal das eine. Mhm. Und wenn dieser Seelenplan natürlich auch beinhaltet, ich will ein Cyborg sein, dann ist das völlig okay. Also eben genauso wenig, wie wir ja daran gehindert werden möchten, unsere Wahrheit zu leben und das, was sich für uns richtig anfühlt und wo wir auch von unserer Inspiration her ganz klar sagen können, das weiß ich, das ist so für mich einfach, meine individuelle Wahrheit, mein individueller Weg. Genauso müssen wir es den anderen ja zugestehen. Genau. Und wenn die anderen Menschen halt sagen, nee, aber ich will mich transhumanisieren lassen, das ist in meinem Seelenplan, ist alles okay. Und der eine sagt, nee, ich will voll zum Cyborg werden, ich will voll fremdgesteuert sein. Ich will das mal erleben, wenn eine KI mir sagt, wie ich zu leben habe und so weiter, dann ist doch das in Ordnung, weil es gehört ja auch zur Lebenserfahrung. Es ist ja nicht so, dass die Technosphäre und die Cybersphäre, die wir in der letzten Sendung ja auch mal angedeutet erklärt haben, das sind ja Zwischenschritte, die gehören einfach zur Erlebniswelt. Nicht jeder kommt gleich in die Newsphäre oder in die Lichtsphäre, die nachfolgende, also 5, 6D. Das ist ja auch gar nicht nötig, aber das passiert sowieso dann irgendwann. Wenn es für uns jetzt stimmig ist, dann können wir das erleben. Das ist ja genauso, wie wir das leben hier im Blaubewald, von dem ich jetzt für mich sage, wir sind schon sehr gut in 5D, wenn man das so betrachten will, rein von der Qualität her. Aber nichtsdestotrotz ist 3D auch da und 4D ist auch da. Das heißt, es ist nicht nur abgekoppelt, sondern es durchströmt einfach die anderen Ebenen. Das heißt, wenn wir von 5D reden, dann kann man sagen, okay, diese Qualitäten sind auf 4 und 3D stärker präsent und erfüllen auch diese Räume immer mehr. Aber dass wir 3D-Herausforderungen haben, das ist zweifelsohne. Und gerade jetzt im Moment, durch diese ganze Beschleunigung, wird einfach auch die Ereignisdichte und das Leben, wo einfach sagt, hey, was hast du vorgehabt? Aber ich brauche dich jetzt hier, ich brauche dich jetzt da. Gerade wenn man mit so viel Leben zusammenlebt, wo immer mal was passieren kann, wo immer mal bei den Tieren was passieren kann oder dass ein Baum umstürzt oder egal was, einfach diese Präsenz gefragt ist und dafür uns zu verpflichten. Auf der anderen Seite ist auch so, dass wir eine Menschheitsfamilie ja sind und diese Menschheitsfamilie ja eine gemeinsame Erlebniswelt oder auch ein kollektives Theater hat. Und wir wurden instruiert und wir wussten, hey, wir melden uns freiwillig für diesen Einsatz, wie du das sagst. Wir möchten da mithelfen, wir möchten es nicht nur meistern, wir möchten es überhaupt mal erleben. Ah, wie ist das, in so einem Weltenwandel zu sein? Ah, wie ist das, wenn da gewaltige Kräfte aufeinanderprallen, nicht nur gut gegen böse jetzt in Anführungszeichen, sondern auch diese Steigerung der Intensität, der astrophysikalischen Kräfte, der Frequenzdichte oder Intensität und vor allem Oktavierungen, die plötzlich reinspielen in diese 3D-Welt, wo eben das Multidimensionale immer präsenter wird, aber auch immer mehr Einfluss hat auf unser Leben. Das macht uns ja gerade so, wow, das ist eine besondere Ereignisphase, wir wollen da sein. Da geht es vielen, glaube ich, gar nicht so sehr darum, wir müssen was meistern, wir müssen jetzt die Welt retten. Das ist alles Quatsch, weil als Schöpfer müssen wir niemanden retten. Wir wissen, es ist einfach ein gigantisches Theaterstück. Sondern es mal ins Erleben zu bringen, weil dieses Erleben hier, weil es eben so multisensorisch und multidimensional ist, uns als Seelen verändert und unsere Seelenentwicklung eben fördert in dem Sinne. Jede Inkarnation ist für uns wieder ein, können wir fast sagen, ein Meilenstein.
Und auch wenn wir als Seelen schon bereits göttlich erleuchtete Wesen sind, sind wir es doch nicht. Das ist ja das Paradoxon. Wir sind als Seele zwar in unserem Kern das göttliche, universelle Ich Bin, was alles in sich trägt, was existiert als Ich Bin. Alle Ereignisse, alle Lebewesen, alle Formen, alle Zeiten, alle Kräfte, alles. Und trotzdem sind wir individualisiert und erleben uns als Seelen auch im immerwährenden Wachstum immer mehr hinein in diese göttliche Universalität. Und als Menschen dient es uns eben, oder unsere menschliche Inkarnation dient uns eben, hier Ausschnittserfahrungen zu machen nach unserem Seelenwillen. Weil wir haben ja den freien, den göttlichen Willen auch erhalten als Seelen, um damit zu spielen in der multidimensionalen Schöpfung. Und jetzt haben wir in einer Zeit, die einfach sowas von extraordinär ist, von außergewöhnlich ist. Ich meine, man kann es vielleicht vergleichen mit dem Untergang von Atlantis oder den Bewegungen von Atlantis oder, aber es geht für mich noch darüber hinaus, weil auch die Raumzeitstrukturen der Schöpfung selbst sich verändern. Also es ist nicht nur unsere Gesellschaft, die in großen Veränderungen drinsteckt, sondern überhaupt die Konsistenz der Theaterbühne. Eben, Raumzeit verändert sich, materielle Frequenzen verändert sich, Bindekräfte in der subatomaren Ebene verändern sich. Die Trennungsdichten zwischen den Frequenzwelten überlagern sich immer mehr. Unser Himmel, unser Firmament, was ja auch eine Täuschung ist, wird immer durchlässiger für die Wirklichkeit dahinter und so weiter. Also es ist gigantisch. Der Körper und das Wesen von Mutter Erde selbst ist eine Transformation. Also und das ist natürlich schon etwas, wo wir sagen können, okay, wir können uns jetzt auf die Probleme konzentrieren. Wir können jetzt uns auf die menschlichen Bedürfnisse so fokussieren, dass wir nur noch in der Existenzangst sind, nur noch im Überlebenskampf sind, nur noch in der Finsternis, im Krieg gegen Dämonen, gegen Satanisten und weiß nicht was. Das können wir spielen, das steht uns frei. Oder wir können auch immer wieder den Adlerblick einnehmen. Dafür gibt es ja auch den blauen Adler im Reigen der 20. Uns immer wieder zu erheben, uns immer wieder ins Übergeordnete, den Überblick zu betrachten. Und der Adler sieht ja sehr gut. Es wird ja nicht verschwommen, nur weil er jetzt in der Höhe ist, sondern nimmt er die Details trotzdem wahr. Aber er kriegt dann ganz andere Zusammenhänge mit. Er sieht, dass die Tragweite dessen, was jetzt passiert, viel kosmischer ist und gewaltiger. Und darum gefällt mir das auch immer so, wenn Dieter Börs von der kosmischen Orchestrierung spricht, weil es tatsächlich so ist. Es ist wirklich so. Jetzt in eine Naivität zu verfallen, zu sagen, ja, dann kann ich ja mir von der Couch aus dieses kosmische Schauspiel zuschauen, wird schon gut gehen. Das ist wieder kindisch und Bequemlichkeit. Das ist wieder Ego. Das heißt eben, wie du auch schön sagst, wir sind hier, um mitzuwirken, mitzugestalten, und zwar als Mitschöpfer und nicht als Opfer, Täter. Diese Spiele haben wir über Jahrtausende hinweg in Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Inkarnationen schon alles durch. Gut, vielleicht, wenn man so spricht, vielleicht sind wir alte Seelen, damit ist gemeint, wir sind schon lange hier auf der Erde am Spielen. Junge Seelen haben vielleicht gesagt, ja, aber ich möchte das noch gerne nachholen, weil ich habe das noch alles gar nicht gelebt, was ihr schon gelebt habt. Ja gut, okay, dann lebt das halt. Und ich bin überzeugt, dass es auch schon Phasen gab, gerade hinsichtlich Atlantis, wo über technomagische Möglichkeiten auch der Transhumanismus bereits gelebt wurde. Die Transgenetik schon bereits gelebt wurde, wo Chimären erzeugt wurden, halb Mensch, halb Tier, wie es auch heutzutage wieder gemacht wird. Das heißt, für mich ist jetzt die heutige Zeit auch ein Stück weit Atlantis 2.0. Und die Frage natürlich dahingehend auch, okay, machen wir es diesmal anders? Die Zeitqualität ist anders. Das kosmische Bewusstsein und auch das solare Bewusstsein, auch hier nochmal zu verdeutlichen, unser Sonnensystem ist ein Lebewesen. Auch das Bewusstsein ist in einer ganz anderen Qualität oder auf einer anderen Position des kosmischen Theaters wie damals zu Atlantis. Das ganze Wesen unseres Sonnensystems ist nicht mehr das gleiche wie damals. Also gehe ich davon aus, dass auch Helios oder Kinijahau als Logos dieses Sonnensystems nicht mehr eine Wiederholung anstrebt, sondern eben etwas Neues jetzt anfällt. Und da bin ich guter Dinge. Und Mutter Erde sowieso, Mutter Erde auch. Sie will auch nicht Atlantis 2.0 zur Wiederholung werden lassen, sondern jetzt in eine ganz andere Qualität münden lassen, in eine andere Realität münden lassen. Und
wenn ich das von meiner Wahrnehmung so multidimensional betrachte, spielt alles in diese Richtung. Also wir können wirklich sagen, es kommt gut, aber es braucht jeden Einzelnen von uns. Ich glaube, die Zeichen stehen ja auch gut, das sehe ich auch so. Ich bin auch durchaus positiv. Natürlich kann man sich immer auf den Wahnsinn fokussieren, der überall ist, aber der, wie du auch schon sagtest, der ist natürlich auch zu einem großen Teil als Ablenkung, ja, um gewisse Felder abzugreifen und gewisse Energien zu binden. Aber ich denke schon, dass gerade die Themen, das möchte ich auch positiv hervorheben, wie gesagt, wie viele Menschen sich ja auf ihrem Weg machen. Nach wie vor, ja, wie viele Menschen schon auf ihrem Weg sind und eben genau wirklich was mitgeben für sich und für alle anderen. Und das stimmt grundsätzlich positiv. Guckt man nochmal auch in die Astrologie rein, wie du es machst. Oder generell auch. Ich sehe auch, dass die Zeitqualitäten generell eine andere ist, als das jetzt zu atlantischen Zeiten war oder zu Hyperborea oder lemurischen Zeiten. Es ist schon so, dass die Qualitäten für uns sprechen. Ja, diesen Fall, den wir einst erlebt haben, wieder in die Dunkelheit, eben gar nicht machen zu müssen. Ja, es besteht keine Notwendigkeit zumindest. Und ich glaube, da kann man viel Kraft auch draus ziehen. Und da finde ich ja gerade das Thema auch wieder, da ist für mich Esoterik wichtig. Weil die Esoterik uns über lange Zeiträume gewisse Dinge zeigen kann. Also die Esoterik, nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, ist ja eigentlich nur der Blick nach innen, nicht nach außen. Aber wenn man sich das anguckt, welche Lehren ja letzten Endes daraus kommen, dann setzen wir ja heute Dinge um, die waren ja vor 10 Jahren noch undenkbar. Wir können heute selbst in der Gesellschaft über Dinge sprechen aus der Spiritualität, aus der Esoterik. Dafür hat es vor 10 Jahren, 20 Jahren kein Bewusstsein gegeben. Und das ist nur in 10 und 20 Jahren entstanden. Jetzt überleg mal, was passiert, wenn die Zeit, wie du gerade sagst, sich weiter verdichtet, Abläufe einfach schneller funktionieren, reibungsloser funktionieren. Was dann in 5 Jahren möglich ist. Also ähnlich wie eigentlich die Technologie exponentiell ansteigt, ja, alle 4 Monate oder wie das war, da verdoppelt sich da die Geschwindigkeit theoretisch. Genauso ist es doch aber auf der Gegenseite auch. Das heißt, diese Kräfte, die uns zur Verfügung stehen und auch die Energien, die uns zur Verfügung stehen, auch die werden sich vervielfachen. Und ich glaube, das ist ein Ergebnis, was wir auch noch dieses Jahr sehen werden, vor allen Dingen auch im nächsten und übernächsten Jahr. Wir wissen ja alle, so 2025 ist schon ein zentrales Thema. Ja. Und wenn ich aber mal genau gucke, dann merke ich, ja, sie versuchen ihre Pläne umzusetzen, das erzählen wir ja auch schon ewig, aber es funktioniert eben nicht mehr. Ja, die Energie wird noch weniger, noch weniger, noch weniger, die sie zur Verfügung haben. Warum? Weil eben so viele Menschen plötzlich in ihre Kraft kommen. Ob jetzt nun bewusst durch ein Buch, durch eine Sendung oder durch ein Erweckungserlebnis oder wie viele eben halt auch rein intuitiv den richtigen Weg ja gewählt haben. Wir haben ja sehr viele Leute, die durch die Corona-Zeit gegangen sind, die auch nach wie vor keine alternativen Medien kennen oder wenig Berührungspunkte haben und trotzdem sich richtig entschieden haben, was auch immer richtig für dich bedeutet, ja. Das sieht man ja, okay. Ja, es bedarf, klar, gewisser Aufklärung ist schon wichtig, wie ich meine, aber das Leben findet einen Weg. Wie war das bei Jurassic Park, glaube ich, war das doch, ne? Das Leben findet irgendwie einen Weg. Der Mensch versucht es zu manipulieren und doch findet das Leben einen Weg, sich zu entfalten. Und das steht uns kurz bevor. Da sagst du auch was Wahres. Entscheidungen. Es geht um Entscheidungen. Ja, genau. Echte, radikale Entscheidungen, wo ich keinen Plan B habe, sondern genau. Wirklich, ich entscheide mich für das und ich gehe den Weg. Punkt. Wie dann die Umstände oder die Verbindungen geschaltet werden, damit dann auch die richtigen Impulse, die richtige Unterstützung und so weiter in meinen Alltag reinfinden, das ist doch völlig wurscht. Ja. Es muss ja keine alternativen Medien sein. Es muss ja nicht mal die Esoterik sein. Also Esoterik, nochmal die Lehre des Innern. Wie Exoterik die Lehre des Außen. Ist alles okay, dass die Esoterik viele abgehobene Blüten treibt, die nicht jedermanns Sache sind oder auch nicht funktionieren. Alles klar. Ich möchte noch mal daran erinnern, von der inneren Entwicklungszyklus, der Ende 2012 begann, das ist auch ein 13-jähriger Zyklus, der dann eben im Oktober 2025 endet und dann in den nächsten Zyklus, 13-jährigen Zyklus geht, wo wir innerlich reifen. Sind wir jetzt in diesem Jahr, seit Oktober letzten Jahres bis Oktober diesen Jahres, befinden wir uns in der Befreiung unseres inneren Kindes wieder zum göttlichen Kind. Das heißt, wir sollen innerlich erwachsen werden, was das immer bedeutet, einfach zu erwachen, handlungsfähig zu werden, verantwortungsbereit zu werden, unser Leben wieder zu tragen und die Welt, das Leben der Welt mitzutragen, unsere Aufgabe zu erfüllen, wofür wir hier sind und eben aus der Wickelstube rauszuspringen oder aus dem Kindergarten rauszukommen und sagen, nee,
ich greife jetzt mein Leben selber in die Verantwortlichkeit. Ja. Und das ist noch eine Phase, wir haben es, wie soll ich sagen, es wurde uns über Jahrtausenden aberzogen. Wir wurden sozusagen von den Mitschöpfern zu Sklaven gemacht. Ja, und es kam dann immer mehr Technologie und die Werkzeuge und es wurde uns halt ein bisschen was zur Verfügung gestellt davon, damit wir noch handlungsunfähiger werden. Ne? Und jetzt haben wir halt den Höhepunkt. Aber es geht jetzt darum, wieder zu erwachen und da rauszukommen und wieder ein neues Sein, was eigentlich gar nicht so neu ist, aber schon lange, wenn man es raumzeitlich sieht, lange zurückliegt, wo wir diesen Status hatten, wo wir das noch wussten, dann eben der Sündenfall beispielsweise in die Amnesie noch mehr eben abgestiegen sind bis zur Bewusstlosigkeit, bis zur Amöbe und uns jetzt da wieder aus diesem Schlamm wieder rausholen, Schlamm im weitesten Sinne gemeint, um wieder so Stück für Stück zu erwachen. Ah, wir sind ja Schöpfer, ah, wir sind ja das. Aber dieses Potenzial wird sich dann auch erst zwischen 2025 und 2037 dann wirklich immer mehr umsetzen im Alltag, dass unsere magischen Fähigkeiten da wieder funktionieren. Dass wir wirklich unsere Schöpferkräfte immer mehr zum natürlichen Alltag werden lassen. Jetzt bis 2025 sollen wir zuerst mal wieder ankommen in einer neuen Dynamik. Diesen U-Turn, den wir mit 2012 gemacht haben, wo es jetzt wieder das Leben wieder ansteigt, wo es wieder größer wird, lichter wird, liebevoller, göttlicher, multidimensionaler, weiß nicht was, wo wir aus diesem ganz engen Punktraum wieder rauskommen. Das dauert natürlich seine Zeit und diese 13 Jahre der inneren Befreiung, das ist erst der Anfang. Und ich meine, wer sich vorstellt, es reicht doch, wenn ich Bescheid weiß, der ist dann halt in Illusion, sondern es gehört halt mehr dazu, weil letztlich gehört es auch dazu, dass bis die Schwingungsfrequenz unseres physischen Körpers sich verändert. Gleichzeitig haben wir ja so viel Unterstützung, so viele Qualitäten, die jetzt rein kosmologisch passieren, um unser Sonnensystem, in unserem Sonnensystem, um unsere Erde, auf unserer Erde, in unserer Erde und natürlich uns, dass es einfach, wie soll ich sagen, es ist nicht verhinderbar. Wir können natürlich das Leiden verstärken, indem wir uns dagegen streben, indem wir dagegen uns wehren. Wir können das Leiden verstärken, indem wir nach wie vor das Alte feiern oder am Alten festhalten, was jetzt alles zerbröselt. Weil das bedingt natürlich, dass auch alle Strukturen, die von ihrer Informationsqualität und Energiequalität aus dem alten, finsteren Zeitalter kommen, also sprich raubend ist, also satanisch-luziferisch, einfach gegen das Leben gerichtet ist, die werden sich auflösen. Und die machen natürlich einen Haufen Lärm. Das heißt, auch diese ganzen Organisationsstrukturen, wir hatten jetzt die WHO, ja, die Länder haben überschrieben, in einem Jahr wird ratifiziert, dann sagen wir in der WHO-Diktatur. Was ist in einem Jahr? Was ist in einem Jahr? Ich muss ehrlich sagen, es ist schon schwierig zu sagen, okay, was ist in einer Woche? Ja. Weil einfach so viel jeden Tag passiert und so viel abläuft und in unserem Leben. Und wenn ich das jetzt multipliziere auf die 8, oder manche sagen, es sind nur noch 7 Milliarden Menschen hier, weil schon 1 Milliarde weg, also entkörpert wurde oder ist, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Natürlich sterben Menschen, ob es 1 Milliarde ist, die jetzt gegangen sind in den letzten Jahren. Könnte sein. Weiß jetzt nicht. Lass ihn mal so stehen. Aber trotzdem, wenn man das jetzt multipliziert, und wie viel von diesem Kollektiv sind wirklich die Arschengel, die bösen Drecksäcke oder sonst was, die Satanisten, die Luziferianer? Sie schwinden auch. Sie entkörpern auch. Und diese Unterstützung, von der gesagt wurde, ja, diese dämonische Unterstützung, diese interdimensionale Unterstützung durch negative interdimensionale Wesen oder negative extraterrestrische Zivilisationen oder weiß nicht was, das ist auch so dermaßen dezimiert bereits. Ich kann nicht sagen, es ist völlig weg. Manche sagen, der Krieg ist schon gewonnen, die sind gar nicht mehr da. Kann jetzt nicht sagen, dass die wirklich völlig weg sind, aber es lichtet sich wirklich extrem, auch in diesen 4D, 5D-Ebenen. Und es ist einfach eine Freude. Wir müssen einfach durchhalten. Wir müssen uns dann einfach die Resilienz geben und natürlich immer wieder die Nahrung geben und die Kraft geben, dass wir da durch diese Phasen kommen. Und ich möchte hier wirklich ganz, ganz, ganz gute Freunde von mir einfach euch empfehlen. Und das sind die sogenannten aufgestiegenen Meister.
Wir nennen sie so, sie nennen sich ja nicht so. Manche sagen, ja, die sind auch in der Polarität, ja, die sind eigentlich auch auf der dunklen Seite und so weiter. Da muss ich sagen, okay, ich kenne sie nicht. Ich kenne diese Wesen seit 30 Jahren, meine Frau kennt sie seit 40 Jahren. Ich erlebe sie tagtäglich in meinem Leben. Ich erlebe sie natürlich ganz besonders intensiv, wenn wir Seminare durchführen, unterstützt durch diese Wesen. Und ich kann nur sagen, es sind die besten Freunde, die es gibt. Sie sind absolut 100% Licht. Sie haben die Ich-Bin-Gegenwart in sich wirklich, ich sage jetzt einmal, erreicht, so dass kein Ego mehr da ist, ohne dass sie ihre Individualität verloren haben. Sie sind alle individuell. Sie haben ihre Einzigartigkeit nach wie vor, aber sie haben kein Ego mehr. Sie sind auch nicht daran interessiert, dass wir sie vergöttern, dass wir sie anbeten oder sonst was. Sie sind sogar immer erreichbar. Sie schlafen nie, sie sind nie besetzt. Sie können sich gleichzeitig unter Tausenden von Menschen in die Verbindung gehen. Aber was sie fordern, ist, dass wir bereit sind, unseren Weg zur Meisterschaft selber zu beschreiten. Ihre Unterstützung nicht als, okay, machst du für mich, zu sehen, sondern wirklich ihre Unterstützung zu nehmen, weil sie wollen uns in unserer Meisterschaft unterstützen. Sie wollen uns helfen, dass wir selber wieder Meister werden und unsere Herausforderungen selber meistern. Und nicht, dass wir beginnen oder das Gleiche machen wie früher mit den Eltern. Papa, Mama, machst du's. Arzt, machst du's. Politiker, machst du's. Also abzugeben und andere wieder da in die Verantwortlichkeit zu setzen und dadurch unsere Macht abzugeben, sondern genau das Gegenteil. Und das ist einfach meine Erfahrung. Immer wenn ich versucht hatte, ich hatte natürlich auch diese Tendenz, oh ja, ich habe jetzt Kontakt mit diesen aufgestiegenen Meistern und das ist mir einfach passiert. Es war zwar ein Wunsch von mir, ich wusste bereits von denen und plötzlich waren sie da. Plötzlich habe ich sie nicht nur gehört, sondern gespürt, erfahren. Und das war für mich natürlich ein Traum, also das war eine Erfüllung eines Traums. Aber dann hat die Schulung erst angefangen. Und immer wenn ich halt die Macht abgeben wollte und dachte, ja, der macht schon für mich, ich muss es nicht selber tun, aus Bequemlichkeit, aus Angst, aus was auch immer, Minderwertigkeit und so weiter, dann habe ich meine Lektionen bekommen. Das heißt, es sind wirklich Wesen, die frei sind von jeglicher Dunkelheit, von jeglichem Schatten, der einfach das Irdische noch wirft. Jeder irdische Meister, es gibt ja auch irdisch noch verkörperte Gurus und Meistern und weiß nicht was, jeder von denen trägt noch einen Anteil Schatten, wie viel auch immer. Sonst könnte er nicht hier sein. Jeder Meister, der sich physisch verkörpert und verdichtet, wenn es nicht präzipitiert, also erscheint und wieder geht, sondern über die Geburt geht, hat noch einen Schattenteil, den er entweder aus seiner eigenen Karma, von seinem eigenen Karma-Konto trägt oder einfach fürs Kollektiv trägt. Aber es ist da einfach noch eine Spur Ego da, in welcher Form auch immer. Und da gibt es auch solche Täuscher wie Dalai Lama, wie der Papst, wie Satguru, wie Zhao de Doge oder sonst was, die wirklich falsche Gurus sind. Martin, ganz kurz, ich mach dich mal groß oder sowas, irgendwas, mein Hund schachert irgendwas, keine Ahnung, ich gehe mal eben gucken. Du kannst aber weiterreden, ich mach dich einfach nur groß und mich leise. Okay. Also da gibt es auch falsche Gurus, die angebetet werden, beispielsweise die stürzen, dank auch Corona, auch wenn es die Yogameister sind oder sonst was, die stürzen alle vom Sockel. Es gab auch, aber auch inkarnierte Meister oder gibt sie, die zumindest für mich in meiner Prüfung her koscher waren oder wirklich dem Licht gedient haben, wie jetzt zum Beispiel Babaji, der ja sehr berühmt war als Inkarnation von Shiva, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar und Yogananda, das heißt die ganze Kriya-Yoga-Schiene oder diese Schüler, Lehrer-Schüler, Kette, wo dann jeder sozusagen der Schüler zum Meister wurde und das ist auch das Ziel jedes Meisters. Er möchte ja Meister hervorbringen und nicht so viel Schüler wie möglich haben. Und da zeigen sich ja auch die falschen Gurus oder die falschen Meister. Die wollen Schüler, die wollen bewundert werden, die wollen gefüttert werden mit der Energie, dass sie diese Energie abgreifen können. Und das machen eben die aufgestiegenen Meister oder die echten Meister, auch wenn sie verkörpert sind, nicht. Auch wenn sie noch ihre Schwachstellen haben. Auch zum Beispiel Sai Baba oder Omran Michael Ivanhoe oder Daskalos und so weiter. Also ich habe einige Meister kennengelernt, die für mich wirklich Verkörperung waren dieses göttlichen Bewusstseins und einfach aufgrund ihrer Inkarnation auch noch
irdische Schatten in sich getragen haben. Und dann gibt's halt eben auch die falschen Meister. Und die falschen Meister wurden in der Zeit der Offenbarung, die jetzt einfach stattfindet, halt auch entlarvt. Auch wenn es nur dein persönlicher Meister war in der Yoga-Klasse oder in Seminaren, diese Guru-Schülertum, wo aber eben der Guru sehr heftig abgreift und absorbiert von dem, was ihm die Schüler übermitteln an Bewunderung und an Anbetung und so weiter. Und letztlich auch dafür sorgt, dass seine Schüler Schüler bleiben und gar nicht eben ihre innere Meisterschaft erreichen. Dazu gehören eben die aufgestiegenen Meister überhaupt nicht. Da war nie ein Quäntchen von einer anderen Energie als Liebe, Weisheit, Klarheit, Wohlwollen, Heilung, aber auch Forderung im Sinne, dass sie uns viele Projekte angeboten hatten in unserem Leben, viele Ideen hatten, die wir dann für uns, also ich und Christine, geprüft hatten und wir gesagt, hey, doch, tolles Projekt, wollen wir angehen. Und wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen. Und durch diese Projekte natürlich auch sehr gewachsen sind, auch auf unserem Weg der Meisterschaft. Und wer glaubt, wir leben hier einfach nur im Paradies, im Blaubewald, der hat keine Ahnung, was es bedeutet, so einen Ort zu halten, nicht nur zu erschaffen, sondern auch zu erhalten und weiter auszubauen. Und wie viel Verantwortung, wie viel Arbeit, nicht nur Geld, sondern auch Einsatz, Präsenz, Identifikation, das braucht. Und es gibt auch Momente, wo es mich überfordert, wo ich auch das Gefühl habe, ich als Martin, ich kann es nicht mehr tragen, ich schaffe es nicht mehr. Weil wir sind auch nicht nur gesegnet und es spült nur gerade die Energie so rein an Geld oder an Zahlen, an hilfsbereiten Menschen oder sonst was und alles ist Halligalli hier wie bei Pippi Langstrumpf oder auf dem Ponyhof. Quatsch, wir sind sehr erdige Menschen und wir tragen hier aber auch mitunter Qualitäten aus im Blaubewald, die halt im Kollektiv sind. Also wir übernehmen auch kollektive Aufgaben hier und wirken auch im symbolischen Raum. Der Blaubewald soll auch ein oder ist auch ein Symbol für die Welt. Nicht jetzt im übersteigenden Sinn, hey, schaut mal her, wie toll wir sind, sondern schaut doch, kommt doch, genießt, erlebt es, wie es sein kann. Als nächste Stufe. Der Blaubewald ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber diese Präsenz, wir haben auch am Anfang, wo wir vor 25 Jahren den Blaubewald bekommen haben und betreten durften und übernehmen durften, haben wir auch unsere geistigen Freunde hier verankert. Also wir haben hier auch bewusst unsere, weil das sind's ja, die aufgestiegenen Meister sind nichts anderes wie unsere geistigen Freunde oder unsere Geschwister. Sie bezeichnen sich auch so. Sie sind einfach unsere geistigen oder Seelengeschwister, die halt schon jetzt in anderen Räumen angekommen sind, wohin wir uns bewegen wollen und was auch ein Vorbild ist, wie, auf welchen Prämissen, auf welchen Gesetzmäßigkeiten sie eben leben und existieren und umgehen mit allen Lebewesen aus dem Ich Bin heraus, was als Vorbild dient für unsere zukünftige Gesellschaft. Und sie sind keine abgehobenen Götter, die eben gefeiert werden wollen oder von uns da Tribut und Opfer fordern. Das Einzige, was sie fordern, ist, wenn ich dir helfe, dann leb's auch. Dann geh deinen Weg. Ich zeig dir, wie es geht. Ich kann dich unterstützen bei dem, was du tust. Was auch immer. Ich kann deine Heilung fördern. Ich kann deine Klarung, deine Selbstwahrnehmung, dein Selbstbild, all diese Dinge kann ich dir helfen zu erweitern, zu erhöhen, zu heilen, zu transformieren. Aber du musst es tun. Du musst die Verantwortung übernehmen für dich selbst. Du musst selber den Weg beschreiten. Es gibt auch Zeiten, da tragen sie uns, ohne dass wir es merken. Das ist aber auch ein Trick von ihnen. Sie tun schon Dinge auch für uns, die wir aber nicht merken, sodass wir es nicht auf sie münzen können und abgeben können, weil die Tendenz schon wieder da wäre, okay, ah ja, die helfen uns ja sowieso. Ich muss da gar nicht mich selber anstrengen oder mich selber in die Kraft begeben oder sonst was. Und da sind sie sehr sensitiv drauf. Das heißt, sobald sie merken, dass wir eben in die falsche Haltung geraten und wieder wie Kinder sind und wieder Macht abgeben und wieder uns selber verleugnen im Endeffekt, würden sie sich schuldig machen. Das müssten sie dann wieder korrigieren. Und das tun sie nicht. Sie übernehmen nichts von uns. Aber sie sind wirklich Best Friends, egal. Probiert es einfach mal aus. Ich meine, es gibt genügend solche Wesen wie bekannteste Jesus natürlich. Man kann ihn Joshua nennen, man kann ihn Isa nennen, ist ja wurscht, wie er genannt wird.
denkt an die richtige Seelenheit oder an das richtige Wesen und ihr seid einfach im Kontakt, weil das sofort da ist. Sie warten auch drauf. Sie freuen sich über jeden Kontakt, weil sie einfach wissen, okay, hier kommt wieder ein Stück Seele auf die Welt oder erweitert sich. Dann natürlich Saint-Germain ist sehr bekannt. Weil Vamos, kann ich euch auch empfehlen, ist nicht so bekannt, hatte der Name Jenny McClure aus Amerika in den 80er Jahren bekannt gemacht. Sanat Kumara, Kutumi, Shiva. Ja gut, Shiva ist mehr wieder ein Gott-Aspekt als kosmischer Avatar. Da unterscheiden wir noch ein bisschen. Shiva, Brahma, Vishnu ist ein bisschen was anderes. Genauso wie die Götter Isis, Osiris, Horus ist eine andere Qualität. Das heißt, es ist nicht das Gleiche wie eben diese Wesen. Da gibt's aber noch Lendus, da gibt's Meister Lin, da gibt's Anlorkan, den kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr ein bisschen energetische Arschtritte braucht. Das ist einer, der wirklich Tacheles redet, der euch gerne hilft, aber wirklich mit Feuer, mit Zunsa. Es gibt Wesenheit, die sich Victory nennt, ist auch eine spannende, ganz spannende Energie. Dann gibt's natürlich Mutter Erde, die gehört für mich oder die gehört in unsere Erfahrung genauso auf diese. Sie ist zwar auch keine aufgestiegene Meisterin in dem Sinne, sondern sie ist auch eine Avatarin, ein Planetenlogos, aber sie ist sehr eng mit den aufgestiegenen Meistern verbunden, genauso wie mit den Erzengeln, das ist auch eine Ebene. Wir arbeiten halt primär mehr mit den mit unseren Geschwistern, mit unseren geistigen Geschwistern, weil es auch ja unser Weg ist, aber man kann natürlich sich auch mit den Engeln oder Erzengeln verbinden. Aber einfach, um in dieses Bewusstsein euch nochmal zu schüren. Das sind Wesen. Die sind real. Die sind da. Die unterstützen uns. Sie, einzig, was sie kosten, ist die Bereitschaft, es auch wirklich umzusetzen. Sie lassen sich nicht verarschen. Sie lassen sich nicht belügen. Sie lassen sich nicht benutzen und ausnutzen. Sie kennen uns besser wie wir selbst. Und es ist ihr Bestreben, dass wir uns selber so wahrnehmen, wie wir wirklich sind. Und sie helfen uns dabei, natürlich auch die unangenehmen Räume zu öffnen, auch unsere Schattenseiten bewusst zu werden, unseren Schwächen, denen wir uns ja auch zwischendurch gerne hingeben, wo wir im Selbstmitleid suhlen oder uns in den Ausreden bewegen. Und da ist zum Beispiel Anwar Khan ein Meister der Wahl. Der gibt uns da wirklich ganz klar das Feedback und die Wahrnehmung dafür, was tun wir da wirklich. Und da gibt es eine Fülle von Wesenheiten. Lady Nada gibt es natürlich, Lady Magdalena, Lady Maria, also Lady Rowena, also Kuan Yin, also eine Fülle von. Probiert es einfach mal aus, weil die interdimensionale innere Verbindung ist sofort da, wenn wir uns auf etwas konzentrieren. Du hast recht, Patrick, wenn es natürlich... Wenn ihr es 10 Minuten schafft, seid ihr schon gut. Wobei durch die Verbindung mit den aufgestiegenen Meistern, sie kommen uns entgegen und halten diese Verbindung auch. Das heißt, sie unterstützen, dass wir diese Verbindung halten können. Was nochmal was anderes ist, wie wenn ich mich einfach einer gewissen Themenqualität ausrichte. Ich muss auch ein bisschen Birkenbiel widersprechen. 10 Minuten, erst dann hast du es geschafft. Es ist nicht ganz richtig. Wenn ich schon 10 Sekunden wirklich etwas halten kann in meinem Bewusstsein, dann habe ich schon Erfolg. Wenn ich dann 1 Minute draus machen kann, umso besser. Wenn es dann 10 Minuten ist, umso besser. Irgendwann switcht es sowieso in die Zeitlosigkeit. Irgendwann sind es keine Minuten mehr, sondern einfach die Gegenwärtigkeit des Jetzt. Und ich bin in einer Meditation, ich bin verbunden mit einem Feld, und irgendwann komme ich wieder raus und es sind 2 Stunden vergangen und ich merke es gar nicht. Ich habe kein Zeitgefühl mehr gehabt. Es war auch wurscht, weil ich nicht mehr in der Raumzeit war, weil meine Präsenz eben ganz woanders war, ja, auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist dann auch wieder der Bereich des Samadhi, was ja auch überliefert wird. Diese Mönche, diese Yogis, diese Meister, die in einem Zustand sind, wo die Ewigkeit existiert und die Unendlichkeit. Und die können ihren Körper ohne Nahrung wirklich erhalten über Jahre. Die können sogar ihren Körper so runterfahren, dass kein Herzschlag mehr messbar ist, keine Atmung mehr stattfindet. Aber der Körper stirbt nicht. Er bleibt erhalten. Er kriegt genau dieses Quäntchen Lebensenergie, um einfach seine Funktionalität in dieser Stasis zu halten, bis die Seele wieder zurückkehrt. Und das ist natürlich auch Meisterschaft.
Aber es gibt unterschiedliche Zustände und es geht auch nicht darum, dass wir gleich, wow, levitieren können, obwohl das etwas ganz Natürliches ist. Die Levitation ist eine natürliche Kraft, wie das, dass wir der Gravitation die Energie geben, dass wir eben angezogen werden und uns diesen Strom hingeben. Präzipitierung, also Materialisierung aus dem Äther, aus dem Quantenfeld, wie es modern genannt wird, ist alles natürlich. Telepathie, Telekinese, ist alles natürlich. Wenn wir aber natürlich ständig Werkzeuge verwenden, wenn wir das immer wieder nach außen werfen, wenn wir das immer wieder uns abtrainieren dadurch oder gar nicht antrainieren, weil wir haben ja die Tools, die es ganz einfach für uns machen, ja, dann können wir auch nichts entwickeln. Dann kann es auch nicht zurückkommen in unser Leben. Ihr könnt ja auch Versuche machen in dem Sinne, indem ihr sagt, okay, bevor ich jetzt eine WhatsApp oder irgendjemand anrufe, ich schicke ihm einfach zuerst mal telepathisch eine Botschaft. Und diese telepathische Botschaft kommt umso stärker an, je mehr Gefühl ich da reinlege. Das heißt, wenn ich der Liebe oder der Freundschaft oder dem verbindenden Gefühl zwischen uns den Raum gebe und das mit meiner Aufmerksamkeit sozusagen festige und dann das als Trägerenergie nehme, wo ich dann eine Botschaft schicke. Und ich lasse es einfach mal passieren, ich warte mal eine Stunde ab, kommt vielleicht ein Anruf oder kommt eine Botschaft von ihm. Und wenn nichts kommt, einfach mal anrufen und fragen, hey, was war vor einer Stunde? Haben dir die Ohren geklingelt? War da irgendwas? Musstest du an mich denken? Und so kann man einfach spielerisch, locker experimentieren mit diesen Möglichkeiten. Das wäre eine Einladung. Aber mir war es einfach wichtig, beispielsweise unseren geistigen Freunden war es wichtig, euch das nochmal ans Herz zu legen, auch in den Kontakt mit ihnen zu treten und das jenseits von irgendwelchen ESO-Schwachsinn oder bla bla oder das ist Fantasie, das gibt's gar nicht. Ich kann euch nur sagen, aus 30 Jahren Erfahrung aus diesem Leben. Und als ich das erste Mal Kontakt hatte mit Salah Kumara, habe ich mich sogar erinnert, dass er mich als Kind immer wieder besucht hatte, wenn ich verzweifelt war und mich beruhigt hat. Ich kannte seine Energie. Bei der ersten bewussten Kontakt durch eine Meditation von Christine und seiner Energie, zuerst mal von außen, das erste Mal erlebt hatte, kam plötzlich das Bild, den kenne ich. Den kenne ich schon seit meiner Kindheit. Genauso wie ich, ohne bibeltreu zu sein, ohne christlich aufgewachsen zu sein, einen ganz starken Bezug immer hatte zu Jesus. Ich wusste nicht, woher. Ich habe ihn auch nicht vergöttert. Ich habe ihn auch nicht als den Sohn Gottes betrachtet, sondern einfach als Freund, als Begleiter. Und erst im Laufe der Jahre dann, wo ich einfach bewusster geworden bin, wo sich auch viele Inkarnationen aus meiner oder andere Inkarnationen meiner Seelenbiografie mir bewusst wieder offenbart hatten, wo ich auch vieles nochmal klären durfte und heilen durfte und loslassen durfte, wurde mir klar, warum. Oder auch die Verbindung mit Helios. Ich habe schon immer in meinem Leben die Sonne geliebt. Ich habe schon immer gewusst, schon als Kind, die Sonne ist ein Lebewesen. Ich kann mit der Sonne sprechen. Ich kann aber auch mit Mutter Erde sprechen. Das war für mich ganz klar. Das habe ich nie vergessen, obwohl ich von meinem Jahrgang her auch noch tiefer inkarniert bin als jetzt die 90er oder die 2000er Jahrgänge, die auch in ganz andere Dichte-Ebenen inkarnieren und deshalb auch nicht mehr so funktionieren im 3D-Bereich, weil sie diese Welten gar nicht mehr bedienen, weil das auch nicht mehr ihre Welten sind. Und sie müssen das auch nicht, weil sie ganz andere Aufgaben in sich tragen. Die Voraussetzung ist einfach die Hingabe an diese Transformation. Unsere geistigen Freunde werden immer präsenter werden im Alltag, werden immer präsenter werden im Leben von uns, wenn wir uns öffnen. Sie brauchen unsere Bereitschaft, sie brauchen unser Okay, dass wir sagen, okay, auf der Seelenebene haben wir diese Erlaubnis eh schon erteilt. Wenn das überhaupt ein Thema ist in deinem Leben, dass du sagst, doch, das interessiert mich oder ah, ich hatte auch schon Kontakt und so, dann hast du das ja eh schon gegeben auf Seelenebene. Aber was ist es auf der menschlichen Ebene? Ist es trotzdem wichtig, nochmal zu sagen, ja, ihr dürft euch mit mir verbinden, beispielsweise. Ich habe den Wunsch, mich mit euch zu verbinden. Und natürlich ist die Hingabe eine Bedingung und die Bereitschaft wirklich, und dass ihr euch dieser multidimensionalen Bewusstseinserweiterung auch wirklich tatsächlich hingeben wollt und dass ein Teil eurer Lebensagenda ist und eurer Liebesintensivierung auch, weil alles ist getragen von der Ich-Bin-Gegenwart. Alles ist getragen von dieser bedingungslosen Liebe von Ich-Bin zu Ich-Bin. Und von dieser Weisheit auch,
die diese Wesen schon erreicht haben. Und natürlich auch die Bereitschaft, dasjenige zu leben, was auch auf der irdischen Ebene körperlich nötig ist, um dahin zu kommen. Ohne Verurteilung, ohne dogmatische, es muss so sein und jeder, der so und so lebt, der kann gar nicht spirituell sein. Das ist ja Quatsch, das ist ja schon wieder Trennung, das ist schon wieder Aussortierung. Jeder Mensch ist spirituell. Die Frage ist nur, wie viel Raum gibt er in seinem Alltag diesem spirituellen Wesensanteil? So wie jeder Mensch denkt und mental ist, wie jeder Mensch emotional ist, jeder Mensch physisch ist. Das sind die Bestandteile unseres Wesens und wir wählen halt, wie viel Raum geben wir welchem Teil. Und wir ticken, wir sind halt alle individuell. Aber die aufgestiegenen Meister, das sind, wow, das ist unglaublich, wie sie uns unterstützen können, wie sie uns helfen können. Und es ist nicht so schwierig und es ist vor allem gar nichts nur für Auserwählte. Wir erwählen uns selber aus, haben uns schon vor dieser Inkarnation dafür auserwählt. Und sie unterstützen uns einfach. Und hier einfach die Einladung an euch. Wir haben auch auf YouTube in der Playlist, jetzt auf unserem YouTube-Kanal von Blaubeerwald, haben wir die Playlist der Zeitqualitäten. Und da sind ja auch die Meditationen drin, kostenlos, die ihr machen könnt. Und in diesen Meditationen, Stufe für Stufe, die sind auch natürlich aufgebaut, erste Meditation, zweite, dritte, die bilden so ein Pack und dann geht es weiter, vierte, fünfte, sechste und die bilden ein Pack. Da könnt ihr euch das mal ausprobieren. Die sind nicht gemastert, die sind ohne Musik. Könnt ihr einfach mal probieren, ob das das eurige ist, weil da geht es unter anderem auch um den Kontakt mit dieser, mit diesen Wesen, mit dieser Gruppierung, mit dieser Seelenfamilie der aufgestiegenen Meister. Und wenn ihr es halt professionell wollt, könnt ihr es gerne bei uns im Shop bestellen, als das Meditationsset Cosmic Transformation. Aber es ist einfach das Beste, was ich sagen kann, was in meinem Leben passiert ist. Und wir könnten diese Welt hier im Blaubeerwald ohne die Unterstützung der aufgestiegenen Meister nicht wirklich so erschaffen oder erhalten, wie wir das tun. Auf der anderen Seite geben wir auch unseren Einsatz, denn wir bringen müssen, was einfach in unserer Verantwortung ist. Und dieses Teamwork mit solchen Wesen, das ist einfach genial. Vor allem, wenn du noch in einer Großstadt lebst, wenn du noch mitten im Wahnsinn lebst, da, wo eben die dunklen Wolken und der Kampf einfach noch so präsent ist im Feld und tagtäglich ist, umso mehr ist es ein Riesengeschenk, wenn du beginnst, da einfach diese Freundschaften zu pflegen. Danke, Patrick, für den Raum, den du mir gegeben hast, oder uns. Absolut, kein Problem. Ist ja auch ein wichtiges Thema letzten Endes. Wie gesagt, wir haben sehr viel über Führung gesprochen, wir haben sehr viel über Unterstützung gesprochen, über Stützräder gesprochen und. Und wir, all diese Dinge dürfen wir ja verwenden. Schadet uns ja in erster Linie mal nicht. Ja, solange der Antrieb eben aber auch von uns kommt. Wie gesagt, es geht nicht darum, sich wieder darauf zu verlassen. Und das hast du ja gut ausgeführt, dass sie eben nicht uns die Dinge abnehmen, sondern ne, uns unterstützen und oder mal einen Arschtritt geben. Und das ist auch wichtig. Wir brauchen das. Wir reden ja immer von Coaching. Wir reden immer von Coaching. Weißt du, so dieses menschliche Coaching ist alles recht und gut, ist super. Aber dieses Coaching, was die und das ist Seelencoaching, aber eben bodenständig. Nicht einfach nur, ja, mein liebes Kind, du wirst unendlich geliebt und es reicht, wenn du da hier einfach in irgendwelchen Welten floatest, sondern es geht darum, okay, und was machst du jetzt draus? Sie sind auch wirklich, sie bestehen auf die Bodenständigkeit. Bringt es runter in euren Alltag. Und das ist einfach unbezahlbar. Das ist es wohl, genau. Liebe Zuschauer, das war die Nummer 54 von unserer Ausgabe Zeitqualitäten. Martin, dir erstmal vielen Dank. Alles Gute natürlich weiterhin. Wir sehen uns dann ja in fast 4 Wochen. Sicherlich viele von euch auch. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Wünsche dir eine gute Zeit bis dahin. Und bleiben natürlich wie immer in Kontakt. Und lass es dir gut gehen. Ne? Wir sind sowieso eine Riesenfamilie. Wir sind in Kontakt. Und es wird mir oft berichtet von Menschen, dass ich ihnen im Traum in der Nacht geholfen habe. Oder Christine und so weiter. Also das sind Dinge, wir sind alle verbunden. Und diese Verbundenheit, uns tagtäglich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, hey, auch wenn nicht greifbar, nicht wirklich knutschbar, aber innerlich sind wir alle verbunden. Und aus dieser Verbindung können wir auch sehr viel Kraft schöpfen. Und in diesem Sinne, ich drücke euch alle aus der Ferne, aber eigentlich sind wir alle im gleichen Raum. In diesem Sinne, bis zur nächsten Sendung oder noch schöner bei unserem Jubiläum im zauberhaften Blaubeerwald.
Ganz wunderbar. Und ich schließe mit den Worten, um das nochmal zusammenzufassen. Der erste Schritt ist immer das Aufwachen. Was machen wir danach? Da tun wir aufstehen und dann tun wir unser Tatwerk. Ja, oder Tagwerk, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das ist im Prinzip das Gleiche wie tun, sein, werden. Und das sind Grundprinzipien des Lebens und die dürfen wir auch, wie gesagt, wieder wirklich mal integrieren. Der Stichwort Helferlein, nochmal der Hinweis zu den irdischen Helferleinchen. Wie gesagt, zu meinem Geburtstag gibt es eine kleine Rabattaktion. Schaut mal auf meiner Homepage nach, welches Produkt es betrifft. Also wenn es dich sowieso gerade interessiert, dann nutze doch einfach diese Möglichkeit. Ansonsten findest du auch selbstverständlich nochmal den Shop verlinkt von Martin. Da kannst du das Ganze auch nochmal unterstützen. Gerade die Vereinsarbeit und die Tiere zu Buja, wie gesagt, auch nochmal zu erwähnen, gibt es auch nochmal um einen recht ordentlichen Preis gesenkt. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Bewertet bitte dieses Video, verteilt es bitte. Freuen wir uns sehr drüber. Und schreibt uns rein, was euch gefallen hat und was nicht, was fehlt, was kann noch verbessert werden. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit mit diesen Energien. Und ich denke, dann wird oder ist es am Ende immer gut. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ciao.